Hallihallo und herzlich willkommen zu Moon Talk 453, der ersten Ausgabe im neuen Jahr 2017. Und damit begrüßen wir auch alle Mitglieder des Mooniverse natürlich im neuen Jahr. Und es soll genauso schön weitergehen wie im letzten Jahr. Sogar noch etwas schöner für die WWE-Fans, aber dazu kommen wir gleich. Ich begrüße jetzt erstmal meine beiden Mitstreiter für den TNA-Part jetzt. Wir haben ja noch den Dezember vor uns und dann natürlich wollen wir auch die Moonies vergeben für 2016. Und ich sag Hallo King. Frohes Neues ans Mooniverse, frohes Neues an euch. Ja, neues Jahr, aber wir haben noch ein bisschen was Altes abzuarbeiten und dann gucken wir mal, wie es weitergeht hier. Kleiner Ausblick für 2017. Ja, können wir natürlich auch mal wagen, so ein bisschen eine Who-to-Watch-Liste hier erstellen, wer weiß, mal gucken, wer da groß durchstartet. Aber jetzt sage ich erstmal Hallo ML. Ah, frohes Universe. Ja. Ja, TNA haben wir ja noch einen schönen Jahresabschluss gehabt mit der Final Deletion. Total Nonstop Deletion. Ja, und im Zeichen der Eule. Oder des Habichts oder was auch immer es sein soll, brechen wir jetzt zu neuen Ufern auf. Richtig. Aber wir haben ja noch so ein bisschen was aus dem letzten Kalenderjahr, dass wir in dem Mooniverse schuldig sind. Ja, den Dezember. Also es waren 5 Impact-Ausgaben nochmal, wobei 2 davon ein Jahresrückblick waren. Einer insgesamt für TNA 2016 und dann natürlich speziell die Hardy-Fehde. Ja, und dann gab es in der letzten Ausgabe nochmal eine Zusammenfassung mit den Hardys und auch ein paar neue Entwicklungen. Also das neue Material, das war jetzt nicht allzu viel, das war 10 Minuten, Viertelstunde vielleicht, jetzt mal so grob geschätzt. Und das kam immer so als Einspieler zwischendurch. Aber es hat sich durchaus gelohnt, weil da ja auch eine wichtige Entwicklung stattgefunden hat. Werden wir gleich drüber sprechen. Aber was gab es denn sonst noch so? ML hat ja letztes Mal wieder gespoilert hier, hat mir ja wieder verraten, dass zum Beispiel Moose neuer Grand Champion ist. Und das habe ich dir verraten. Ja, das hast du gerade sagen. Ne? Ja, Grüße an den Conway. Da hat ML noch geschlafen. Ach so. Ich kam ja letztes Mal noch zu spät in den Talk. Ne? Ja. Ballers sei Dank, was ich hier bei Shortcut schonungslos geplackt habe und trotzdem dabei eingeschlafen bin. Es war ein harter Sonntag, lieber Conway, sagt er, lässt er gesagt sein. Und ja, der Moose-Talk hier. Wollen wir erstmal mit dem Moose anfangen? Impact Grand Champion. Ja. Und dann gab es dann auch, glaube ich, das Rematch gegen Aaron Rex in der Folgewoche. Ja, man hat jetzt natürlich Aaron Rex ein bisschen demontiert, ne? Finde ich. Also ja. Nach seiner smarten oder relativ smarten Geschichte da mit dem Tape, was auch immer das gewesen sein soll, was er ja in der Fehde, muss man schon sagen, gegen Jesse Goddard immer wieder eingesetzt hat, das kam hier jetzt nicht mehr zum Tragen. Ich weiß nicht, ob das nochmal aufgegriffen wird. Moose hat ihn einfach umgepflügt, hat sich den Gürtel geholt. Es kam soweit ganz gut an in der Impact Zone. Ich war jetzt nicht so davon begeistert. Aber ich bin einfach auch Aaron Rex Fan. Das hat jetzt nicht unbedingt was damit mit Moose zu tun, dass das irgendwie zu früh sei oder so. Aber vielleicht seht ihr das ja auch anders. Ja, wir haben es ja auch schon bei Shortcut so ein bisschen besprochen, der King und ich. Also ich habe da gesagt, mir hat Aaron Rex bisher noch gar nicht gefallen bei TNA, obwohl ich ja auch großer Fan von ihm war bei der WWE, ähnlich wie du, und hatte auch ziemlich hohe Erwartungen, aber dem ist er bisher noch leider überhaupt nicht gerecht werden können in dieser Face-Rolle. Ja, deswegen habe ich gerade bei dem Begriff Aaron Rex-Fan so ein bisschen gezuckt. Also Damien Sandow-Fan, ja, unterschreibe ich. Aber Aaron Rex bei TNA sagt mir halt überhaupt auch noch nicht zu. Von daher irgendwie auch gar nicht so schlimm. Das ist irgendwie schade, dass jetzt auf Kosten von Moose dann Aaron Rex dafür herhalten muss. Man hat ihn wirklich demontiert. Ich hätte es mir echt anders gewünscht, den Run, aber man hat es halt irgendwie auch nur so vage probiert mit dem Heel-Run. Was das mit dem Tape da geworden wäre, das kann ich mir auch nicht so ganz erklären. Ja, eben. Und das wird jetzt wohl auch nicht mehr aufgelöst, oder? Sehr wahrscheinlich nicht. Also ich wüsste nicht, warum er das jetzt nochmal rausholen sollte. Keine ja, wenn er Moose besiegt. Ja, eigentlich nicht. Nee. Ich glaube auch, das hat man jetzt erstmal im Sande verlaufen lassen. Es ist ja auch dann auch Drew Galloway wieder zurückgekehrt. Ja. War das vor oder nach dem Rückmatch? Ich glaube, er kam vorher sogar raus und hat Moose zur Rede gestellt. Ja, genau. Und dann hat Aaron Rex ja dann die beiden unterbrochen und hat gesagt, erstmal kriege ich hier mein Rückmatch. Ne? So rum war das.
Ja, aber Ja. unweigerlich damit verbunden ist er jetzt auch mit der Fehde. Und wenn wir dann mal noch so ein bisschen vorgreifen, wenn wir das die ganze Sache rund machen wollen mit dem Impact Grand Champion Titel, war dann ja Mike Bennett derjenige, der komischerweise in der allerersten Sendung im neuen Jahr dann Moose herausgefordert hat. Hatte wohl auch den Grund, dass Galloway irgendwo schon zugesagt hatte für irgendeinen Auftritt. Da stand das Datum 5. Januar für TNA fürs Impact Live Taping noch nicht. Ja, dumme Sache, da musste man ohne Drew Galloway da die erste Sendung des neuen Jahres planen. Ja, wie ihr wisst oder euch sicher denken könnt, habe ich diese Ausgabe noch nicht gesehen. Aber ja, da würde ich dich auch nicht zu sehr spoilern, aber Galloway war halt nicht da und so ist jetzt auch irgendwie Mike Bennett damit reingeraten. Zum Januar-Review werde ich das dann natürlich nachgeholt haben. ja, was haben wir sonst noch? Es war ziemlich viel Hardys, wie gesagt. Ja, wir haben ja einen neuen Knockouts-Champion noch, ne, mit Rosemary. Da haben wir dich extra nicht gespoilt, was den Main-Event angeht. Ja. Stimmt, der Main-Event war sogar. Ja, finde ich aber auch gar nicht so schlecht, sonst wäre das wirklich so eine Aktion gewesen. Gay Kim kommt raus und sagt, ja, also die Jade ist ganz toll, das wird meine Nachfolgerin. Hier, bitteschön, da ist der Gürtel. Ja. Und so, finde ich, hat man das noch ganz gut gedreht. Oder? Also, das ist nicht dann ganz so cheesy vielleicht, wie man das jetzt hier so, wie es ursprünglich den Anschein hatte. Ja, das wäre ganz schrecklich gewesen, wenn man es wirklich so gemacht hätte. Also noch mal so ein bisschen die Kurve gekriegt. Ja. Ja, auch da will ich nicht zu weit vorweggreifen. Vielleicht an anderer Stelle und zu anderer Zeit. Rosemary, wie hat euch das Match gefallen, generell das Cage-Match? Lebte natürlich von diesem Highspot, dass Jade da den Top Rope Splash da genommen hat, hätte ich beinahe gesagt. Im Flying Body Press. Ja, war jetzt nicht so spektakulär. Ich kann mich an einige Cage-Matches erinnern, unter anderem auch von Mickie James, als die noch da war. Das hat mir dann schon besser gefallen und auch so von der ganzen Geschichte drumrum. Ich weiß nicht, ich habe nichts gegen Rosemary. Ich mag auch Jade irgendwie, aber ja, also ich mag diese ganze Geschichte da um Gail Kim nicht. Also weiß ich nicht, dass sie da den Titel gewinnt und ihn dann einfach so abgibt und dann ist ja auch die Art und Weise, wie, haben wir uns ja letztes Mal auch schon drüber ausgelassen, dass sie erst in den Ring gerufen wird und dann will sie ein großes Announcement machen und dann findet das nicht statt und dann sagt sie das da mal so eben Backstage, ja, ach übrigens, ich gebe den Titel ab und kaum einer kriegt das so mit, so wirklich. Das fand ich so ein bisschen schade. Also das Set für das Match war nicht so gut vielleicht. Da weiß ich auch nicht, inwieweit du da jetzt spoilerfest bist, was Gail Kim angeht und das neue Jahr. Ich weiß nichts. Also Gail ist immer noch verletzt und ja, kam aber dann trotzdem nochmal und hat dann gesagt, dass sie noch nicht fertig ist, dass sie eines Tages auch ihren Knockout-Titel wieder haben möchte. Ja, sie ist ja auch nicht zurückgetreten. Ne? Das war so eine ganz merkwürdige Aussage. Eben, das hat sie nochmal in der Promo deutlich gemacht. Ja. Naja. Gut. Ja, dann die anderen Knockouts, hätte ich beinahe gesagt, so diese ganze Brigade um Ellie und Maria. Ja. Da hat es dann ja auch endgültig geknallt zum Jahresende. Ja. Gott sei Dank. Ja, wurde auch. Also so ewig rumeiern muss man damit auch nicht. Also Ellie macht das natürlich fantastisch, die spielt das richtig gut und hat ja auch die entsprechende Erfahrung schon. Maria sowieso über alle Zweifel erhaben. Die hat auch die Rolle ihres Lebens gefunden, glaube ich. Also macht sie noch besser als das Dummchen eigentlich. Ja, das sind eigentlich so die beiden Hauptcharaktere, würde ich sagen. Also ich finde jetzt hier die Laurel Van Ness und Sienna, die sind bei mir irgendwie noch nicht so angekommen. Ja, und die Männer, die man damit reinzieht, ne? Also Braxton Sutter schafft man natürlich wirklich Verwendung zu finden für ihn, ohne dass er mir großartig auf die Nerven geht. Also es ist besser als dieses Go for Broke, was wir gleich wahrscheinlich leider nochmal kurz zu sprechen kommen müssen. Und für Mike Bennett tut es mir so ein bisschen leid, weil es natürlich jetzt für ihn so ein bisschen unter Wert ist, dass er dann da nur dem Ringbegleiter machen muss. Auch wenn er es gut macht da, auch dieses ganze Thanksgiving-Dinner und so, das hat mir ganz gut gefallen. Ja. Von seiner Seite aus. Ja, das war so der Klassiker, ne? Und man muss ja immer irgendwas mit Essen im Gesicht machen und so. Ja, er hat das halt gut verkauft. So ja. Das hat er drauf, ne? Das wissen wir ja spätestens, nachdem er da Ethan Carter damals eingerollt hat. Na, ja, das stimmt. Also,
Ja, mal sehen, was da noch auf uns zukommen wird. Ich schätze ja mal, dass in 2017 Ellie sich nochmal den Titel holen wird. Wie auch immer das dann aussieht, aber ich glaube, die wird sich noch richtig mausern. Ja, aber dann hoffentlich mit einer schönen langen Entwicklung, ne? Dass so eine gute Wrestlerin, ja. Der weiß ja gut, wie jeder eingefleischte Fan, der Sherry Bomb auch independentmäßig kennt. Aber das soll sich dann trotzdem einigermaßen natürlich entwickeln, weil Ellie ja bisher so ein Charakter ist, die mit Wrestling noch gar nichts zu tun hat. Ja, so Joseph Park einfach, ne? So. Joseph Park in attraktiver. So ungefähr. Bisschen. Ja, gut, okay. Dann sagen wir da lieber nichts weiter zu. Was haben wir denn sonst noch Schönes? Wir haben noch EC3, der ja eine ganz tolle Stipulation sich ausgedacht hat. Das ist also auch, weiß ich nicht, wo man damit hin will. Das galt ja jetzt nur fürs Ende des Jahres, ne? Dass Eli Drake nicht sprechen darf und auch den Button nicht pushen darf. Mhm. Ja. Hat man jetzt auch nur so in so kleineren Segmenten immer wieder so verkauft und so, dass sie sich Backstage begegnen und er da einfach nur steht und ihn anschnauft und eigentlich am liebsten was sagen würde. Und was passiert eigentlich, wenn er trotzdem was sagt? Wurde das mal erwähnt oder? Ach ja, ja, also man hat es auf jeden Fall gut ins neue Jahr mit rüber gerettet, kann ich sagen, um nicht zu sehr zu spoilen. Man hat es nicht vergessen. Und ja gut, da war er natürlich dann jetzt auch so ein bisschen überflüssig, weil Ethan ja dann mit dem World Title unweigerlich dann wieder zu tun hatte. Ne? Dann musste er ja dann nochmal gegen Eddie gehen und ja, was brauchte man Eli Drake nicht in dem Moment, deswegen. Ja, das ist natürlich immer so ein bisschen schade. Ja, tat das keinem weh, aber man merkte schon, dass den Impact-Tapings die Luft ausging, spätestens in den letzten 2, 3 Sendungen. Ich weiß nicht, wie euch das ging, aber vor der Final Deletion, die letzten 2, 3 Sendungen, war schon sehr schwere Kost, was die Entwicklung angeht und alles, weil da wirklich nicht mehr großartig viel passiert ist. Okay, der Knockout-Titelwechsel oder gewinnen da, das war dann das höchste der Gefühle. Aber ihr merkt ja selber gerade schon, wir suchen hier händeringend nach Highlights aus den beiden Sendungen vom 1. und vom 8. Dezember. Ja. Ja. Und mein ganz klares Highlight war der Mandrews-Turn. Oh Gott. Absolut. Ja. Ja, Broke im Triple Threat gegeneinander. Ja, richtig. Und das hat er dann nicht verkraftet. Passend natürlich auch dazu dann immer noch sein komisches Theme, was er ja immer noch hatte, da sein Skater-Theme da und dann be happy, be happy. Irgendwie, ich weiß nicht, was das sein soll. Das klingt auf jeden Fall sehr komisch und passt überhaupt nicht zu dem Heel, aber oh Gott, ich singe das nie wieder. Versprochen. Obwohl. Ich bin nicht so sicher. Mal gucken, wir kriegen noch eine Tippspielstrafe. Ja, aber wie war das denn jetzt noch mit der Fehde? Jetzt helfen wir auf die Sprünge. Die hatten das Triple Threat, wo am Ende sein Turn kam. Ja. Gab es dann das One-on-One, Sima gegen Mandrews? Gegen Aiden O'Shea, oder? Genau, darauf wollte ich nämlich hinaus. Denn dann völlig aus dem Sinnzusammenhang, als hätte man irgendwie gerochen, dass der Vertrag langsam rausläuft, schickt man einfach Aiden O'Shea raus. Und der frisch heel geturnte Mandrews geht da gegen den Bully vom Dienst, der ihn dann da um den Ring prügelt, allein so von den körperlichen Ausmaßen. Ja. War die Rollenverteilung da schon irgendwie klar? Ich weiß nicht, für wen man da sein sollte und warum man der Impact Zone da dieses Segment angetan hat. Also die Crowd wusste genauso wenig, was damit anzufangen. Ja, das war merkwürdig. War auch so eine Lücke in dem Flickenteppich da. Ich weiß auch nicht, wie man das bei den Tapings zusammengeschnitten hat. Ich will es auch gar nicht wissen. Das war im Oktober, das wurde im Dezember ausgestrahlt. Das braucht uns alle nicht mehr interessieren. Aber da merkte man auch wieder, dass da so ein bisschen auf den letzten Metern ja, die Handlung. Man musste natürlich auch so ein bisschen drumherum drucksen, weil die ganzen Sachen mit Billy Corgan nicht mehr drin waren oder vielleicht reingesollt hätten, aber da was in der X-Division zu suchen gehabt hätte. Ja. Ist blanke Mutmaßung an der Stelle. Ja, Fakt ist aber, glaube ich, dass Mandrews weg ist. Bin ich da richtig informiert? Angeblich, ja. Ich habe da auch was gelesen, dass die WWE da wohl jetzt die Hand drauf hält. Warum auch immer. Für 205 Live höchstwahrscheinlich. Ja, oder British irgendwas, ne? Er ist ja auch British Bootcamp-Sieger gewesen. Ja. Dass ja. Er bei dieser neuen UK-Brand da an den Start geht. Ja, wird das ein Brand oder wird das nur ein Turnier und dann geht der Titel eben
Es soll danach eine wöchentliche Show stattfinden. Zunächst auf dem WWE Network und dann mit dem Spiel dann auch ins britische TV zurück. Ja, dann könnte das schon sein. Ich dachte, das wird sowas wie der WCW European Cup oder sowas, dass der immer nur mal so alle Jubeljahre verteidigt wird oder so. Na, dann ist ja okay, dann bin ich sehr damit einverstanden. Komischerweise, obwohl es ein neuer Titel ist, ja, ich weiß. Ja, gut. Auch wenn wir schon mal bei der WWE sind, ne? Können wir das ja mal kurz einschieben, bevor wir ein neues Thema jetzt anfangen für TNA, ein neues Jahr einleiten. Ne? Wir werden uns ab dem Rumble wieder regelmäßig mit der WWE auseinandersetzen. Es gibt einige alte Bekannte, die uns da unterstützen werden. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen, die wiederzuhören. Und ja, wie das Ganze jetzt genau aussehen soll, das Konzept, also wir starten auf jeden Fall mit einem ausführlichen Rumble-Tippspiel und natürlich auch einer Review. Und also Quick-Tipp bleibt auch erhalten für diejenigen, die nicht ausführlich drüber sprechen wollen, ne, King? ja. Ja, dann wollen wir mal sehen. Stürzen wir uns doch einfach mal wieder ins WWE-Vergnügen. Nein, also das, ich bin beim WWE-Part auch das ein oder andere Mal dann zu hören. Wieder. Ja, aber du brauchst es nicht so ausführlich vielleicht. Ja, wir werden sehen, in welcher Form das dann so stattfinden wird. Na gut. So, genug jetzt hier. Jetzt gehen wir nach Cameron, nach North Carolina. Nach Cameron und ja, Total Nonstop Deletion. Die Wrestling-Sendung des Jahres für mich. Ja, ist mir auch egal, was da irgendwie alles an Hohn- und Spottrufen war oder so, dass man gesagt hat, das Ganze wäre zu lang oder so. Nee, ich fand, es war großartig, der krönende Abschluss von dem Ganzen, was man da mit der Final Deletion angefangen hatte, die logische Weiterentwicklung. Und man konnte es mal machen. Natürlich kann da nicht jede Woche so eine Sendung da stattfinden. Aber für das, was es sein sollte, für den Aufwand, für das wenige Budget, das man da hatte, hat man da wirklich eine sehr unterhaltsame zweistündige Sendung rausgekommen, fand ich. Natürlich ja. an ein gewisses Publikum gerichtet, ne? An so Smartmark-Fans und alles, ne? Also das, ja, natürlich. Dass man damit jetzt nicht unbedingt die Casuals fängt, das musste einem selber klar sein, aber gut, TNA gucken, glaube ich, auch nur noch die Hardcore-Wrestling-Fans, die dann da einschalten, die da 100.000 in Amerika. So, als erstes hatten wir die Hardys im Ring mit Senior Benjamin. Großartig. Was war das denn bitte für eine Trainingsjacke? Mit Rockstar Spud. Ne? Der kam doch als erstes raus. Ja. Ja, genau. Und ja, der hat dann seinen Gegner gekriegt für den Abend. Ja, WrestleMania-like Entrance, ne? Mit ja, absolut. Mit dem Auto kam er reingefahren, King Maxwell. Natürlich übel zusammengeschnitten, hat man ja auch gesehen, aber ich fand es trotzdem lustig. Auf seinem Twitter-Account war später auch zu lesen, er musste im Opener sein, weil er so früh ins Bett musste. Ne? Also. Ja. Auf dem Twitter-Account von King Maxwell. Ja, den gibt's auch, mit über 11.000 Followern oder so. Ja. Sehr gut. Ja, und dann hat Matt Hardy, der ja der Promoter des Ganzen war, er hat ja auch vorher auch schon angekündigt, also das wird eine Show, die kann nicht mal einen Mick Mahan bucken und auch kein Heyman und auch sonst keiner. Und ja, hat er noch gesagt, das wird No DQ. Und das passiert, Senior Benjamin mit dem Taser attackiert Rockstars Butt, der eiskalt. Sackt zusammen. Wie? Eiskalt. Eiskalt, Sack. Ja. Und was passiert? King Maxwell kommt angelaufen. Auch überhaupt keine Gefahr natürlich, dass der Strom noch irgendwie durchs Butt fließt. Ja, und der covert ihn einfach. Und nach ein paar Sekunden ist das hier gegessen. King Maxwell mit seinem Impact-Debüt und auch seinem ersten Sieg. Seinem zweiten Sieg überhaupt, seinem ersten bei Impact? Mhm. Ah, okay, ja, stimmt. Er hatte ja schon ein Hausshow-Match, ne? Ja, das ist irgendwo im Independent-Bereich hat das stattgefunden. Aber ganz kurz danach hat man ja den Mann gesehen, gegen den er schon gewonnen hatte. Ja. Ach, war das Chad Sterling? Nein.
King, nach dem, unmittelbar nach dem Match, gab es doch so eine Backstage-Szene. Den Disco Inferno. Ach so. Ja. Stimmt, ich erinnere mich. Da hat er gesagt, ja, Gott sei Dank hat es mich diesmal nicht getroffen. Genau. Ja. Oh Gott. Netter kleiner Auftritt. Auf jeden Fall. Aber auch so ein Insider-Ding. Ja, also da schmunzelt dann natürlich jetzt nicht der Otto-Normal-Zuschauer drüber oder so, sondern die Leute, die diesen ganzen King-Maxel-Hype dann da auch verfallen sind. So. Ja, und Disco Inferno macht den Spaß halt auch mit bei dem Podcast mit ihm und Conan. War Matt Hardy ja auch vor kurzem zu Gast und dann natürlich auch in Gimmick. Und er hatte natürlich auch eine Premonition und hat vorausgesehen, dass ihn King Maxwell nochmal besiegen wird im Alter von 7 und im Alter von 11 oder so. Also es war nicht die letzte Niederlage, die er einstecken musste. Ja, aber King Maxwell undefeated bisher. Das muss man festhalten. Ja. Ja. Streak. 2 in a row. Ja. Sehr schön. Ja, dann sollte es weitergehen. Vanguard One wollte ein Match haben. Offene Herausforderung angenommen von Sienna. Wurde natürlich auch frenetisch abgefeiert. Aber die hat dann ihre Aussage korrigiert und wollte nur gegen Menschen antreten. Und was passiert? Man sieht einen Wohnwagen, wo die Tür aufgestoßen wird. Und wer kommt da raus? ODB. Die ist also immer noch nicht fertig. Ja, ODB hatte man da. Die konnte so ein bisschen Cross-Promotion machen mit ihrem Truck und war dann für den einen Abend da. Es war dann übrigens auch ein Number-One-Contenders-Match um einen Shot auf den Knockout-Titel von Rosemary. Ja. Die ja verbannt war an dem Abend. Ich glaube, die durfte nicht aufs Gelände oder so. Irgendwas hatte Matt Hardy da auf jeden Fall noch gesagt. Ja, gut, das Match an sich. Gut, ODB. Ich war jetzt nie der größte Fan von ihr, aber ich hatte jetzt auch nie wirklich was gegen ODB. Sie war halt so eine der Mitbegründer von der Knockout-Division. Deswegen habe ich sie immer positiv in Erinnerung behalten an sich. Ne? Weil sie da halt auch so, war jetzt auch nicht so das Püppchen, sondern so, ja, für ihre Ausmaße. Es gibt halt nur eine ODB, ne? Und da gibt es halt auch schwere Vergleichsmöglichkeiten. Ich glaube, es gab auch schon mal Moves bei TNA, die gehen so in eine ähnliche Richtung wie ODB. Aber ansonsten wüsste ich gar nicht, wen ich das war ja Mickey Knuckles. Ne? Ja, ODB ist halt schon Unikat. Und das richtig, halt richtig. An ihr, ne? Und sie ging halt auch so oder so, ne? Ja. Ja, und ich mochte sie halt immer. Ich habe mich gefreut, sie hier echt wieder zu sehen. Ja, es war dann auch nur kurz den Job machen für Sienna, die dann hier... Nee, ja. ODB konnte gewinnen hier, ne? Sie konnte auf jeden Fall ein bisschen Werbung machen. Ja, und danach gab es dann doch noch für Vanguard One die Spezialansicht. Ja. Gott, oh Gott. Dann ist er, glaube ich, abgestürzt. Ne? Da war er, glaube ich, erstmal überlastet, der Kleine. Ja. Gut. Ja, dann muss es natürlich noch ein Match für Itchweed geben, der ja auch die letzten Wochen wieder mehr in Erscheinung getreten ist. Bei jeder sich bietenden Gelegenheit, neben Willow natürlich. Und es gab ein Hardy House Rules Match gegen Chad Sterling. Ja, was auch immer das gewesen sein soll, wahrscheinlich einfach nur Relax Rules, ne? Also. Mit dem Heckentrimmer, ja. Ja. Erstmal die Kantenschneider war das, glaube ich, ne? Ja, die Klamotten da, erstmal eine elektrische Sense, ne? Damit hat er dann erstmal die Klamotten von ihm zerpflückt. Itchweed mit 3E, der ist natürlich ein bisschen sehr aufgedreht, ne? Also. Naja. Ist aber auch mal eine andere Seite von Jeff Hardy, der ja sonst mehr so der ruhige ist, ne? Ja. Ja, Match war kurz und schmerzlos auch, ne? Ja, die drei Matches jetzt in Anführungsstrichen, wenn wir so mal so nennen wollen, dienten, glaube ich, auch mehr so dem ganzen Event. Also wer da jetzt wirklich auf Hochklasse In-Ring-Technik gesetzt hat und gesagt hat, da gibt's jetzt richtig gutes Wrestling zu sehen, war da, glaube ich, dann auch nicht mehr wirklich zu helfen. Es ging mehr so um den Show-Effekt, ne? Ich glaube, beim vierten Match, das war dann ja, glaube ich, schon das World-Title-Match. Ja. Dann ging's dann schon so ein bisschen mehr zur Sache. Dann haben sie auch gezeigt, dass man in dieser komischen kleinen Halle da wirklich wresteln kann. Ja. Ja, und die Crowd hat eigentlich die ganze Zeit ihre Sache gut gemacht, die 50 Leute, die da waren oder so. Also ich kann mich an die ein oder andere Impact-Sendung erinnern, wo weniger Stimmung war. Ja, traurig, aber wahr. Die Jungs haben auf jeden Fall Feuer gemacht. Ja,
das waren ja natürlich auch alles nur Freunde von den Hardys, ne? Natürlich. Ja, Eddie Edwards gegen Lashley hat natürlich jetzt nicht so in die Umgebung gepasst, ne? Aber trotzdem war ja ein wichtiges Match und man muss ja auch irgendwie so ein klein bisschen über den Tellerrand da gucken. Also es konnte ja nicht so sich völlig abschotten von dem Restgeschehen von TNA. Hat man soweit ganz gut gemacht, weil ja auch die beiden überhaupt nichts mit den Hardys zu tun haben, normalerweise. Deswegen war das jetzt nicht so schlimm. Und ich habe auch erst einen Moment überlegt, ob ich das schlecht finden soll, dass der World Title dann da so durch den Kakao gezogen wird, in Anführungsstrichen, aber nein, das geht in anderen Ligen ist er halt auch, der ist der World Title halt ein Midcard-Comedy-Titel und so. Da kann man das bei TNA ja auch machen. Nee, das meine ich damit nicht. Aber es passte eigentlich auch so. Man hat dessen jetzt nicht der Lächerlichkeit preisgegeben. Ja, ich hatte auch so erst die Bedenken, so, ah, macht das jetzt so Sinn, da den Gürtel damit reinzuziehen in die ganze Geschichte? Aber das hat dann doch nicht gestört am Ende. Ja. Denke ich auch. Hat das Ganze so nochmal so ein bisschen aufgelockert, ne? Und war ja auch klar, dass es nicht der Main Event war. Die haben natürlich da die Chance genutzt und sind dann da durch die Wand gebrochen und sich dann da draußen noch gebrawlt. Und das war wohl scheinbar wirklich so ein, ja, so ein Container, ne? Oder so ein Zelt oder wie auch immer man das nennen will. Ich glaube, das ist die Halle, wo das Contract Signing da stattgefunden hat damals. Mit dem kaputten Tisch. Ja, ja. Ja, ja, genau. Ja. Ja, was auch immer das war. Wer weiß, wie groß das Anwesen ist. Fakt ist auf jeden Fall, dass da gab es einen richtigen Schnitt in der Sendung, ne? Als dann auf einmal der Alarm losging und der Rauch und so. Und wir sind dann wieder in diesen Hardy-Style, möchte ich es mal nennen, gegangen. Ja. Denn vorher war es ja eine richtige Wrestling-Übertragung. Sollte es zumindest darstellen. Ja, gut. Wie immer auch das Wrestling da war. Aber es war eine Entrance-Ramp, es war ein Ring da, es waren Matches da, es waren Kommentatoren da. Das meine ich damit. Also. Ja, es musste evakuiert werden. Ne? Alle mussten die Halle verlassen. Es wurde auch sehr schön eingefangen in einer Action-Sequenz. Sind dann alle da nach draußen gestolpert. Und ja, dann konnte es losgehen mit dem Main-Event. Denn Matt Hardy hatte ja wieder... Apokalypto. Ja, er hatte ja wieder eine Premonition. Und im Traum diesmal. Und da hat man ja auch dieses große Gesicht gesehen, ne? Dieses gemalte Gesicht. Das war ja dann der Entrance. Ne? Und das war seine Vision eben. Ja, Elimination Match mit einer offenen Anzahl an Tag Teams. Das wurde, glaube ich, vorher nicht festgelegt. Ja, erzählt doch mal so, was waren denn so eure Highlights? Also. Ich fand die Detailverliebtheit wieder sehr schön, dass man wieder den Referee rausgeholt hat da, ne? Also den Final Deletion Referee da, der dann noch mit dabei war und überall hin mitgegangen ist. Ja, der Rock'n'Roll Express, okay, wie er eingesetzt wurde, haben wir auch bei Shortcut schon mal so ein bisschen drüber philosophiert, ne? Die haben halt auch sehr wenig, sehr viel das Mögliche rausgeholt, so, oder? Ja, dafür, dass die normalerweise in so eine Geschichte überhaupt nicht reinpassen, haben sie jetzt hier überhaupt nicht gestört. Ganz im Gegenteil. Wirkten jetzt auch hier nicht fehl am Platz oder so. Ich habe mich gefreut, die Jungs da zu sehen und war alles gut. Ja, Shane Helms war natürlich so ein bisschen der heimliche MVP der ganzen Geschichte. Ja, muss man ihm lassen mit seinen ganzen Gimmicks da im Lake of Reincarnation. Ja, dann gab es auch Kloppe für das Boot, Skarsgård, fand ich auch sehr lustig. Als dann die Helmsteine die auf einmal auf das Boot eingetreten hat. Dann natürlich der Auftritt von Swoggle, der Spear gegen Lashley von Swoggle und die Reaktion, wie Lashley den Spear verkauft. Pures Gold. Jetzt muss ich mal überlegen, was gab es denn noch? Was ich nicht so toll fand, war der Auftritt vom DCC, muss ich dazu sagen. Es war ja in Anführungsstrichen dann auch nur James Storm und das war dann auch so ein bisschen, was heißt ein bisschen albern, okay, so in Maßen darf man da jetzt nicht rangehen, aber dass Storm die Leute da gar nicht unter den Massen kannte und so, das fand ich dann halt so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, das wirkte so, als hätte man kein Geld gehabt, Bram und Kingston da einfliegen zu lassen. Ja, Swoggle ist ja geturnt, ne, sogar. Der King of Small Style, wie auf seinem Shirt stand.
Übrigens, ich meine sogar, der Begriff Hornswoggle, den gab es schon wesentlich länger als bei der WWE. Deshalb bin ich mir gar nicht so sicher, ob man den schützen kann. Ja, aber zumindest dahingehend, dass dieser Typ sich nicht mit dem Namen jetzt Nee, weiter in den das ist. Wrestling-Kreisen bewegt, so, ne? Ja, das Ja, ist. aber wenn das Ganze vorher nicht geschützt war und die WWE sich dann im Nachhinein, weil sie dann damit gearbeitet haben, die Rechte dafür gesichert hat, ist das ja halt auch egal. Naja. Scheinbar muss es da irgendwas geben, sonst würde er sich ja halt nicht weiterhin, oder sonst würde er sich ja weiterhin Hornswoggle nennen. Gut, ja, nee, wenn wir hier Shane Helms erwähnen, dann müssen wir natürlich auch Three Count erwähnen, die da auf den Originalmatten natürlich zu einem leicht abgeänderten Theme dann noch getanzt haben, bis ihm dann aufgefallen ist, dass da was nicht stimmt. Ja, das war nicht Evan Ne? Courageous Also, und Shannon Moore, sondern ja. Trevor Lee und Andrew Avery. Tank Abbott hat man dann Gott sei Dank nicht mehr erwähnt. Das wäre ein bisschen sehr weit gegangen. Lustig war Ja. auch natürlich der Spruch, wo dann Matt Hardy und er gesagt haben, sogar der Mann mit den drei Agen wäre jetzt stolz darauf, wie wir das junge, verheißungsvolle Talent hier begraben haben. Ja, gut, natürlich ein bisschen der Zeit hinterher, ne? Also Triple H ja mittlerweile der Papa von NXT, das Aushängeschild des Nachwuchses, ne? Natürlich, aber ja, musste natürlich, man hat schon versucht, so ein bisschen die Seitenhiebe geschickt zu verteilen, so, also. Ja, aber kann man auch so oder so sehen, ne? Triple H Nachwuchs, der holt ja eigentlich immer nur Ü30-Jährige, ne? Aus irgendwelchen Independent-Ligen. Also Na. wirklich Nachwuchs, weiß ich nicht. Wirklich, das letzte Mal Nachwuchs hat er, glaube ich, Randy Orton gehabt oder so, als Triple H jemand Jungen da hochgezogen hat. Ja, statt Mark Jindrak. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, dann gab es diese irre Verfolgungsjagd da mit dem Auto, ne? Also es muss auch schweinekalt gewesen sein. Trevor Lee, der ist ja wirklich der Carolina Caveman. Der friert ja nicht. Ja. Wie die da auch auf dem Pickup-Truck da nur in ihren Wrestling-Höschen da waren. Nicht Wie so lang zu beneiden. das auch gedauert hat, ne, bis er dann da mal gesagt hat, oh, wir müssen los. Und dann hat er da ja noch gestikuliert und bis dann Matt sich da hinter ihm aufgebaut hat und naja. Und dann immer schön mit dem Kopf da aufs Auto. Delete, Ja, das ist halt der Running Gag, ne? An allen Beatdowns von Metal hier. ja. Ja, was hatten wir sonst noch? Hatten wir noch was vor dem Vulkan? Also wir können ja mal die Namen hier kurz reinschmeißen. Ja, die Dominanz von DK vielleicht noch, ne? Die dann die ganzen Gast-Jobber-Tag-Teams dann da weggehauen haben. Ja, Rock'n'Roll Express haben wir ja erwähnt. Der musste dann da ausharren auf diesem Kranwagen da. Ja, der Wurde eine hatte das. Höhenangst hier, ne? Also. Ricky Morton wurde da einfach mal ausgesetzt. Wurde Licht ausgemacht und das war's dann. Es gab diesen winzigen Mini-Auftritt von Road Warrior Animal da noch. Ja. Dann hatten wir noch die Bruiserweights, Corey Hollis und John Skyler. Die Ugly Ducklings, Lance Lute und Rob Killjoy mit Colby Corino. Das ist der Kleine von Steven. Ja. Aaron Biggs und Mecha Mercenary. Und Eric Royal und Mike Jordan. Und Dirty Daddy und Snooty Fox. So, also wer damit was anfangen kann, Glückwunsch. Was denn? Kennst du Vielleicht. Snooty Fox nicht? Wie kann man denn Snooty Fox nicht kennen? Ja, ich bin ein ja, ich bin ein Banause. Es tut mir sehr leid. Ich bin da nicht so involviert in der Indie-Szene. Mensch, Mensch, Mensch. Ja, nee, dann könnt ihr ja mal hier was dazu de zu denen erzählen. Ich habe keine Ahnung, wer Snooty Fox ist. Ja, siehst du. Ich dachte halt, du wüsstest das. Total. Ja. Schämlich. Ja, also ein paar schöne Ideen, nette Effekte natürlich. Ja, und ein schöner Abschluss eigentlich, ne? Ja, Wobei da ja. mit den richtigen Siegern, ne, um das Ganze auch ja, das Ganze auch versöhnlich abzurunden dann und dann auch mit dem der Botschaft dann am Ende von Rebby. War ein schöner Schluss, doch. Ja, also, das letzte Team dann natürlich DK.
Okay, hätte auch Helms Dynasty sein können, aber man hat sich jetzt für DK entschieden. Es gab den Twist of Fate von Brother Nero gegen Crazy Steve. Der ist in den Vulkan gepurzelt, wurde wieder rausgeschleudert und ist im Ring gelandet. Ja. Das war das Finish. Ich weiß gar nicht, ob man das als Move irgendwie benennen kann. Twist of Doom vielleicht oder so. Keine Ahnung. Irgendwie sowas. Den Volcano Twist oder so. Ja, und die Hardys jetzt Greatest Tag Team of All Space and Time oder wie? Ja. Ja, sowieso, ne? Ja, aber da hatten sie es dann offiziell. Ja. Und dann natürlich noch die Ansprache von Matt. Wir 6. Und dann meinte ja Rabbi, nein, wir 7. Ja. Oh. You are pregnant. Wonderful. Delightful. Und dann haben sie sich da gefreut. Und, Ja, war ein schönes Ende da. Oder? Ja. Runde Sendung. Ja. Ja, allgemein, also das hat wirklich diese ganze Story abgerundet, perfekt, ja, abgeschlossen ist es ja noch nicht ganz. Aber war jetzt erstmal ein schöner Abschluss für das Jahr. Ja, Respekt an Jeremy Borash einfach nur. Der hat ja alles gemacht. Also der hat ja jetzt sich um die Kameras gekümmert, der hat sich ums Licht gekümmert, der hat einfach, der hat das Drehbuch geschrieben. Allen möglichen Käse hat der Mann alleine in die Hand genommen. Und das ist halt so der heimliche Retter von TNA in dem Jahr gewesen. Wenn Jeremy Borash nicht die Freiheiten gehabt hätte, dann wäre das, glaube ich, nie passiert. Und ja, einfach nur Respekt, was der Junge da gezaubert hat. Ja, ich dachte es mir auch vor der Final Deletion, wie groß war der Einfluss von Billy Corgan, weil die ganzen Tapings, der war ja während der Tapings dann weg, wir fanden ja noch so ein bisschen unter seiner Regie statt, aber die Final Deletion war ja das erste Projekt komplett ohne Billy Corgan. Und es hat mich eigentlich nicht großartig weiter gestört. Also ich fand, der Humor war genauso da und dann hat man einfach mal gesehen, wie viel dann wirklich von Jeremy Borash kam da. Ja, ich glaube, Billy Corgan war derjenige, der das ermöglicht hat, dass Jeremy Borash diese Position erstmal überhaupt kriegt, dass er das durchsetzen darf, was er sich da so vorgestellt hat. Ja, bleibt natürlich jetzt abzuwarten, wie in Zukunft Anthem das regeln wird, ob da Gelder für gegeben werden, ob da Gelder für da sind, ob solche Produktionen überhaupt noch stattfinden. Ja gut, aber irgendwann hat man auch alles gezeigt, was geht, ne? Ich meine, was soll denn da noch kommen? Ja, es geht doch jetzt auf jeden Fall weiter. Also es ging doch dann auch noch weiter. Du hast doch gerade schon von diesen Best-of-Sendungen gesprochen. Ich weiß nicht mehr, welche es war. Ich glaube, es war die letzte dann des Jahres. Ja, ja, klar. Das meine ich jetzt auch gar nicht. Also die Geschichte ist ja auch abgeschlossen. Ja, aber da ist doch die nächste Generation schon in der Mache. Ja. Da. Die nächsten Hardys. Kommen wir dann einfach mal dazu. Also es gab nochmal einen Rückblick auf das gesamte Hardy-Jahr und immer so mit aktuellen Einspielern noch. Ja, und eigentlich so Highlight des Ganzen war dann natürlich, dass die Hardys in die Halle gegangen sind, den Tisch aufgesammelt haben, der damals zu Bruch gegangen ist. Wir erinnern uns alle, dieser massive Tisch da mit dieser riesigen Platte, die da abgebrochen ist, den haben sie dann entsorgt, haben ihn rausgeschleppt. Jeff hat den rausgeschleppt. Ja, Matt hat doch... Tisch mit Matt hat den da genommen, ja, genau. Auch deutlich leichter. Ja, und dann sind sie damit zu so einer Müllkippe oder was das war, ne? Hatte auch irgendeinen Namen, ich weiß es jetzt gerade nicht. Haben sie das da reingerollt und dann ist es in Flammen aufgegangen und dann hat Matt in einem sehr, sehr schönen und emotionalen Moment gesagt, dass Brother Nero jetzt frei ist und er lässt ihn frei und er ist jetzt wieder Jeff Hardy und wenn er der Charismatic Enigma sein will, dann soll er das tun. Und ja, das war eine sehr schöne Szene. Und dann Jeff dann auch gleich so, oh, das ist ja toll. Und dann haben sie sich ja noch irgendwie berührt. Und dann waren ja wieder die Seven Deities. Und die haben das dann auch abgesegnet. Und dann wurden sie auch irgendwie nochmal
ja, irgendwie elektrifiziert oder was auch immer. Ja, und dann konnte Jeff auch wieder seine ganzen Gesten machen, ne? Und auch die Mimik und so. Also der Geist von Jeff Hardy ist dann wieder wohl in ihm erwacht. Und ja, sehr schöne Szenen da. Ja, auch die Anfangsszenen, ne? Weihnachten bei den Hardys mit King Maxwell und Vanguard One hat immer noch sein Trinkproblem. Und meine Lieblingsszene war dann wirklich der Weg zu Jeff Hardy. Wie Matt Hardy sagt, wir müssen jetzt zu Brother Nero, ich muss mit dem reden. Wo das Ganze dann kam, was du gerade beschrieben hast. Und dann sind die da so plättrig den See da entlang gelaufen. Senior Benjamin und Matt Hardy und Vanguard One fliegt. Vanguard One ist dann leider abgestürzt im wahrsten Sinne des Wortes. Wer sich so eine Szene einfallen lässt, einfach großartig. So eine Situationskomik. Ja, ja, ganz am Anfang gab es natürlich die 12 Days of Deletion, haben sie gesungen. Ne, auch sehr aufwendig produziert. Und ja, dann ist es mal wieder Senior Benjamin aufgefallen, dass Vanguard One eindeutig zu viel trinkt. Er hat ihn gefragt, wie viele hattest du? Und dann meinte er, ja, also nach dem achten hat er aufgehört zu zählen. Da wissen wir schon mal, in welche Richtung das geht. Ne, also. Da ist eine Menge Stoff geboten für 2017. Ne? Ja, oder das war es jetzt wirklich, ne? Weiß man nicht. Der krönende Abschluss dann natürlich das Treffen am Vulkan und es gab wieder eine Premonition, dass das Geschlecht des Kindes verraten werden sollte durch den Vulkan in absehbarer Zeit und Jeff Hardy musste das dann filmen. Ja, und dann gab es plötzlich eine Explosion mit blauem Rauch, also so türkisblau und ja, dann war dann eben klar, dass es ein Junge wird. So, und King Maxwell wird dann wohl einen kleinen Bruder kriegen und das sind dann die nächsten Hardys, die nächste Generation. Und dann haben sich alle gefreut, es gab keinen Twist irgendwie nochmal am Ende. Es war ein richtig schöner, versöhnlicher Abschluss, auch mit Musik dann hinterlegt und dann hat man nochmal sehr aufwendig natürlich, weiße Schrift auf schwarzem Grund hat man dann nochmal eingeblendet, Happy New Year und das Impact-Logo und das war's dann. Ja, also ja, ich bin sehr zufrieden damit. Ich fand es auch besser als die sonstigen Jahresendshows. Wenn wir uns jetzt mal die letzten 3-4 Jahre angucken, ich glaube, es gab ein Jahr, da war TNA die letzten 4 Wochen gar nicht mehr auf Sendung wegen dem Senderwechsel. Und sonst kamen da eigentlich immer nur noch so Highlight-Shows, so zusammengekloppte Dinger oder irgendwelche. Da wurde dann Slammiversary aus dem Juni, das dann eh keiner als Pay-Per-View gekauft hat. Das wurde dann 6 Monate später nochmal im Free-TV als Highlight gezeigt. Also dann fand ich sowas schon besser, ne? Wenn man da nochmal die Story des Jahres, und das war halt das positive Gesprächsthema für TNA, das einzige fast positive Gesprächsthema, möchte ich behaupten, 2016. Denn wenn man das dann halt so richtig aufbereitet und sogar noch ein paar neueren Sachen dann nochmal so zu Ende führt, ne, fand ich unterhaltsam, die Ausgabe. Hab natürlich nicht nochmal alles geguckt, aber so ein paar Sachen habe ich mir nochmal angeguckt, wie mit dem Zoobesuch da, mit dem Spot Monkey Whisperer, wie sie da vor dem Käfig standen und dem Bugs of Youth dann da reden. Ja, das ist halt das Stichwort. So wie es halt aussieht, werden die Hardy Boys halt erstmal gegen die Young Bucks fäden bei Ring of Honor. Und da muss man halt schauen, wie es überhaupt mit den Hardys bei TNA weitergeht. Denn das Ganze hängt natürlich auch viel mit den Hardys zusammen. Also Jeremy Borash hat das halt zwar alles kreiert, aber wenn die Hardys ihm nicht da voll und ganz vertraut hätten und das alles mit sich hätten machen lassen, dann hätte das natürlich auch ganz anders ausgesehen. Und ja, Matt Hardy hat TNA mehr oder weniger gar nicht nötig. Er hat sich damit jetzt so einen dicken Namen geschafft, auch Independent, dass er da gutes Geld verdienen kann. Ich weiß nicht, ob TNA Matt Hardy halten kann. Ja, nicht exklusiv, das steht außer Frage. Die Verträge laufen ja beide im Februar aus. Ich glaube, der von Matt ein bisschen später als der von Jeff. Eben, steht halt auch noch zur Debatte, ob die beiden da überhaupt verlängern. Ja, wenn, dann halt unter ihren Bedingungen, ihren Konditionen, je nachdem, wie viel Anthem dann da ist, ja der neue Ansprechpartner, kommen wir das gleich vielleicht auch nochmal kurz drauf zu sprechen, da bereit ist zu investieren und den Hardys zu geben. Aber exklusiv kann man solche Talente nicht mehr halten, denn die werden noch independent, selbst wenn sie nicht zur WWE gehen sollen, können sie sich independent trotzdem noch ganz gut was dazu verdienen. Mhm. Also auf TNA angewiesen sind sie auf keinen Fall. Nee, also jetzt wieder mal andersrum, ja, das stimmt leider. Es sei denn, man nimmt wirklich so dieses Kayfabe-brechende neue Kreative mit Special Effects, dass man das dann auch für andere Charaktere irgendwie versucht umzuschreiben und zu benutzen. Aber das kann ich mir jetzt, so wie es läuft, nicht so wirklich vorstellen.
Ja, ich will Ich ja auch nicht zu viel spoilern. Die erste Sendung war ja eine Live-Sendung. Da ist natürlich nicht so viel mit solchen Nee, Sachen, nee, das ist klar. wenn da nichts gepretaped ist oder so. Und das wurde auch vorher announced, ist also kein Spoiler. Die Hardys zu Gast beim Fact of Life. Sehr schön. Denn da darf ja jemand wieder reden, ne? Ja, 2018. klar. Kannst du dich schon mal drauf freuen. Ich dachte erst vielleicht, also es gab ja damals die Willow-Segmente schon, dann gab es jetzt ich dachte auch, das wird so ein kleiner Exkurs da mit EC3 und Drew Galloway da auf dem Dach, da am Pool. Mit Ja. Rosemary und Bram, die Sachen, ne? Richtig, richtig, natürlich. Also das war so ein fließender Übergang dann, ne, mit DK und den Hardys dann. Also das war dann ja ein paar Wochen später dann schon. Also man hat da schon gemerkt, ja, die wollen jetzt so in diese Richtung gehen. Vielleicht so ein bisschen wie bei Lucha Underground. Ja, wer weiß, was für Das. den DCC noch vorgesehen war, ne? Vielleicht ist das ja wirklich so ein Korgenkind gewesen oder so. Ja. Na Das gut. ist ja auch recht mau dann zu Ende gegangen, ja. Ja. Okay, gut. Sollen wir dann mit dem Jahr 2016 mal abschließen? Ja, ne? Ein versöhnliches Ende. Also ich habe ja Ein. wirklich den Anfang des Jahres nicht geschaut. Ich habe dann irgendwann, ich glaube so im Februar hatte ich dann echt Schnauze voll, glaube ich. Und habe dann eine Zeit erstmal ein bisschen Pause gemacht. Und bin dann halt echt durch diese Hardy-Geschichte einfach wieder dann dazugekommen, weil das einfach Unterhaltung pur ist. Also das musste ich mir einfach geben. Und deswegen, ja, konnte ich mit TNA dann auch für den Rest des Jahres immer noch ganz gut geben. Ja, ist für mich auch das Highlight der Wrestling-Woche, das mit den Hardys natürlich. TNA, da ist noch nicht alles wieder Gold, was glänzt, aber im Vergleich zu 2015, das Destination America-Jahr, ist das auf jeden Fall schon wieder eine Tendenz nach oben, würde ich sagen. Aber auch, es passt mir halt noch nicht vieles, was das Roster angeht, das meiner Meinung nach teilweise noch ein bisschen dünn besetzt. Ja, da gibt es halt noch einige Baustellen. Mal sehen, wie das jetzt mit dem geregelten Geldgeber ist. Das neue Logo prangt da ja jetzt und mal sehen, wie 2017 sich das weiterentwickelt. Ich hoffe weiterhin positiv. Ja, Nett ist auf richtig. jeden Fall, dass man Leuten immer noch Platz bei TNA gibt, sich zu entwickeln. Und ich hoffe mal, dass man davon auch wieder den einen oder anderen Talentierten noch dazugewinnen kann. Leute wie so ein Eli Drake oder so, die haben eine Menge Potenzial und mal sehen, ob man da 2017 Kapital draufschlägt. Ja, prima. Dann haken wir das Jahr jetzt ab und eingefleischte Fans wissen natürlich, was das heißt. Unser Mooniverse, die wissen jetzt, was auf sie zukommt. Nämlich die Moonies für TNA 2016. Und zu denen hören wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, Muni-Zeit. Freut ihr euch? Klar. Ja.
Sehr gut. Also, wie wollen wir das machen? Natürlich ist es so, dass nach unserer offiziellen Liste, da gibt es einige Kategorien, die machen für TNA natürlich überhaupt keinen Sinn. Als da wären Pay-Per-View-Vorspann, Free-TV-Match der Damen, Free-TV-Match, beste Weekly, bestes Pay-Per-View-Theme, bester Pay-Per-View. Ich glaube, das können wir uns schenken. Wir werden das mal so ein bisschen stauchen dann. Und ja, mal sehen, was wir so zusammenkriegen. Es kann natürlich sein, dass wir bei einigen Kategorien sagen, nee, das, da wissen wir nichts. Da ist dann, sind dann wieder die Hörer gefragt, die sich da natürlich gerne mit einbringen können. Ich glaube, da gibt es einige Spezies, die da, denen da sicher noch was einfällt, die einfach ein noch besseres Gedächtnis haben als wir auch, ne? Muss man ja auch mal so sehen. Ja. Gut. Ja, wie wollen wir es machen? Positiv oder negativ? Fangen wir ruhig mit dem Positiven an, oder nicht? Ja, es ist lustiger, glaube ich. Da haben wir dann als erstes Rookie bzw. Aufsteiger. Wie seht ihr das? Wen möchtet ihr da haben? Moose. Das habe ich mir fast gedacht. Ja, muss man schon fast sagen. Jetzt halt natürlich mit dem Ende hin. Er hat den Gürtel. Ja, ja. Könnte ich mich drauf einigen. Ja. Muss man eigentlich wirklich fast nehmen. Ansonsten hat man natürlich noch einen King Maxwell, von dem noch viel zu erwarten ist. Man könnte natürlich einen Mike Bennett nehmen, wenn man ganz streng ist. Ne? Der kam ja letztes Jahr am 5. Januar. Ja. Ja, gut, das ist die Frage, ne? Ja. Aber so wirklich Aufsteiger passen mir dann nicht. Für so einen Rookie muss es ja auch konstant nach oben gehen. Ja, das ist leider richtig. Und vor allem, irgendwo war dann der Knick, irgendwann hat man den Faden so ein bisschen verloren nach dem Sieg gegen ECW. Vor allem verblasst er ja hinter Maria komplett. Ja, also mittlerweile. Das ist ja unfassbar. Ja. Bis dahin hätte ich euch auch recht gegeben, bis zu dem Zeitpunkt. Wenn wir da die Monis vergeben hätten. Ja. Ja, also mit dem Sieg da gegen EC3, da dachte ich schon, das ist, eigentlich ist das sogar noch größer als so mancher Titel, ne? Oder zumindest so mancher Titel Verlauf, Versuch, jemanden damit zu pushen, aber. Ja, sonst sind ja einige neue Namen noch, aber mir fällt keiner ein. Aaron Rex möchte ich jetzt auch, wenn der auch Impact Grand Champion war. Finde ich bisher nicht so. Ellie könnte man nehmen. Aber wrestlerisch hat sie ja bisher auch noch nicht so wirklich was gerissen 2016. Ja, ist schwierig, ne? Laurel Van Ness. Oh Gott. Sienna. Sienna, ja. Conway würde die wählen. Wahrscheinlich. Rosemary. Ja, nee, also ich weiß nicht, so vom Impact her und von dem, was er darstellt zumindest, da kommt man an Moose eigentlich nicht vorbei. Wobei Mike Bennett natürlich das bessere Gesamtpaket ist. Ne? Er ist unfassbar gut im Ring, er kann reden, auch wenn er klingt wie CM Punk, aber das ist ja eigentlich sehr positiv anzumerken. Ja, aber so von der Gesamtkurve über das ganze Jahr. Wenn man vom stetigen Verlauf her. Ja. Deswegen. Dass er das bessere Gesamtpaket hat, das steht natürlich außer Frage. Ja. Eben, aber er müsste jetzt eigentlich vom Verlauf her im Main Event sein und irgendwo war da halt der Knick in der Kurve. Ja. Moose. Gut, dann trage ich ihn mal hier ein. Auch wenn ich für King Maxwell bin, aber egal. Kommt da ja noch was. So, Most Erotic Moment. Das ist, Maria im Pool. Maria im Pool. Oder Raquel am Pool? Nee. Maria. Maria. Was hatten wir noch? Jetzt müssen wir wirklich graben hier, ne?
bisschen überlegen. Grüße an den an The Game Oli hier. Ne? Wir nominieren jetzt nicht Rosemary, die Bram küsst. Ganz bestimmt nicht. Das könnte man auch machen. Nee. Ja, mir fällt da auch nichts Besseres ein im Moment. Dann schreib einfach groß Maria. Ja, soll ich das mal machen? Na gut. Irgendwas mit Rabbi? Irgendwas mit Rabbi. War da irgendwas? Da fällt mir nur ein, wie sie die Feuerwehrstange auf hochgerutscht ist. Ja. Ja, und auch so Anfang des Jahres. Weiß ich nicht. Die neue Frisur von Awesome Kong. Nein, auf keinen Fall. Möchte ich ODB. Da auch ODB bitte auch nicht, danke. Ja, hilft nichts. Maria im Pool, okay. Können wir uns mit anfreunden, glaube ich. Bilder, Video, Promoclip. Da kann man jetzt ja EC3 und Drew Galloway am Pool nehmen. Genau, das würde ich dann da reinwählen. Ah, das ist schwer. Ich wäre schon fast für Rosemarys Kindheitserinnerung. Stimmt. Ah, das war auch gut mit der Stoffkatze. Ja. War schon gut. Aber ich fand das auch auf dem Dach nicht schlecht. Das war mal was anderes und das hat mich auch gefreut, dass man das dann auch mal für so eine Fehde nutzte. Eben. Das hat mir da am meisten mitgefallen. Das war auf jeden Fall besser als dieser komische Kampf da im Octagon zwischen Drew Galloway und Bobby Lashley unmittelbar vor Slammiversary. Ja. Da in dem Fitnessstudio, das so richtig künstlich wirkte, wie er dann da von hinten angerannt kam. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Und dann ging es dann nebenan im Käfig weiter. Ja, jetzt sind wir zu dritt. Das heißt, einer müsste dann den Decider machen. aber ich glaube, wir sind uns einig, oder? Ja. Oder? Ja, ich weiß es nicht. Also wenn jetzt einer sagt Rosemary und der andere sagt EC3 und Drew Galloway am Pool. Ja, was sagst du denn dann? Was sagst du denn dann? Also das sind die beiden Sachen, die ihr sagt, oder was? Ja. Achso, dann muss ich mich ja entscheiden. Ach, das ja, ist mach. Mach doch mal den Decider hier. Das ist ja mies. Ja gut, dann bin ich auch eher bei Rosemary, wenn ich drüber nachdenke. Ja. Ich ziehe mir eben das Messer aus dem Rücken. Nein, das ist doch... Laufen ja bisher ausgezeichnet, die Tiernemonis. Ja. Ja, doch. Tut mir leid. Aber das mit dem Pool, das ist auf jeden Fall. Das war ja auch gut. Also, ja. Ich kann da auch gut mit leben. Rosemarys Kindheit. Das war sehr aufwendig produziert, ne? Und beim Pool, da war es ja auch eigentlich eher nur so die Kulisse, die ungewohnt war. Es war jetzt von der Produktion hier vielleicht nicht ganz so aufwendig. Auch wenn es natürlich mal was anderes war. Ja, klar, wir konnten jetzt natürlich auch alle möglichen Segmente von der Final Deletion bis hin zu Elite vs. Decay und so und Great War und so mit da reinnehmen, aber ich denke, ja, aber das hatte, sollten wir separat behandeln. Das gehört ja. Das hatte auch immer so den Live-Charakter. Genau. Und hier war es ja so, dass es offensichtlich ein Rückblick war. Oder ein Trailer oder wie auch immer man das nennen will. Und ja, das sehe ich dann schon eher als Promo-Clip als jetzt als Live-Segment. Ja, zumal sie das ja auch Bram erzählt hat aus der Retrospektive. Ne? Und die Sache am Pool, die ist ja eigentlich auch ein Live-Segment. Ja. Wenn du so willst. Also.
Okay, aber da stand doch, glaube ich, Earlier Today dann immer eingeblendet oder sowas. Ne? Ja, aber... Ja, es war eben kein Zusammenschnitt. Es war kein fertiges Machwerk, ne? So. Ja, aber wir können es jetzt auch zerreden und auf Goldwaage legen. Also ist eigentlich auch egal. Move des Jahres. Ja, nicht der Move von Moose, der Rainmaker oder wie der heißt, der gefällt mir nicht. Nee. Weil dieser Japaner den auch mal bringt, den mag ich nicht. Was? Den Samoa Joe mal dabei hatte, dann dieser Prügelknabe. Ja, dieser Okanda oder wie der heißt. Oh Mann. Ja. Was gab es denn noch für Finisher? Wie heißt denn der von Mike Bennett? Der hat auch wieder so eine komische Abkürzung. Die haben alle immer so komische, lange Namen, die Finisher. Ja. Weiß ich gar nicht. Bin ich gerade auch überfragt. Ja. Was gab's denn Schönes? Bobby Lashley spiert aus allen Lagen. Nee. Gab's dann noch. Dann gab es halt den Spot da von der Ladder from Heavens von Jeff gegen Matt Hardy. Ja, den hätte ich jetzt halt auch als so harten Spot hätte ich den im Kopf gehabt. Ja, aber als Move nicht wirklich, ne? Ja, dann sind wir ja bei der Diskussion, ja. Den Volcano-Twist. Na. Ach, schwierig, ne? Dann gab es natürlich noch diese krasse Aktion von Mandrews da von der Stage. Nicht von der Stage, da von der Traverse. Ja, das sind aber meistens dann auch immer irgendwelche Highspots, ne? Also wenn jetzt so richtige Wrestling-Aktionen, so ein Finisher oder so ein Signature-Move oder sowas. Ja, wenn es gut sitzt, kann man das ja durchaus mal mit reinnehmen. Ja, ich bin mir sicher, da gab es das ein oder andere richtig gute. Du bist mit der Boston Knee Party, da kann ich keinen von euch begeistern, ne? Nee. Nee, überhaupt nicht. Tut mir leid. Ah, was gibt's denn sonst noch? Den Kick von Drew Galloway finde ich jetzt auch nicht so spektakulär. Was hat Aaron Rex für einen Finisher? Das weiß ich, glaube ich, auch gar nicht. Moment. Ich probiere immer noch, mich zu erinnern, wie der von Mike Bennett heißt. So, ich google das jetzt. Gibt ja nichts. Oh Mann, das ist ja peinlich hier. Das perfekt zum Rausgeben. Ja, Move des Jahres, das könnten wir vielleicht mal rausgeben. Wir sollten vielleicht ein paar Vorschläge mit dabei packen. Ich spule ja auch so viel immer von den Matches. Was? Nee, also bei TNA kann man sich die Matches wirklich angucken, weil die sehr kurzweilig sind. Ja, und auch recht kurz in der Regel, ne? Also außer der Main Event ist eigentlich kein Match länger als 10 Minuten. Es war auch nicht das Jahr der großen In-Ring-Techniker. Ne? Wir haben jetzt auch nicht die X-Division-Schlachten gesehen oder irgendwie sowas, oder die waghalsigen Manöver, an die man sich noch erinnern kann. So. Meine Güte, kommt das jetzt bald mal? So, also. Finishing Moves. Ist auch schön hier, war alles aufgelistet, was er jemals hatte. Box Office Smash. Divine Intervention. MIP, Miracle in Progress. Das ist, glaube ich, der neue Move, ne? Der Miracle in Progress. Go Back to Japan, Anaconda Weiß. Photo Finish, Fireman's Carry Cutter. Und ein Piledriver. Nee, das ist der Miracle in Progress. Ah ja, okay. Aber ich habe den jetzt auch nicht so wirklich als außergewöhnlich in Erinnerung. Nee, tut mir leid, kann ich mich jetzt auch nicht irgendwie auf irgendwas festlegen. Nee, dann geben wir es raus, ne? Ja. Kurz und schmerzlos kann man machen. Dieses so. Universe Move, jetzt nicht unbedingt irgendein Highspot, sondern auch schon eine richtige Aktion. Ja, man darf eigentlich beides. Ob jetzt irgendwie ein einzelner Move, der nur einmal gezeigt wurde, alles überschattet hat oder ob es ein regelmäßiger sein muss, der sich etabliert hat, das können die Hörer selber ruhig entscheiden. Ja, das meine ich ja auch nicht unbedingt. Ja, also. Aber so ein Move, ja gut,
Lass es die Hörer euch entscheiden. Glaubwürdigkeit ist für mich direkt verknüpft mit der Unglaubwürdigkeit, weil ich hier ganz gern den Heel-Turn von Drew Galloway nehmen würde, weil er wirklich einen Grund hatte, weil es Quatsch war, warum er da rausgenommen wurde. Und dann hieß es ja auch, nein, also auf gar keinen Fall, da kriege ich ja nie wieder eine zweite Chance. Und was? Warum denn? Ja, und dann ist er geturnt. Und das, King, das hast, war in Ordnung. Hast du hier eine Alternative? Ich hätte keine passende Alternative. Ich hätte sonst eigentlich nur gesagt Bobby Lashley. Glaubwürdig ist einfach Bobby Lashley. So, jetzt liegt es an King wieder hier. Dann schließe ich mich ML an. Gut. Bobby Lashley über das ganze Jahr gesehen. Ja. Solide Leistung. Ich befürchte auch, dass er diverse Awards nicht gewinnen wird. Deswegen möchte ich ihm zumindest den hier irgendwie zukommen lassen. Kann man nicht meckern. Und man hat sich ja wirklich Mühe gegeben, den auf TNA-Niveau-mäßigen Brock Lesnar so darzustellen. Ne? Also Bobby Lashley wurde eigentlich das ganze Jahr über vernünftig dargestellt. Jetzt außer der Titelverlust am Ende. Ne? Das ist natürlich immer so ein kleiner Schandfleck. Aber selbst da scheint ja jetzt nicht der letzte Drops geluscht zu sein. Da geht's ja wohl noch. Na, der Titelverlust ist für mich eigentlich, ja. Naja, das ist für mich sehr unglaubwürdig. Aber gut. Das kannst du ja gleich nominieren. Ja, mache ich dann wohl auch. Most Shocking Moment. Ja, kann man eigentlich auch nehmen. Eddie Edwards wird World Champion. War das jetzt so ein Schocker? Ja, aber irgendwie im negativen Sinne. Na gut, also einen positiven Schock. Was hatten wir denn da? Aaron Recks Debüt war so ein bisschen flach, dass man es in der Vorwoche schon angekündigt hatte oder so. Ja, nee, das geht nicht. Genauso wie mit Cody, was man für ein Pay-Per-View angekündigt hat. Ja. Nee, fand ich auch nicht so gut. Nee, auch wenn das bei Engel damals natürlich gereicht hatte, ne? Weil als da so das erste Promo-Video kam, 2006 bei No Surrender. Aber so ist das heutzutage nicht mehr, weiß ich nicht. Da muss schon so ein bisschen was Schockierenderes passieren. In dem Moment. Ja, der DCC wird enttarnt, auf keinen Fall. Nein. Nee. Hier dieser Rollentausch da, eine Führungselite da mit Dixie und Billy Corgan. Ah, das war wirklich ein Schocker. War zumindest eine große Schlagzeile. Was ist mit Bram verschwindet? Was? Und ja, also Bram ist doch in dieser Hütte da verscharrt worden von DK. Und dann erst mit weißer Maske wieder aufgetaucht. Ja. Na. Ich weiß nicht. Irgendwie nicht. Nee, ne? Das war ja auch eine längere Entwicklung. Das war ja nicht ein Moment. Ja, vielleicht die Final Deletion an sich. Das Finish von der Final Deletion. Ich würde generell die ganze nehmen, so wie die Drohne da am Anfang reinkam und das Hologramm von Metalli da rauskam und so. Also ich glaube, keiner von uns dreien hat sich da nicht gewundert und war da nicht überrascht, wie weit das jetzt geht. Ja, wurde auch angeteased, ne? Vorher? Ja, das war halt nicht Signing. Man war schon irgendwie überrascht, wie gut es war, aber so jetzt ein richtiger Schocker war es eigentlich nicht. Also ich könnte mich wirklich an keinen Moment erinnern, wo ich dachte, wow, dann schon eher Eddie Edwards mit dem Gürtel. Ja. Aber da habe ich mir dann halt gedacht, so, oh nee, ne? Aber ja, gerechnet habe ich damit auf keinen Fall. Müsste man eigentlich schon nehmen, also fände ich auch, wäre ich dann auch bei dir, King. Halt im negativen Sinne, wie man das auch immer auslegen will, den Schock, ne, also. Ja, nee, was Negatives wollen wir hier nicht
Nein, es ist ja nichts. Nicht zwangsläufig negativ. Es spricht ja nur gegen die Berechenbarkeit so. Ja. Also wir sind natürlich alteingesessene Hasen und schreiben uns ja das smartmarktmäßig so auf. Ja, TNL, das können wir so gucken, da wissen wir immer alles. Aber da haben selbst der King und ich zumindest sagen müssen, hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, dass Bobby Lashley dann den Gürtel gegen Eddie Edwards verliert. Ja, ja, richtig. Also ein Schock ist ja eigentlich immer positiv. Ich fand auch das Ende der Streak so gesehen positiv. Ja, wollte ich gerade sagen. Ne? Also es war ja auch Schock. Ich glaube, es wurde damals auch als Most Shocking Moment bei den Moves nominiert. Das Erste, was ich danach gedacht habe, also nach der WrestleMania damals, habe ich wirklich so gedacht, sie können es noch. Sie können noch so alte Hasen wie uns da jetzt so richtig rausreißen, ne, aus dem Trott. Ja, ja, und wie man es dann am Ende im Endeffekt findet und was daraus resultiert, das steht ja dann auf dem anderen Blatt. Oder das Ende der EC3-Streak. Was meint ihr denn dazu, dass man das ausgerechnet Mike Bennett gegeben hat? Ja, aber ich fand, das war schon absehbarer als der Titelgewinn von Eddie Edwards da eben. Eben, also es musste ja auch in 2016 passieren. Das war jetzt echt auch nicht so überraschend. Musste? Nachdem man ihn schon zweimal um den World Title gebuckt hatte, ohne dass man ihn hatte pinnen lassen oder submitten lassen. Ja gut, dann meinetwegen Eddie Edwards. Kann ich mit leben. Für ihn ist es ja auch schön, ne? Sagen wir es mal. Drehen wir es mal positiv. Für Lashley ist es natürlich nicht so schön, aber. Ja, und wir wissen jetzt auf jeden Fall schon, er ist kein Chris Sabin, ne? Da müssen wir uns schon mal revidieren. Auch wenn wir das immer noch nicht gut finden oder so, aber so ein 3-Wochen-Champ ist er scheinbar bisher nicht. Saban war ein Flug. So. Das war ganz knallhart hier nochmal zu sagen. Das war die beste Promo aller Zeiten von Bobby Roode. Ein Wort zu Austin, der wie es gesagt hat. So, funniest Moment. Ich vermute mal, das wird sich im Hause Hardy abspielen. Ich weiß auch nicht, wieso. Und eigentlich möchte ich da gerne Matt nehmen, der das Regal baut. Das ist schon sehr gut. Ich habe gehofft, dass es irgendwas mit Senior Benjamin ist. Ja, aber er war ja beteiligt. Er hat ihm die Anweisung gegeben. Ja, genau. Ich hätte da den Unbroken Matt Hardy, der die Spam-Mails deletet. Delete. Ja, ist auch schön. Ja, das passt ja eigentlich auch alles gut zusammen. Ja. Also nehmen wir einfach Matt Hardy im roten Pulli. Der Unbroken Matt Hardy. Ja. Ja, es gab so viele Momente, auch mit den Spot Monkeys, was ich vorhin gesagt habe. Der Spot Monkey Whisperer, wie er dann Jeff Hardy noch sagt da. Ja, ich habe auch beim Känguru habe ich auch sehr gelacht. Ja, die Giraffe, das ist einfach so doof, ne? Aber trotzdem, im Nachhinein. George Washington. Ja, oder der Moment, wo Vanguard One dir Dings erwischt, die Rosemary, Booyah, Money Shot. Ja, ja, oder auch bei, was war denn das? The Great War. Wo sie da immer noch so Sprüche gebracht haben und kam mir hier noch der Nostalgia-Critic an. Und ja. Ja, mit seinem Jeep da, ja. Ich will mal sehen, ob wir die Szene nochmal irgendwo nominieren können. Die war auch so schön, wie sie den da aus dem Auto rausgeholt haben. Das Lied lief dann da von Clayton McMitch und das war echt toll. In the Pines. Und dann taucht sie da auf wie aus einem Horrorfilm. Das war auf jeden Fall schon eine Szene, die in Erinnerung geblieben ist. Also die Straße da lang torkelt. Ja, also eigentlich, ich möchte hier gern bei Funniest Moment den Unbroken Matt Hardy, wie ihr ihn nennt, oder ja. Die Szenen im roten Pulli, sagen wir es mal so, das war schon sehr, sehr schön. Passt natürlich nur, wenn man die Szenen und die Charakterentwicklung von vorher auch mit einbezieht, ne? Von daher ist es hier nochmal so ein Rundumschlag für alles, was die Hardys gemacht haben. Und das war so das Sahnehäubchen einfach. Dass man sich da wirklich eine Ausgabe nochmal genommen hat, um zu zeigen, ja, was passiert, wenn er das Gedächtnis verliert und dann eigentlich so völlig normal ist, aber trotzdem so mit diesem Knall, den er hat. Ich fand das zu schön dargestellt einfach. Ja. Ah,
Also mit dem roten Pulli. Ja. Oder? Ja. Ja. Matt im roten Pulli. Also wir haben tolle Nominierungen hier. Das ist ganz toll. So, dann als nächstes das Comeback. Und da gab es ja auch einiges. Wir hatten ODB, wir hatten den Rock'n'Roll Express, wir hatten wen hatten wir noch? Comeback. Ja, James Storm. Das ist ein Comeback gewesen. Ja, schon irgendwie, ne? Ja. In dem Sinne schon, ja. Ja, aber gut, aber in dem Zusammenhang auch Bram, muss man sagen. Ja, klar. Also Bram macht sich auch optisch sehr. Ich habe ihn neulich mit dem 2000er Triple H verglichen und das war ja nicht abwertend gemeint. Also der hat schon vom Look her hat er sich irgendwie noch was draufgepackt. Ich weiß nicht was, aber irgendwie wirkt er anders. Eine Nasen-OP. Ja, vielleicht. Und was draufgepackt, hast du doch gesagt. Ja, natürlich. Ich meine so vom gesamten Erscheinungsbild einfach. Ich weiß nicht, kann mich mit Bram im Moment sehr gut anfreunden. Gab es denn nicht noch irgendeinen, der so One Night Only da war? Matt Morgan, ne, das ist schon wieder länger her. Ne? Also. Ja. Glenn Gilberti. Ja, aber das reicht, glaube ich, nicht wirklich. Nee, das glaube ich auch nicht. Das können wir leider nicht machen. Nee. Wir sind aber auch ziemlich viel im zweiten Halbjahr, stelle ich fest. Davor verblasst irgendwie alles. Ja, vor Slammiversary hat aber auch TNA wirklich für mich Fahrt aufgenommen im Halbjahr. Da war ich auch noch erst richtig drin. Ich habe das erste Halbjahr gar nicht gesehen. Ja, siehst du. Ich fand so ab Ende April, Mai, so der ganze Aufbau zu Slammiversary, der hat mir gut gefallen, weil er zusammenhängend war, schlüssig. Puh. Ja, müssen wir, glaube ich, schon fast James Storm aus Mangel an Alternativen nehmen. Ja, mir fällt jetzt auch nichts Besseres ein. Also auch so auf dem Comedy-Sektor oder sowas irgendwie, dass man mal so jemanden da hatte. Nee. Auch nicht Al Snow, der zum 10. Mal vor die Kameras zurückgekehrt ist oder so. Nö. Finde ich auch nicht. Bei Storm war ja auch die Vertragslage zwischendurch, glaube ich, unklar. Von daher kann man ja auch vom wirklichen Comeback sprechen. Bei Bram ist es ja nur so, dass der, glaube ich, keine, dass die den einfach rausgeschrieben haben. Weiß ich nicht. Er hatte, glaube ich, schon noch ein Arbeitsverhältnis mit TNA in der Zeit. Ja. Nee, würde ich dann auch sagen, es sei denn, King hat noch irgendwas anderes? Nö, ne? Nö. Oder? Ja, Drew Galloway, der war auch nicht lang genug weg irgendwie, das war... Nee, das kannst du nicht zählen. Eddie Edwards. War auch nicht lang genug weg. Ja, Davey ist ja noch weg. Ja, wenn der zurückkommt, dann hat er gute Chancen hier, 2017, den Award zu holen. Ja. Da sind wir wieder im zweieinhalb, ja, da kommen wir ja nicht drauf. So, Mic Work. Ja, das ist eigentlich für mich klar. Mit Abstrichen. Also außerhalb des Hardy Universe hätte ich natürlich gern Eli Drake gehabt, aber ich glaube, das können wir knicken. Natürlich muss das hier Matt Hardy machen, der über sich hinausgewachsen ist. Völlig klar. Ja. Ja, er hat sich halt selber neu abgefunden. Seine ganze Art, Promos zu halten, ist halt komplett anders als die Standard-Version 1 oder Cold-Blooded Matt Hardy oder was er alles vorher war. Dieser Broken Matt Hardy ist was ganz anderes. So hat er noch nie. Der bewegt sich anders, der redet anders. Der ist einfach jemand anders, hat man das Gefühl. Deswegen kann man ihn auch schon für bestes Mic-Work nominieren. Ja. Auch wenn es bessere Promo-Leute gibt, klar. Also Ethan Carter kann den wahrscheinlich an die Wand quatschen. Eli Drake sowieso. Ja, kommen wir gleich zu. Okay. Können wir gerne dann jetzt so einen fließenden Übergang machen. Promo-Statement-Interview. Wo seid ihr denn da?
Also ich bin da schon fast bei Eli Drake mit seinem Segment, wobei ich das natürlich dann auch nochmal versuche, euch bei Segment unterzumogeln. Meinst du das In-Ring-Segment oder wo er da so dieser Late-Night-Show da vor dieser Kulisse? Mit seiner Late-Night-Show, ja klar. Achso, ich dachte, du meinst das mit dem Buzzer im Ring, wo er dann da. Ja, das war auch gut. Vor allem die eine Ausgabe, wo er dann mit dem Buzzer durch den Ring gelaufen ist, weil der irgendwie abgebrochen ist vom Tisch oder so. Mhm. Ja, aber sonst. Promo-Statement-Interview, da gibt es natürlich auch glaubwürdigere Sachen. Wie zum Beispiel das von Gail Kim bis zu dem Zeitpunkt, als es dann abgebrochen wurde. Was ist mit der Pressekonferenz? Ethan Carter, Bobby Lashley, Forbound for Glory, wo Billy Corgan da in der Mitte saß? Nein. Das fand ich auch so ein bisschen sehr kitschig, gerade das Ende, das hat man so. Was denn mit der Hall of Fame Speech von Gail Kim? Die hätte ich jetzt auch noch so im Hinterkopf gehabt. Ja, aber die hat man dann ja auch bei Impact nochmal angebracht in dem Sinne. Die war ja auch verteilt dann, weil bei Bound for Glory waren, glaube ich, nur Frauen zugelassen, hatte man das Gefühl. Und Jeremy Borish hat das dann ja später nochmal gemacht. Ich wäre schon fast für dieses Promo-Duell da zwischen Ethan und Eli. Ich weiß es aber nicht, wem ich das geben soll, wo die sich da gegenseitig nochmal um den Number One Contender-Spot bringen wollen, wo der eine was setzen muss und der andere was setzen muss. Ja, das hat auch ziemlich lang gedauert. Das war sehr, sehr das intensiv. Das war auch sehr, sehr stark, ja. Da würde ich dann aber schon fast Eli Drake das geben. Mhm. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich war Kurt Engel dieses Jahr noch da? Nee, der ist ja schon letztes Jahr gegangen, oder? Ja. Nein, selbst wenn. Die letzten... Vielleicht so eine Abschiedsrede? Ja, weiß ich gar nicht mehr. Er ist doch Anfang des Jahres gegangen. Hat er doch so gehabt. Ich möchte eigentlich Eli Drake hier was geben. Ja, mach das so. Lass uns da nicht so weit lange diskutieren. Ja, wird das jetzt hier mal Nägel mit Köpfen. Holy shit! Wer hat denn hier krasse Hardcore-Spots gezeigt? Eigentlich sind wir da auch wieder bei DK unter anderem, ne? Ja, klar. Da führt kein Weg dran vorbei, 2016. The Great War, das ist, dieses Tischfinale war natürlich ziemlich stark, ne? War das Steve, der sich da die ganzen diese Sandwich da gegeben hat, mit dem Stacheldraht und den Tischen? Ja. Der Sturz Rosemary von... Rosemary auch so einen üblen Tisch-Spot gegeben, oder? Ja, richtig. Ja, mit Rabbi, richtig. Der war, glaube ich, in der Impact-Sendung oder so. Ja. Ansonsten der Sturz von Matt Hardy, als er sein Gedächtnis verloren hat. Gut, das war geschnitten, aber man muss ja das nehmen, was einem das Produkt gibt. Ne? Vielleicht auch Matt Hardy schießt mit Feuerwerkskörpern auf seinen Bruder. Ja. Als wir das erste Mal gesehen hatten, wusste ja keiner, was los war. Ne? Ihr müsst euch ja wieder in den Juli zurückversetzen. Was haltet ihr denn von dem Side-Effekt auf den massiven Tisch, den wir vorhin ja schon angesprochen haben? Das war wirklich mal... Ja, der war auch übel. Ja. Also erst natürlich der Wurf mit der Babypuppe, da wo er da abgelenkt war. Das gab es so in der Form, glaube ich, auch noch nicht. Ne? Also es waren ja immer so diese üblichen präparierten Tische da. Also nicht mit der Ladder from Heavens oder was hat er? Dieser Leiterspot in der Impact Zone. Nachdem er dann ja broken wurde. Nee, ich meine das in der Halle. Ja, das Contract Signing. Mhm. Ja. Kann man auch nehmen. Das war in dem Sinne ja auch der Startschuss dann für dieses ganze Hardy. Solches. Ja. Side-Effekt durch den massiven Tisch oder Esstisch oder was auch immer. Ja, der jetzt auf die Müllhalde gewandert ist. Okay. Ja, Gimmick können wir kurz machen. Das ist eindeutig. Danke.
So. Engel-Segment. Ja, was nehmen wir da als Segment? Also nehmen wir die Final Deletion, nehmen wir Delete or Decay mit da rein? Ja, würde ich fast sagen. Ja, muss gehen man. Gehen die alles zu leer aus, ne? Die haben ja fast gar nichts. Weil dann geht für mich nichts an der Final Deletion vorbei. Ja. Das war halt das erste Meisterwerk und. Ja, das Original einfach. Ne? Ja. Also das, alles andere baute darauf auf. Man war nicht mehr ganz so geschockt, vielleicht nicht mehr ganz so faszinierend, aber es hatte einfach einen unglaublichen Unterhaltungswert, was sich daraus alles abgeleitet hat. Mhm. Noch. Die ganzen neuen Ideen, die sie dann Woche für Woche hatten, wie Vanguard One Auto fährt und so. Also es waren herrliche Sachen dabei. Und ja, ich fand auch irgendwie die Lead vs. Decay dann im Nachhinein noch besser, aber hätte ich Final Deletion nicht gesehen, hätte ich es auch gar nicht verstanden oder gar nicht so nachvollziehen können. Ja. Deswegen muss man schon das erste nehmen, glaube ich. Den Ursprung. Gut, Final Deletion. So, Entrance Theme. Ich war ja der Meinung, dass DJZ das zweitbeste Theme im Wrestling im Moment hat, nach Glorious natürlich. Bis ich dann endlich mal auch erkannt habe, dass Rabbi, wenn sie das neue Theme von Matt Hardy spielt, also die Mondscheinsonate da, dass sie davor ja noch die beiden WWE-Themes anspielt. Mhm. Ja. Also das, ganz am Anfang, man kommt ja ne? I can slam a tornado. Und dann kommt ja erst das TNA-Theme. Das finde ich so stark, das finde ich so gut, dass man da einfach so diese Brücke da schlägt. Dann hätte ich, glaube ich, schon eher das Vertonte von Jeff Hardy nominiert hier, wo dann, der hat ja wirklich ein Lied daraus gemacht, hier, dieses I Classic for Myself. Ja, ja. Fade Away. Ja, aber kann ich leider auch nicht nehmen. Wenn ihr euch darauf einigt, ist das okay. Nee, ich habe da auch was anderes. Ich habe hier Mike Bennett. Ja, er hat auch Ohrwurm-Charakter. Anfangs des Jahres dachte ich noch, was ist das? Fällt mir richtig gut, es passt zu dem Charakter einfach. Oder das Team von Maria. Dieser komische Strahl, da kannst du das von Ellie mit den Delfinen nehmen. Die ganze Zeit. Einfach nur so ein Dauerton. Da ist einer auf der Orgel einfach eingeschlafen. Ja, Interstellar klingt auch so, der Soundtrack. Ja, musst du dann wohl rausgeben. Soll ich das mal rausgeben? Was denn alles? Mike Bennett? Gut. Bennett. Matt Hardy. Ich tue mich schwer. Also ich schwank zwischen DCC und Moose. Oh nein. Moose. Doch, ich bin glaube ich für Moose. Wer hat das selber gemacht? Ich bin für Moose. DCC. Ja, das selber nach Bedrock. Ja. Wer hat das selber gemacht? Ja. Ich finde, ja gut, aber DCC ist auch ganz cool so, aber das braucht so ein bisschen und ja, das ist halt glaube ich nicht so das perfekte Wrestling-Theme, finde ich. Aber bei Moose, das ist richtig schön einfach, das ist richtig schön stumpf und funktionell. Dann stehen die Leute da mit ihrem Arm, egal ob es jetzt 10 Leute oder 200 sind. Na gut, okay. Und DJZ natürlich. So, nein, also die drei geben wir gerne raus hier. So, zack. Beste Story, ja, also ein bisschen langweilig hier momentan. Ich bin schon wieder bei den Hardys, weil das komplett in diesem Jahr stattfand. Es ging los und endete auch sehr versöhnlich und das ist für mich eine richtig gute Story. Ob das jetzt viel mit Wrestling zu tun hat und wie viel Kayfabe da gebrochen wird und was da alles aufgezeichnet wurde und so, das sei mal dahingestellt, ist natürlich nicht die klassische Wrestling-Story, aber es ist abgeschlossen. Es war ein rundes Bild am Ende. Ach, mit ein paar Aussetzern, ne? Und,
Und es ist ja wirklich immer noch eine TV-Sendung und Unterhaltungsprodukt, ist so unterhalten und da kann keiner wirklich mit den so strengen Argusaugen rangehen und sagen, hier, das war nicht in Ordnung, das hätte besser sein können oder so in der Hinsicht. Wenn man jetzt sagt, ich möchte da 5-Sterne-Matches oder so sehen. Das will TNA ja gar nicht schaffen mit dieser Storyline. Die beiden sind ja auch schon jetzt jenseits der 40 und nicht mehr die körperlich allerfittesten aufgrund ihres harten Wrestling-Stils. Und ich finde das auf jeden Fall aller Ehren wert, dass sie sich da so mittlerweile neu erfinden. Mit Bedacht auf die Zukunft, auch wenn Jeff natürlich immer mal wieder von der Leiter springen wird, denn der ist ja addicted. Ja, addiction. Ja. Ja, es tut mir leid. Ich finde da sonst nichts Großartiges drumrum. Ja, Bennett gegen Carter war ganz gut, fand ich. Ja. Aber mehr auch nicht. Lashley gegen Galloway hat mir so ein bisschen der Zündstoff gefehlt. Lashley gegen Carter genauso. Tut mir ja leid für Bobby Lashley, aber diese beiden großen Fäden, die er da geheadlined hat um den Gürtel bei den beiden Pay-Per-Views des Jahres, nee, die kommen nicht an die Hardy-Story dran. Die Matches waren gut halt, aber die Storyline war halt zu dünn dabei. Ja, man hat auch einfach gemerkt, dass man ja alle Schreiberlinge um die Hardys geschart hat, ne? Dass man da gesagt hat, so, das ist jetzt unser Hauptaugenmerk, das muss sitzen, das wollen wir bis zur Perfektion treiben. Und da war auch definitiv die meiste Leidenschaft drin. Also völlig klar. Ich weiß jetzt nicht, da war natürlich auch sehr viel improvisiert und das Outtake-Material möchte ich ja irgendwann mal sehen. Oh ja. Aber das muss ja herrlich sein. Es gibt, glaube ich, die ganze Hardy-Saga jetzt als DVD, ne? TNA hat sich da schon das Geld machen besonnen, und solange man da die Bildrechte dran hat, will man wenigstens das verkaufen, weil das Merchandise geht ja in die Kasse der Hardys. Ja. Und die Bucks of Youth. Ja, die auch. Ja. Ja. Die soll mal kommen, Max Buck, Jeremy Buck. Bei TNA mal so einen kurzen Gastauftritt. Tag Team, ist eigentlich auch klar. Ja, DK. Was? Nein. Ich dachte hier die Ugly Ducklings. Ah. Oder Rock'n'Roll Express. Die Helms Dynasty. Hätte Tribunal. Hätte Markus Schulz jetzt vielleicht gerne nominiert. Die Helms Dynasty. Ja, wer weiß. Ja. Schöne Grüße an der Stelle. Nein, also DK auf Platz 2 kann man sich drauf einigen, ne? Und die Hardys auf 1. Ja, also Broken Matt und Brother Nero. The Obsolete Mule. So. Ach, ist das schön. Das ist so einfach. Bestes Women's Match, da tue ich mich dann natürlich ein bisschen schwieriger mit. Das ist, Da bin ich raus, da habe ich zu wenig gesehen, viel gespult. Ja. Es war nicht Gail gegen Maria bei Bound for Glory. Auf keinen Fall. Dieses Triple Threat Match hätte ich jetzt schon beinahe gesagt, wo haben anders denn gebucht? Bei Slammiversary, ne? Hätte es da nicht das erste Mal schon Maria gegen Gail geben sollen? Ja. Und dann ist sie doch ausgefallen mit ihrem Arm und das Ganze gab es 4 Monate später. Ja, nehmen wir das, ne? Würde ich jetzt nehmen, aus mangelnder Alternativen. Ich habe auch einfach zu wenig gesehen. Das Cage-Match, okay, fand ich jetzt auch nicht so berauschend, hatten wir gerade besprochen. Highspot war schön, klar. Ja. Match des Jahres. Final Deletion. Ja, wenn man das als Match zählen darf, wurde ja mit offiziellem lizenzierten Referee. Pinfall. Ja. Kurz und schmerzlos. Ganz klar. Wrestlerin. Knockout. Wie auch immer. Also von der Gimmick-Entwicklung ganz klar Rosemary, würde ich sagen. Allerdings muss man auch Gail Kim das Comeback hoch anrechnen. Was ja so ein bisschen leider verpufft ist mittlerweile. Maria auf keinen Fall. Sienna sehe ich da auch nicht. Nee. Laurel und Ellie auch nicht.
Also wird's Marty Bell. Wir sind ja alle noch durch. Oder Madison Rain für ihren Kommentatorenjob mit ihrem Husband zusammen. Nee. Also aufs reine Innenring-Geschehen wäre ich dann bei Gail Kim natürlich. Ja, ich wäre auch für Gail Kim wegen Hall of Fame und so. Ich hätte mich hier für Rosemary entschieden. Einfach nur aufgrund, wie JFK gerade schon gesagt hat, der Charakterentwicklung, der Titel gewinnt am Ende des Jahres. Bin ich leider auch bei. Ja, macht mal. Oh, jetzt ist er hier. Ich bleib bei Gail. Ja. Rosemarie. So. Bester Wrestler. Gesamtpaket, ne? Das ist ja leider so. Wir wollen ja unterhalten werden. Aber ja, ich will euch nicht beeinflussen. Ist ganz klar, Matt. Ja. Hätte ich auch nie gedacht, dass ich das mal bei einem Moonies sagen werde, dass ich Matt Hardy als besten Wrestler des Jahres, bei welcher Liga auch immer, irgendwie nehmen würde. Es, also bevor uns da jetzt jemand an die Gurgel will vielleicht, natürlich lebt er von seinem Gimmick, aber das, was er alles in seinem Kopf hat, was er alles umsetzt, auch für die Matches, was er für TNA bedeutet hat im letzten Jahr, das muss man hier entsprechend würdigen. Also so gut wie die anderen mit ihrer In-Ring-Leistung, mit ihrer reinen In-Ring-Leistung sind. Natürlich, ein Eddie Edwards hat für mich nicht wirklich viel, ich sag mal so krass, hat für mich nicht viel Ausstrahlung. Der bringt seine Blood, Sweat and Tears-Promos, der macht seine guten Matches, der hat auch das Publikum hinter sich. Ist jetzt nur ein Beispiel. Ich hätte auch jeden anderen. Drew Galloway genauso. Ja, hätte ich auch rauspicken können. Ja, aber so vom ist das Profil ist so wichtig. Und das gehört einfach zum Gesamtpaket, ne? Und, ja, und Matt hat einfach die Company getragen. Ja, er hat noch mehr sogar. Die Hardys haben sich unentbehrlich gemacht für TNA momentan. Ja, ich habe ja letztes Mal schon die Twitter-Zahlen da gesagt, wie viel Impact Wrestling hat und wie viel Matt Hardy Brand hat, der, glaube ich, das Doppelte davon. Mittlerweile, wenn man einfach mal guckt, wie groß das Welle geschlagen hat für die Möglichkeiten. TNA ist halt nur noch auf diesem kleinen Spartensender Pop-TV für 300.000 oder wie viel das in der Woche da gucken. Im Fernsehen, aber im Internet hat man sich ja auch so Mühe gegeben, da über die Social-Kanäle und alles Mögliche das Ganze so overzubringen, dass auf einmal eine ganze WWE-Halle Delete, Delete, Delete chantet. Also das hat jeder, der sich irgendwie für Wrestling interessiert und auch im Internet unterwegs ist. Und ich behaupte heute mal, das ist einfach ein Großteil der wirklichen Fans, die auch wöchentlich einschalten, die gucken auch im Internet irgendwas. Die auch haben auf jeden Fall mitgekriegt, was Matt, auch wenn sie kein Impact Wrestling auf dem Schirm haben, weil das ja nicht nur diese 300.000 sein können, wie ich gerade gesagt habe, die wussten trotzdem, was Matt Hardy und Final Deletion und Broken Matt Hardy und Brother Nero und so sind. Ja. Das hat wirklich die Runde gemacht. Und alleine um dieser Hype, und dem ist er halt auch komplett gerecht geworden, Matt Hardy. Auch bei WWE wird ja Delete gechantet. Ja, deswegen, wie weit es dieser Hype geschafft hat. Und ja, er ist diesem Hype, den er selber entfacht hat, auch komplett gerecht geworden, mit dem, was er da fabriziert hat. Okay. Dann können wir direkt übergehen zu den schlechten Awards. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt, was wir da alles finden werden. Jetzt wird draufgehauen. Jetzt wird draufgehauen auf den Jobber bzw. Absteiger des Jahres. Oh, das tut mir leid, dass ich ihn nominieren muss. Also, ist auch geschlechterübergreifend natürlich, das nochmal dazu gesagt. Aber du hast schon jemanden? Ja, ich glaube fast ja. Das hat jetzt nichts mit seiner letzten Niederlage zu tun bei Final Deletion, bei der Total Nonstop Deletion. Aber ich glaube, ich muss echt Rockstar's Band auswählen. Ja, da bin ich ganz bei dir. Also, nee. Spud ist in dem Jahr so abgestiegen für mich, einfach nur zur letzten Witzfigur verkommen. Nachdem das mit Ethan Carter wirklich so gut war, das Programm, und man hat beide irgendwie overgekriegt, wo Spud dann jetzt steht, nee. Ja gut, dann wäre es egal, selbst wenn mir noch jemand einfallen würde, dann wäre ich schon überstimmt hier. Ja, es tut mir auch leid, ich sehe ihn ja auch gerne, er bringt alles mit, aber wie er eingesetzt wurde, ist wirklich der Abstieg des Jahres. Er war ernstzunehmender zweifacher X-Division-Champion, hat sogar mit dem späteren World-Champion Ethan Carter sich da harte Duelle geliefert und auch gegen Kurt Angle durfte er mal ran 2015. 2016 war nicht sein Jahr. Nee.
Ja, gut, mal sehen, ob da jetzt noch irgendwie was kommt. Der kann mir gut vorstellen, dass er für die Sache bei Total Nonstop Deletion noch irgendwie eine Belohnung kriegt. Das ist ja ganz üblich so, dass man irgendwie, wenn man denkt, wow, was, der legt sich hier hin oder der muss das und das machen und dann zack, 2 Monate später ist derjenige World Champion, so ungefähr. Ja, manchmal läuft das ja so rückwärts, ne? Dass du also erst bestraft wirst und dann die Belohnung einheimst. Ne? Und Manchmal läuft das so. ja, er hilft ja auch, ne, damit. Ich meine, irgendeiner musste das ja machen. Also deswegen Kudos an Rockstar Spud. Und ich mag ihn nach wie vor und es wäre schön, wenn man wieder ein bisschen mehr sieht. Sache mit DK hat für mich auch überhaupt nicht gepasst. Wie die Faust aufs Auge. Nee, das war auch nur Und Beschäftigungstherapie, dass man ja. drei Gegner hatte für Go for Broke. Ja, deswegen konnte ich leider in diesem Jahr auch eher weniger mit anfangen. Ja, okay. Sonst noch irgendeinen, der mich enttäuscht hat, also so im klassischen Sinne, in Nee, dem mir so einfach nichts. Leute wie Grado oder She-Ra braucht man ja gar nicht nominieren, weil die auch gar nicht fallen können oder gar nicht absteigen können. Auf der Stufe, wo die sind, da geht es gar nicht mehr tiefer. Braxton Sutter. Ja, wir kommen Der, ja gleich na, zu den Moment, schlechtesten Newcomern. der hat zwei Jobs gleichzeitig, ne? Der ist einmal in der Knockouts Division und dann hat er ja noch da hier seine anderen Kollegen und dann möchte er noch gerne in der X Division sein. Der kriegt mal sein Feld weg. Gut. Ja, sonst wüsste ich da auch keinen. So, most disgusting moment. Matt Hardy saugt den Mist von Rosemary ein. Ja, und spuckt ihn ihr wieder ins Gesicht, sonst wäre er ja ein Zombie geworden, ne? Ist das nicht Ja, so? wie auch immer. Na. Ja, sonst hätte man die Beißattacken von Matt nehmen können, da wo er Leute angefallen hat, aber das mit dem Mist war noch ekliger, das stimmt schon. Gut, dann trage ich das jetzt hier so ein. Matt Hardys Mist. So. Der ist gut. Schlechtester schlechtester Promoclip, schlechtestes Build-up-Video. War irgendwas sehr billig produziert diesmal, also noch mehr als sonst. Habe ich jetzt so nichts spontan im Kopf, wo ich jetzt sage, das war richtig, richtig schlecht. Nö, ne? Weiß ich auch nicht. Das mit James Storm, das war eigentlich auch ganz aufwendig gemacht. Erinnert euch an die Sendung da, wo er dann. Das war gut gemacht eigentlich, ja. Nur die Auflösung war dann viel zu früh und dann irgendwie hat es keinen Impact gehabt. Das hat mir nicht gefallen. Aber der Anfang von der Grundidee her fand ich das total geil. Ja, ich glaube, letztes Jahr hatten wir das mit Cowboy Jim Storm und Mickey, ne? Ja, also mir fällt jetzt auch nichts ein, was mich so irgendwie nicht interessiert hätte. Ich mochte auch den Vorspann von Bound for Glory. Das war auch gut. Mit Mit den Max. Comics, mit dem Kinderbuch da, ne? Ja. Und mit Maxl am Klavier und sowas. Also, ja, hat alles doch sehr positiv gestimmt. Sollen wir es rausgeben? Ja, Ne? Universum Ja. aber Schlechtes hier auch verteilen darf. Ja, genau. Ja, der schlechteste Move des Jahres. Ach, da gibt's wieder einiges, was man nehmen könnte. Oder? Ja, da möchte wahrscheinlich ML hier Moose mit seinem Finisher nominieren oder was? Ja, so schlecht finde ich den jetzt auch nicht, aber ich finde ihn auch nicht toll. Ne? Den mag ich auch nicht, aber
Dafür reicht sie mir auch nicht. Die Boston Knee Party. Warum? Ich finde ja das Wortspiel ganz nett. Ja, das Wortspiel gefällt mir auch, deswegen sage ich es ja auch schon zum dritten Mal in dem Part. Ich finde, der Finisher von Ellie hatte nicht so einen tollen Impact, ne? Als sie da tatsächlich mal Laurel besiegen durfte. Was ist denn mit Aaron Rex? Hat er nicht auch einen neuen Finisher? Ja. Ich guck mal gerade. Also, wenn ich den schon nicht mal weiß, ne? Ja, das macht's traurig eigentlich, ne? Ja. Spricht nicht für den Move. Nee. Oder nicht für uns. Nicht für uns, dass wir den vergessen haben. So, was hat er denn hier Tolles? Ach ja, das ist auch noch die deutsche Seite. Da steht ja immer nix. Nee. Deutsche Wikipedia ist bei Wrestling ganz schlecht. Ne? Das ist immer nur eine halbe Portion. Ja, mal sehen. Sonst haben wir aber auch wirklich keinen. Revelator. Discus Elbow Smash. Boah. Was gibt's denn sonst noch hier? Ja, vielleicht irgendein Spot, der verunglückt ist oder sowas. Man muss ja kein Signature wirklich nehmen. Von dem Knockouts Ono, da gab es doch diesen Clip, der die Runde gemacht hat. Mit dem Splash nach draußen. Oh ja, mit wer war denn noch dabei? Ariel. Die ist im Seil hängen geblieben. Ja. Der war wirklich schlecht. Das war ganz schlimm. Ja, wenn ihr das beide gesehen habt, könnt ihr das ja nominieren. Also ich müsste mich da enthalten. Ich wüsste jetzt nichts anderes. Ja. Dann nimmt das an Knockouts Ono. Okay. Selber Dann schuld. Gönne ich euch das hier eine Kategorie. So. Unglaubwürdigkeit. Ja, und da komme ich jetzt, wie gesagt, in Konflikt. Dass Drew Galloway, weil er verletzt ist, einfach so keine Chance dann kriegt. Kein Wiedereinstieg. Also aus Office-Sicht finde ich sehr unglaubwürdig, aus seiner Reaktion finde ich sehr glaubwürdig und gut gemacht. Finde ich in Ordnung. Was meint ihr? Was hast du da? Ich weiß nicht, ich überlege die ganze Zeit, ob ich nicht irgendwas mit Dixie und Billy da nehmen kann oder so. Ja, das war ja on-air. Geht auch. Stimmig. Oder auch die Tatsache, dass man keine Authority-Figur hat. Dass dann irgendwie mal Aiden O'Shea da rauskommt und dann da vor der Tür steht. Ja, das war ja mehr die Notlösung jetzt die letzten Wochen. Ne? Ja. Haben sie ja dann wirklich spontan da während der Tapings entschieden, dass sie das so machen. Ja. Was haben wir noch? Für mich ist es Trevor Lee. Ja, für mich ist das einfach eine Witzfigur. Ich kann mit dem nichts anfangen. Er guckt auch so komisch. Das hat auch Shane Helms so geil gemacht bei der Final Deletion da. Ja, der guckt immer so. Genau, wie er dann so ein Backstage-Segment damit hat. Der guckt immer so. Und sich selber gar nicht angesprochen gefühlt hat. Ja, gut, aber das kann man natürlich jetzt nicht als Unglaubwürdigkeit nehmen. Das Contract-Signing mit dem ausartenden Brawl danach, was nie so stattfinden wollte, da will man mal UFC kopieren und dann schlägt man so über die Stränge da. Es war ja angelehnt an diese Skandalpressekonferenz von Conor McGregor, der die Wasserflaschen geworfen hat. Ja.
TNA hat man sich dann sofort durch die leere Impact zurückgebaut. Ja, das war halt auch schon lächerlich. Das. Und vorher hat man das probiert, so ernst aufzubauen. Billy in der Mitte, die beiden in Anzügen. Mhm. Oh, weiß ich echt nicht. Dann geht das raus. Okay. Wieder ein bisschen was zu tun hier. Ja. Tumbleweed, was hat euch überhaupt nicht interessiert? Was hat euch gelangweilt? Grado, She-Ra, Snow, Tribunal, Strap Match. Ja. Ja, unter anderem, ja. Ich weiß gar nicht, ob Grado damit bei war, wenn nicht, dann. Ich würde hier tatsächlich. DCC maskiert sich wieder nach der Demaskierung. Oder? Aber Tumbleweed? Ja gut, eigentlich ist es peinlich. Eigentlich kommt das dann in der nächsten Kategorie. Facepalm, ja. Ja. Ja, interessiert haben mich Tribunal auch nicht. Wie sie dann einfach mal gegen Coach Snow geturnt sind, das hat doch niemanden gejuckt. Tribunal hat mich total kalt gelassen. Okay, dann ist es, ja. Also, die Kategorie ja schon ziemlich klar gleich. Relativ eindeutig. Facepalm. Ja gut, können wir dann DCC maskiert sich wieder nach der Demaskierung. Und fängt dann an, getapte Promos zu synchronisieren mit Maske. Ja. Ja, auch nicht so lustig fand ich Grado als Broman. Ja, das ist jetzt auch noch in jüngerer Vergangenheit gewesen. Ne? Ich bin mir sicher, im ersten Halbjahr gab es da auch noch die ein oder andere Schwachstelle, ja. Wenn nicht so machen. Ja, erste Halbjahr bin ich raus. Aber DCC? DCC will ich dafür. Ja. Also können wir uns gerne darauf einigen, dann ist das durch. Okay. Das schlechteste Comeback. Irgendwie auch schon fast wieder James Storm. Da kam er wieder Anfang des Jahres, Beer Money Reunion, und dann ist auch mal das Bobby Roode weg und dann steht er da. Also bestes und schlechtestes Comeback. Nee, nee. Erzähl doch mal. Wer ist denn noch zurückgekommen? Wenig. Es sind viele neue gekommen. Mal so Anfang des Jahres überlegen. Ja, sind Mike Bennett und Maria debütiert? Kam erst mal längere Zeit niemand. Auch ein Goddard finde ich jetzt nicht schlecht eingesetzt. Also okay. vom Standing gut, also eigentlich genau das, was er machen kann, was er machen soll. Also finde ich nichts Schlechtes dran. Ja, das einzige Comeback wäre ODB, das mir noch einfallen würde, aber das fand ich jetzt nicht so schlimm, dass ich das da vergeben würde. Ja, und so ein Comeback, klar, okay, war auch nur ein One-Night-Only-Comeback, mehr so ein Gastauftritt. Ne? Die Harris Boys. Sonst hatten wir da nichts. El Snow. Ja, der ist ja immer da eigentlich, ne? Ja. Bram. Hat eigentlich doch. Bram wurde in der Hütte verscharrt und es wurde nie aufgelöst, was mit ihm passiert ist. Und auf einmal hat er eine weiße Maske auf und sitzt neben James Storm, der auch verschwunden war. Ja, aber das ist und ja. Die haben mehr, jemanden ganz neuen dabei. Den keiner das ist ja mehr eine Logiklücke. Ja, it's Kingston, ja. Ja gut, es ist schon nicht so peinlich wie damals das Eric Rowan Comeback im letzten Jahr.
in der WWE. Ihr erinnert euch. Ja. It's Rowan. Rausgeben? Ja, müssen wir rausgeben. Gut. Mic Work. Ja, da muss man natürlich immer gucken, in welchen Maßen man Mic Work misst. Ne? Wenn das jetzt ein Main Eventer ist, dann müsste der eigentlich auch relativ viel zu erzählen haben. Ich kann mir jetzt nicht irgendeinen Undercarder raussuchen, wenn der generell nicht so viel einen Redeanteil hat. Ne? Dann, wenn er nur drei Sätze sagen muss oder so. Und ich finde Sienna ja richtig schrecklich. Ja, ich auch. Ja, dann habt ihr euch da schon noch entschieden, ne? So bei den Kopf. Und bei Eddie Edwards. Bei den Männern hätte ich nämlich Eddie Edwards ins Feld geführt. Ja, ja, hätte ich nämlich so kommentiert. Ja, wir können das jetzt nicht auch noch aufsplitten, ne? Weibliches Mic-Work und männliches Mic-Work. Nein, wir sind ja nicht bei der WWE. Wir brauchen nicht alles zweimal. Okay, dann. Dann machen wir jetzt hier Sienna. So. Oh Mann. Promo-Statement-Interview. Man hätte auch Brandi Rhodes nehmen können, ne? Ja. Die hat nicht so viel gesagt, oder? Nein, nein, die ist ja eigentlich auch Ring-Announcerin. Sagen kann, besser als Wrestling kann es auf jeden Fall reden. Promo, ja, da bin ich ja leider fast schon bei Eddie Edwards und es ist so schön und mit meinem Herzen und ach und you deserve it. Ja, die war halt nicht schlecht, die war halt einfach nur langweilig. Ich kann es auch nicht mehr hören, das ist immer dasselbe. Und ja, ja. Und ich bin jetzt World Champ out of nowhere und das ist so toll und you deserve it. Ich bin Fighting Champ, ich werde gegen jeden diesen Gürtel verteidigen. Ja, hey. Oh, ja, das ist halt nervig, aber gut. Ja, können wir machen, bin ich dabei. Na, ja, dann wird Eddie auch noch was Schlechtes kriegt hier. Ja. Hat er schon die guten Sachen sich da geholt, Shocking Moment und sowas. Oder Billy Corgan und James Storm. Hey, Cowboy. Cowboy. Die klingt aber auch so komisch und unnatürlich. Ja, Cowboy. Da möchte ich auch nicht meine Hände fürs Feuer legen, ob die Bullet Points hatten, geskriptet oder ob Corgan gesagt hat, ich gehe jetzt komplett frei Schnauze raus, ja, so, was mir gerade einfällt. Und dann fiel dir bestimmt erst gar nichts ein und da war Storm schon fast aus der Impact-Zone und dann, Cowboy, hier. Ja, nimm das ruhig mit Billy Corgan. Ja, das war schon so ein bisschen Fremdschämen. Wie schreibe ich das denn jetzt? Cowboy. So. Sloppy Joe oder die Abfuckprämie. Sind wir eigentlich wieder beim Knockouts, Ono? Ja, auch wenn Markus Schulz jetzt fürchterlich wütend wird, aber wir können ja auch Slammiversary den Stromausfall nehmen, ne? Aaron Rex gegen Eddie Edwards. Bound for Glory. Nee, Slammiversary. Doch, Bound for Glory, ne? Impact Grand Champion Titelfinale, richtig. Bound for Glory. Ja. Ja. Ein Stromausfall beim einzigen, einem von zwei Pay-Per-Views des Jahres. Ja, auch wenn man nichts dafür konnte, aber ja, darf nicht passieren. Kann passieren, darf nicht. Abfuck. Ja, leider. Bei der WWE, so sehr man sie jetzt auch hasst, da passiert das halt nicht. Ne? Da kann man sowas gar nicht nominieren. Ja, bei der nächsten WrestleMania ist man ja wieder am Ort des Geschehens. In Orlando, da gab es ja auch den Stromausfall. Ja. Letztes Mal. Das muss man dann auch als Abfuck nominieren, wenn das wieder passiert. Im Dieven-Match da, in dem Tag-Team-Match mit Snoop Dogg. Naja, so. Schlechtestes Gimmick. Trevor Lee. Carolina Caveman. Ja. Lebt er nicht so wirklich da, oder? Oder Braxton Sutter. Finde ich, glaube ich, auch richtig schlimm. Hat er überhaupt ein Gimmick? Ja, das ist es halt. Ne? Das ist halt bei den ganzen Jungs so die Frage. Oder hier dieser neue, der junge Booker T. Mache Rocket. Ja. Na, wobei, na, das wäre jetzt gemein. Der ist ja gerade erst da. Ja, von dem habe ich zu wenig gesehen, um den nicht mögen zu können. Tyrus, der Fixer. Hat man nichts von gesehen. Eben. Hat auch nicht gestört. Ja, gut, dann.
Der Caveman hat mich schon sehr genervt. Oh, jetzt gibt's aber Ärger hier, wenn wir hier Trevor Lee nehmen. Okay, gut. Schlechtester Engel, schlechtestes Segment. Ja, also ich weiß nicht, ich kenne das Datum nicht. Es gab halt so ein ganz schlechtes Segment mit Maria. Ja, es gab ein schlechtes Segment mit Maria und Sienna und ich weiß gar nicht, ob Ellie auch noch dabei stand backstage. Das wirkte so schlecht. Ich weiß aber nicht, in welcher Sendung das war. Da gab es ja schon so unzählige Segmente davon. Und eins davon, das war richtig, richtig schlecht. Was ist mit dem Brawl im Trainingsstudio? Lashley und Galloway? Ja, fand ich jetzt nicht so schlimm. Nee. Weiß nicht. Was ist mit dem Match zwischen Braxton Sutter und James Storm, der eine Promo für niemanden hält und dann wird das Match da auf die Karte? Ja! Oh Gott, das ist... Das ist gut. Das hat mich damals auch so aufgeregt, da bei Slammiversary. Das war, glaube ich, wirklich besser. So, Promo für niemanden. Ja, das, oh Gott. Für zu Match. Das war auch völlig belanglos da. Das war nicht mal sein Debüt. Er hatte bei Impact schon sein Debüt. Ja. Und hat da auch noch verloren gegen James Storm und da war sofort die Luft raus bei Brexit. Ja, was hätte Storm da machen sollen? Das ist die große Frage. Was hat er gesagt? War das so ein allgemeines Ding da für einen YouTube-Channel oder was? Naja. Das schlechteste Entrance-Team. Ja, Dixie Carter, Baywatch. Mandrews. Helms Dynasty. Oh ja, das ist richtig. Helms Dynasty, eindeutig. Entschuldigung. Schrei immer. Stundenlang. Ja, das ist ja Radicals besser. Bisschen. Grüße. Schlechteste Story. Oh, ist das eine Story da mit dem Strap-Match und mit Coach Snow und so? Ja, natürlich. Mit Tribunal und sowas, das würde ich gerne nominieren. Ja. Ich fand den Heel-Turn von Spud fand ich schlecht. Wie ging denn das nochmal? Ja, wie genau, kann ich dir gar nicht sagen, weil ich das nur sporadisch verfolgt habe und mich das so angepisst hat. War das Käfig-Match, glaube ich. Matt Hardy hat, glaube ich, verteidigt am Anfang des Jahres gegen Ethan Carter, in dem Spud doch zum Ring kam und die Tür zu machen. Ja. Und dann gehörte er halt dann auch mit dazu. Ich fand ihn aber so als Lakaien von Matt Hardy noch recht witzig. Da ging es um Spud noch einigermaßen, als dann noch dieses Schreck und der Esel-Duo, wie ich es immer genannt habe, er und Tyrus waren. Ne? Ja, das stimmt. Aber mit El Snow kann ich leben. Hat mich auch überhaupt nicht irgendwie interessiert. Ja, Tag Team Tribunal, würde ich sagen. Ja. Ja. Langweilig. Total. Schlechtestes Women's Match, sind wir wieder beim Knockout Ono. Ja, müssen wir ja das nehmen. Ich habe sonst. Ja, oder Maria gegen Gail, wenn man hart ist, ne? Ja. Puh, ja. War ein Letdown, auf jeden Fall. Mhm. Ja, aber es hat sich keiner verletzt. Es war einfach nur langweilig. Es war jetzt kein großer Abfuck oder so. Ne? Ja. Das schlechteste Match. Oh, da gab es einiges. Jetzt auch nur noch dieses Mandrews gegen Aiden oder gegen Endo Shea. Hm. Muss ich jetzt wirklich mal im Gedächtnis kramen. Das sind dann so nichtssagende Matches meistens gewesen, die keinen wirklichen Storyline-Bezug hatten, die man einfach nur so dazwischen geklatscht hatte, die Wochen über. Ja, und in den meisten war She-Ra drin oder so.
Shearer gegen Baraka gab es, glaube ich, im Einzelmatch. Was habt ihr alle gegen Shearer? Das wirst du gleich sehen, wenn wir zur letzten Kategorie kommen. Nee, das glaube ich nicht. Doch, doch, doch. Nein, 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 nein. Da bin ich ja mal gespannt, wie du da ausstellst. Ah, ja, mal gucken. Was gab's denn da noch? Ach! Grado gegen Robbie E. Turkey Bowl. Ja. Turkey Suit Match oder was das hieß. Ja. Eigentlich ist auch Robbie E. der Absteiger des Jahres. Ne? Der war halt auch noch nie auf einem konstant hohen Level. Von was soll der denn absteigen? Ja, das ist... Ich weiß nicht. Das wäre jetzt so meine Idee gewesen. Shearer gegen Snow. Ja. Oder Grado gegen Snow. Gab es das nicht auch in Schottland da, wo... So. Ich habe gerade noch mal meinem Gedächtnis ein bisschen auf die Sprünge geholfen. Gibt hier so ein paar Vorschläge. Das ist ein Ono, das ist auch ein Ono. Tribunal gegen Shearer und Grado. Aha. Gail Kim gegen Maria ist tatsächlich dabei. Ja, und bei den Onos war es Ibis gegen Grado in the Monsters Ball. Und Awesome Kong gegen Rebel, gegen Dionna, keine Ahnung, Chelsea Green, Marty Bell, Jade, Madison Rain. Ich fand das erste klang schon ganz gut. Shiron Grado ja. Gegen Tribunal. Na gut. So. Shira. Grado. Gegen Tribunal. So. Schlechteste Wrestlerin. Oh. Maria. Nein, das ist ja wieder das Gesamtpaket. So. Also vom Gesamtpaket her muss man eigentlich Sienna nehmen. Laurel Van Ness. Nee, die finde ich immer noch besser als Sienna, glaube ich. Ich mag sie beide einfach nicht. Ich glaube, was ist denn, aber wenn wir mal ganz ehrlich, ich mag sie ja an sich hier, die Frau Matthews, aber die hat ja dieses Jahr, glaube ich, kein einziges Match gewonnen, gar nichts. Ja, aber die worked dafür ganz gut. Ja, das stimmt. Ne? Das kann man natürlich ganz gut aussehen. Und die Mädels, die da halt auch noch nicht so ganz erfahren sind, also da ist sie halt schon eine der Veteranen. Brandy Rhodes. Da hast du völlig recht. Ja, also ja. Schlechter als Sienna und Laurel Van Ness zusammen. Das war der eine Auftritt, der hat auch gereicht. Also Brandy Rhodes. Also als Ringbegleitung kann sie ja gerne mitkommen, aber wrestlen hier die Intergender-Matches muss ich da nicht machen. Aber Intergender ist es ja nicht, Mixed Tag Team. Was ist eigentlich Vanguard One? Ist das ein Mann oder eine Frau? Eine Spezies, hat Josh Matthews. Eine Spezies. Bei der Total Nonsense. Gut, dann wissen wir, was wir für eine Kategorie nächstes Jahr einführen müssen. Jetzt kommt aber erstmal der schlechteste Wrestler des Jahres. So. Ja, ich weiß, was ihr da sehen wollt. Wen schlägst du denn davor dann? Ja, eben, ich muss ja irgendwie noch suchen. Es ist nicht so einfach. Es gibt einen Namen, mit dem du mich ködern könntest, aber vielleicht nur rein theoretisch. Moose. Nein, Moose kann diesen tollen Legdrop und dann
kann er aufs Seil klettern und dann macht er diesen halben Moonsault da, diesen Moosault. Ich finde Moose sehr unkoordiniert, sehr behäbig, sehr grobmotorisch. Ja, aber er ist authentisch. Und darauf kommt es doch an. Der sieht doch wie so ein Badass aus. Das ist einfach eine coole Socke, dieser Moose, finde ich. Wenn er da rauskommt und so, das ist einfach so einer, ach, das ist so ein richtiger. Ich weiß nicht. Badass? Der guckt so vertrottelt. Er ist mehr so ein, ja, das ist mehr so ein Hund. Er ist ein Hund? Nee, der ist einfach so ein, also, weiß ich nicht, so ein Brecher einfach, der dann da rauskommt. Ne? Also, keine Ahnung. Nicht so unbedingt fokussiert, aber wenn es drauf ankommt, dann legt er natürlich sofort den Schalter um. Der hat halt ein Erscheinungsbild, finde ich. Das erinnert mich mehr an einen Pro-Wrestler als dieser Demon King da oder so. Tut mir leid, wenn der rauskommt, dann denke ich mir, ja, das ist ein Schrank. Der wird mich jetzt auf jeden Fall an die Wand hauen. Ja. Klar haben diese Footballer immer hölzern angefangen. Ich erinnere mich da auch an Bill Goldberg, der jetzt wieder das heißeste Eisen im Feuer ist überhaupt. Ist auch ein Ex-Footballer. Es müssen ja nicht alle so enden wie Steve Mongo McMichael. Ne? Es gibt ja auch durchaus positive Entwicklungen. Hier The Rock oder Roman Reigns. Warum wusste ich, dass du wieder auf Mongo McMichael rumhacken wirst? Ja, weil das das Negativbeispiel schlechthin ist. Kevin Green und er, die Fehde ist episch. Ich versuche ja immer noch so ein bisschen davon euch von She-Ra runterzubringen. No way. Nee. Nee. Also ich habe ja vorhin gesagt, mit einem Namen könntest du mich locken, das wäre Braxton Sutter gewesen, aber der Mann kann ja wirklich Wrestle Pepper Parts. Ja. Ja, er ist nur in der falschen Division. Genauso ja. Wie Marche Rocket. Es sind einfach schlecht gebuckt, die Leute, dafür können sie dann aber nichts. Aber wenn man einen wirklich seit 3 Jahren mittlerweile unter Vertrag hat und immer wieder behutsam probiert, den mit Mindestmaßen irgendwie aufzubauen, den irgendwann mal früher Kurt Angle als Mentor gegeben hat, den pseudomäßig Heel-Turn lassen hat und ins Stable gepackt hat an die Seite von James Storm mit seinem Stab, alles Mögliche schon mit ihm durch hatte, wieder den Face-Turn, dann hat er sich mit dem alten Veteran El Snow angelegt, dann teamt er mit El Snow zusammen, der für ihn so ein bisschen die Promo-Arbeit macht. Und es hilft einfach immer noch nicht. Es ist einfach immer noch gar nichts da. Der Mann hat keinen Innenring, ist innenringmäßig nicht gut. Micwork-mäßig brauchen wir nicht von reden. Und er strahlt auch nichts aus, finde ich. Er hat den Body, mehr hat er nicht so. Den Look, er ist halt ein etwas großgewachsener Inder. Aber das war Great Khali auch, wenn man ganz fies ist. Und der war noch ein bisschen größer. Ja, also der Vergleich hinkt ja nun maßlos. Ja, und ich fand Khali da schon ein bisschen attraktiver so in der Hinsicht. Ja, einfach nur, weil der halt diesen das fällt sich jetzt fies an, aber ihr wisst alle, was ich meine, liebe Wrestling-Fans, diesen Freak-Bonus hat. Ja. Und hat einfach gar nichts. Ich muss mir ja geschlagen geben bei 2-1. Aber ich drücke natürlich She-Ra die Daumen, dass er World Champion wird 2017. Wenn es dann nach Indien geht, Sony 6, dann endlich die Tour, die jetzt seit 2 Jahren abfällig ist. Ja, zum Beispiel. Warten wir es mal ab. Das Mumbai Special hier beim Moontalk, das dauert glaube ich noch ein bisschen. Also She-Ra, meinetwegen. So, das ist ja nicht so positiv hier. Positiver wird es dann gleich beim Rückblick auf NXT, auf den Dezember und natürlich auch da die Mini-Moonies in einigen Kategorien, die wir da vergeben werden. Da freue ich mich drauf. Deshalb sage ich jetzt bis gleich. Und das WGTT darf sich jetzt noch verabschieden und noch ein bisschen Shortcut pluggen, zum Beispiel. Bis gleich. Ja, das tun wir dann auch. Ich wünsche euch noch viel Spaß gleich mit NXT, mit dem letzten aus dem Wrestling-Jahr 2016, das Moontalk noch zu bieten hat. Und wenn ihr dann irgendwie immer noch Lust habt, weiter Moontalk zu hören, dann tut das bitte auf dem Moontalk Network, auf unserem YouTube-Kanal. Und dann hört doch mal bitte rein in die Sendung Moontalk Shortcut, das Magazin vom King und mir, einmal die Woche, so unseren Senf zu allem Möglichen, was in der Wrestling-Woche passiert ist, was uns interessiert hat oder weniger interessiert hat. Ich würde mich freuen. Bis dahin sage ich, hört weiter alles, was hier mit Moontalk zu tun hat. Denn ihr wisst ja, alles ist richtig. Ihr wisst es.
Oh. Ja, bleibt für mich ja gar nicht mehr viel übrig. Ja, hört Shortcut, guckt die Let's Plays, auch das vom Espada. Ja, der hatte auch was für uns gemacht, falls das irgendwie runtergegangen ist, wer das noch nicht gesehen hat. Ich fand es sehr cool. Ja, dann bleibt mir eigentlich nur, dass ich euch jetzt noch viel Spaß mit NXT wünsche und wir hören uns in einer der nächsten Ausgaben. Tschüss, euer Isco. Du sollst die Leute nicht verwirren. Bis gleich. Zurück in Moontalk 453. Eben gab es die TNA Moonies und den Dezember und jetzt schwenken wir einfach mal rüber zu NXT und dazu begrüße ich an meiner Seite den Conway. Hallo. Hallo, willkommen beim NXT Jahresrückblick. Sozusagen. So ein bisschen. Ja, über Moonies. So ein bisschen, genau. Richtig. Das soll es natürlich auch überwiegend sein und den Dezember wollen wir uns natürlich auch noch vorknöpfen. Ja, ein weiteres Konzept haben wir jetzt nicht. Macht ja nichts. Dir auch natürlich erstmal ein schönes neues Jahr. Ja, gleichfalls. Danke. Wie war Silvester? Ruhig. Naja, ja. Knallig. Ne? Hast du geknallt? Ich knalle nie. Ach so. Warum denn nicht? Ich weiß nicht. Ich finde das Geldverschwendung. Ah, ja. Kannst ja was schnorren.
Ja, sieh ja. Ja, gehst du vor die Tür und dann gehst du zu den Nachbarn und sagst, Conway. Hallo, Conway. Oh, das ist ja der Conway, Mensch, den müssen wir jetzt ja, erstmal im Böller gehen. Müssen wir, genau, ja. Oder wenigstens ein Knallfrosch. Ja, kann ja nicht sein, dass der hier völlig arm. Genau, oder eine Wunderkerze oder so. Ich habe auch ein bisschen mit Familie gefeiert und ja, das sind halt alte Leute, ne? Die knallen tatsächlich nur ausschließlich um Mitternacht. Ja? Auch nur ja. Ein bisschen kurz vom Balkon mal was runterwerfen und dann so, hui, das war aber laut. Ja, Plattenbau, ne? Schalt, schön. Ja, man muss es auch nach draußen werfen und nicht in die Wohnung. Ja, das sollte ich denen das nächste Mal vielleicht, ich glaube, ja. Du verwechselst das gerade mit einem Tischfeuerwerk. Kennst du die noch, die du jede Ach Stunde so? Naja, und dann kommen da so schöne kleine Puzzles raus mit nackten Frauen drauf. Denkst du dir auch, gut. Ja, das eigentlich... 2017 kann kommen. Ja, natürlich. Bis man dann fertig gepuzzelt hat, denkt man auch so, ja, toll. Ja, ist gut. Ja, das, aber es ist... Ist nicht mein Typ, aber gut. Ich dachte, es wäre alles Tischfeuerwerk, was es gibt. Den kapiere ich jetzt nicht. Naja, man kann doch alles so präparieren, dass man es auch zu Hause so in der Wohnung, muss man nicht rausgehen, ist ja auch kalt. Ja, klar, und, Wohnung. Ne? Mm. Und ich dachte, dann steckst du dir mal so einen kleinen Vesuv da an oder so. Das ist so ein bisschen wie, was machen die in den USA immer da mit ihren Kids? Diese Karneval, hier auch die Eilfolge mit Brian. So ein Wissenschaftskarneval. Gut, Brian hat keinen Vulkan gebaut, ne? Oder ein Vesuv, wie du es nennst. Ach so, ja. Mhm. Das Solarsystem oder so. Ja, die hießen früher Vesuv. Und dann gab es irgendwann Flitze Feuerstein. Das war eine Mischung aus Flitze Feuerzahn und Feuerstein. Ja, die kenne ich noch. Ja, das waren so diese kleinen, die konntest du auch das ganze Jahr über abfeuern. Und dann habe ich was gesehen von einem Nachbarn, das fand ich sehr genial. Kaleidoskop. Aha. Da erschrickt man sich zweimal. Einmal in der Mitte und einmal am Ende. Weil das irgendwie so aussieht, als ob das nicht so gehört. Aber es gehört so. Ist auch egal. So, wollen wir uns lieber um NXT kümmern? Ja, da gab es ja auch einige Knaller. Ja. Im letzten Jahr. Richtig. Was haben wir noch im Dezember alles so Schönes gehabt? Puh. Ja. Erzähl doch mal. Naja, es war ja vor allem dann so der... sozusagen die Nachspeise zu Takeover Toronto, den du ja mit Feller live ja. Besprochen hast, analysiert, beobachtet. Nach wie vor auf dem Moon Talk Network zu hören, ja, natürlich, ja. Genossen. Uncut. Also wer das mit uns nochmal gemeinsam gucken will, der hat da die Gelegenheit, ja. Ja, ich finde das praktisch auf jeden Fall. Und ja, dann gab es halt dann ja die Nachspeise. Sozusagen. Ja. Da ist wirklich nicht mehr viel passiert im Dezember. Nee, da das gab's ist ja, richtig. Die waren auch viel unterwegs, ne? Also seit Toronto, dann sind die da nach Europa, glaube ich, rüber oder direkt nach Asien, ne? Ja. Und Australien und so. Und das waren ja auch so die, nochmal die Highlights dann so zum Jahresende. Was ich ja auch clever finde, man hätte ein Best-of machen können. Nee, wir zeigen einfach, wir waren live 2 Stunden da und 2 Stunden da, ist doch auch schön, ne? NXT-Code ist ja überall gut drauf. Gut, in Japan sind sie ja immer so höflich und bescheiden und aber ja. Ja, man sollte sagen, was wir ja noch gar nicht erwähnt haben, dass ja der NXT-Title dann doch nochmal gewechselt ist, zurück ja. Zu Nakamura. Das hat man dann ja auch gezeigt in ja. Der regulären Show, den Mitschnitt aus Osaka. Mhm. Und dann hat man es ja nochmal gezeigt, die komplette Show. Oder nicht die komplette Show, aber auf jeden Fall da so ein 1,5-Stunden-Special. Ja. Ja, ich hab's dann auch gesehen, dachte so, irgendwie kommt dir das bekannt vor, also der Main Event jetzt, ne, und dann, ach so, das ist das Match, ich war völlig verwirrt erst, so für eine Minute oder so habe ich mir das angeguckt und das ist ja witzig, es kommt mir irgendwie bekannt vor, naja, und hat man nochmal so ein schönes Special da zum Jahresabschluss gehabt, warum nicht, aber generell muss ich sagen, die Osaka-Show, das japanische Publikum ist ja sehr ja. Ruhig. Ich weiß, ich bin ein absoluter Japan-Banause. Ein Japanause. Und
ich weiß das auch nicht so zu schätzen, da die Stimmung da. Aber manchmal kommen die ja so richtig aus sich raus. Aber da bei NXT, da war das irgendwie nicht so. Da kam auch irgendwie, ja, oder bei dem Asuka-Match zum Beispiel, da sind sie die ganze Zeit still. Ja. Und dann ist sie irgendwie so nach draußen gesprungen, so, oder an die Seile gesprungen, mit dem Hintern voran und dann plötzlich so, und dachte, ja, so toll war das jetzt auch nicht. Aber auch für die Japaner ist das schon. Ja, wahrscheinlich, aber es sind manchmal so Aktionen oder Moves, wo ich das nicht so ganz nachvollziehen kann, dass die dann ausgerechnet da gerade so gähnen oder aufwachen oder wie auch immer. Das ist ganz merkwürdig. Ich hatte dich jetzt gerade 5 Sekunden lang nicht gehört. Ich hoffe, es ist trotzdem drauf. Ich habe nichts verändert und du warst wieder da. Also lag's nicht an mir. Okay. Also sag doch einfach nochmal, ne? Jetzt habe ich es vergessen. Es war auch nicht so wichtig. Ja. Erzähl du doch mal was von der Japan-Crowd. Das ist halt japanische Kultur, auch wie sie mit dem Wrestling umgehen. Das siehst du ja auch in anderen japanischen Shows, finde ich. Oder? Ich meine, ich habe jetzt nicht so viele gesehen. Ich habe mir jetzt, war da irgendwie Wrestle Kingdom, habe ich auch nicht gesehen. Werde ich mir noch angucken, auf jeden Fall. Da hat der King gerade Empfehlung ausgesprochen bei Shortcut, unserem ersten Live-Experiment. Mit einem Special Guest, Leute. Ja, wer war das bloß? Ja, das wird nicht verraten. Ja, ich weiß es auch nicht mehr. Müssen die Leute schon selber. Ja, und ich merke, wenn ich mir Matches auf YouTube aus Japan ansehe, die ich mir dann angucke, weil da Leute sind, die in den USA populär sind, auch so Lesnar gegen Kurt Angle damals, so, ja, 2007 oder wann das war, oder noch früher, glaube ich. Ja, das ist so... Die genießen das schon. Das ist wie so ein bisschen Respekt zollen, weißt du, dass man stirbt. Ja, das ist klar, das wird ja auch immer wieder betont. Und es ist halt schade. Also gerade bei NXT, weil NXT lebt ja, finde ich, auch davon, dass die Fans da so gut mitmachen können auch und dürfen. Ja. Und deswegen fand ich das schade, aber mein Gott, dann kam, wollte jetzt gar keine Überleitung dazu finden, aber jetzt direkt kann man ja sagen, eine Woche später dann nochmal Best of Australien da oder halt die Show in Australien und da ging es ja richtig ab, also die Australier. Das war schön. Das war so das Gegenstück. Ja. Hast du ja gesehen, nehme ich an. Das war ja Neujahr, oder? Das war die erste Januarwoche jetzt. Ach so, nee, dann habe ich es, glaube ich, nicht gesehen. Das war am... Ich gucke nochmal. Sekunde. Am 4., ne? Ja, doch. Nee, dann habe ich es noch nicht gesehen. Ja, das lohnt sich. Ja, dann freue ich mich da sehr drauf. Nee, Moment. Also am 5. Januar waren sie... Am 2.1. aufgezeichnet und Ausstrahlung am 5. Januar, das war... Ach so, Entschuldigung, ich habe gerade WWE Main Event auf. Weiß ich nicht, warum. Das weiß ich auch nicht. Ich habe eine Vermutung, aber ja. 4. Januar, ja. Mhm. Ja, super Matches und das wirkte so, weil die Halle war zwar groß, natürlich nicht so riesig wie jetzt eine Raw oder SmackDown-Halle, aber groß und ein bisschen größer, würde ich fast sagen, als da in Japan. Und die war auch voll und trotzdem, die Stimmung war so, also die haben die Fans so aufnehmen können, oder der Klang in der Halle war so, dass es echt irgendwann so klar, also du hast irgendwann in irgendeinem Match einen Fan von der einen Seite rufen hören und die ganze Seite gegenüber der Fans hat lachend auf seinen Ausruf reagiert, den ich leider nicht verstanden habe. Das wirkte echt so, als wäre das eine australische Familie, diese 2.000-3.000 Leute oder wie viele das waren, als wäre das eine Sippe. Ja, war Stimmung ein bisschen umfallen, ne? Und die haben da auch bestimmte Chants und haben Revival gefeiert. Und also auch einfach die Heels, ne? Und Buddy Murphy ist ja angetreten, ist ja in Australien und Billy Kay, Australierin, haben es natürlich ordentlich gefeiert, ne? Und TM61, ja, logisch. Da war Stimmung, das war gut, ich musste den noch angucken. Gut, ich will noch mal kurz hier so ein bisschen Revue passieren lassen. Wir hatten No Way Jose und Rich Swann gegen Sanity. Und ich habe es jetzt endlich entschlüsselt, ne? Den Schriftzug da von Sanity. Also großes S ist klar, Sawyer. Großes A ist Alexander. Dann kommt ja N-I und das T ist ein Kreuz. Und das steht für Nikki Cross, ist ja logisch. Und das Y ist dann für Young, nehme ich an. Ja, geile Nummer. Ja. Ja, kann man so sehen, klar. Mir ist auch aufgefallen, die haben ja einmal das Knee
mit kleinen Buchstaben und dann wieder mit großen Buchstaben. Da war das N groß. Macht ja auch eigentlich mehr Sinn. Hm. Aber das T ist ein Kreuz. Und ja. Ja. Bin ich bestimmt der Erste, dem das aufgefallen ist. Ja, also ich würde den Leuten, die Sanity irgendwie im Netz schreiben, auch darum bitten, jetzt das T ab sofort als Kreuz. Das ist ja möglich. Ja, aber das ist ja viel zu aufwendig. Das ist ja Sanity wohl wert. Die Idee finde ich aber gut. Ja, aber so. Ich verstehe jetzt nicht, wo ist denn Sawyer Fulton hin, bitte? Ja, der wird dann irgendwann in Main Event gepusht vielleicht. Der ist weg. Wie kann der gepusht werden, wenn er nicht mehr auftritt? Ist er nicht verletzt? Ich habe das versucht rauszufinden, ich habe das nirgendwo gelesen. Wahrscheinlich ist er irgendwie zu unwichtig für so eine News, keine Ahnung. Hm. Jetzt haben sie ja diesen Iren, das ist doch, glaube ich, ein Ire, oder ist das ein Brite oder ein Schotte? Diesen Kräftigen, der da jetzt gelegentlich hilft. Und Damo. Ja. Mhm. Der ja auch irgendwie Trainer ist noch zusätzlich da Backstage. Wusste ich auch nicht. Ja. Läuft. Aber da ist der Schriftzug natürlich erstmal obsolet, ne? Ja, Danity klingt nicht so gut. Ah ja, gut. Der Schriftzug hat sich ja schon irgendwo etabliert. Ne? Ich guck mal, ob es Danity gibt als Wort. Danity. Ah, das ist ein französischer Modedesigner. Du, ich habe hier was gefunden, glaub es oder nicht. Am 8.12. Ja. gab es eine NXT-Live-Show in St. Petersburg in Florida. Tja, gut, ich dachte... Egal. St. Petersburg, ja. St. Petersburg. Damo und Sanity sind da angetreten und haben Heavy Machinery. Das sind Otis Dozovic, den ich so geil finde. Der ist ja auch zusammen mit Tucker Knight, ist er hier auch wieder, bei den Dusty Rhodes Qualifying Matches angetreten. Und Ho-Ho Loon, ja, war der Dritte dann. Die haben sie besiegt. Also Damo scheint sich langsam... Dann bleibt Sanity wahrscheinlich so. Also auch mit Sawyer Fulton, wenn er wiederkommt. Und Damo ist dann so zusätzlich vielleicht, oder? Vielleicht bleibt er auch separat. Weißt du, was ich meine? Dass er mit Sanity zwar kollaboriert, aber ein eigener Charakter bleibt. Kann ja sein. Sollte man auch so machen. Also so eine Zweckgemeinschaft, dass er dann wieder weg ist. Was? Ach, ich habe hier nur gerade eine BMP geschickt bekommen. Das ist irrelevant. Ja, das kannst du dir mal angucken. Mhm. Dann siehst du den neuen Schriftzug. Von TNA oder von Sanity? Von Danity. Ah, von Danity Paris. Ja. Ist das hübsch. Ja. Das ist ja eher so Raw Smackdown-Style. Das geht ja mal gar nicht. Das war bestimmt sehr aufwendig. So, dann hatten wir Ember Moon gegen Kimberly, die, wie ich finde, den Stunner als erste nicht so hübsch genommen hat. Also der Move ist natürlich immer noch sehr beeindruckend und toll und ich feiere den auch sehr ab, aber man muss den auch richtig nehmen, glaube ich. Also da muss das Timing dann auch stimmen. Also der erste, glaube ich, gegen Billy Kay war das ja beim Takeover, der hat mir immer noch am besten gefallen. Ja, Kimberly wurde von Drew Gulak trainiert, muss sie ihm die Schuld geben. Okay. Kein Problem. Nö. Ja, und dann hat man ja nochmal das Japan-Match gezeigt. Jetzt wissen wir auch, warum Joe einfach so den Titel wiedergeholt hat, damit er ihn dann in Japan nochmal abgeben kann. So im Sinne von die NXT-WWE-Leute Backstage wussten, na, Japan ist immer so still. Geben wir ihnen mal was zum richtig freudig schreien. Ja, irgendwie haben sie dann ja auch gemacht. Ja. Und das Theme haben sie ja auch ein bisschen mitgesungen. Nicht ganz so krass wie alle anderen, aber ja, so ein bisschen. Ja, die haben zu viel Respekt. Ist ja angenehm, ist ja heutzutage, kommt das ja selten vor, aber beim Wrestling sollte man das ruhig mal abstellen. Ne? Ach so, auf einen Herrn sind wir noch gar nicht eingegangen. Der ist ja wieder am Kommentieren jetzt. Ja! Ja. Oh Gott, ich habe den Namen vergessen. Oh yeah! Ich hab ihn Percy Watson. Percy Watson, danke. Ja. Ja, ich find's gut. Ich find, der macht das gut. Ich find das schön. Und der Todd Phillips, der braucht auch ein bisschen, weißt du, ein bisschen gegen Corey Graves, so ein bisschen zusätzliche
Der kommt ja immer so schlecht gegen Corey Graves an, weil Corey Graves ist halt gut. Und jetzt hat... Oh, ja, es ist ein bisschen anstrengend manchmal, weil Corey Graves auch sehr, sehr einseitig das macht. Obwohl er, ja, er wird jetzt so ein bisschen milder gestimmt auch. Das, ne? Er sagt jetzt mittlerweile, ja. Ich würde mir von denen zwar kein T-Shirt kaufen, aber ich finde die nicht schlecht. Ja. So, weißt du? Also, so ein bisschen Varianz ist da schon drin. Und Percy Watson, ja, ist mir jetzt noch nicht so aufgefallen. Also weder positiv noch negativ. Ich höre den, glaube ich, gar nicht so raus. Ich finde den nicht so... Man muss ihn sehen und man muss sehen, was er macht. Und wenn er nur redet, ist das, glaube ich, ein bisschen langweilig auf Dauer. Aber gut, mal sehen, was da noch kommt. Hm. Dann gab es den Rückblick auf Osaka, ne, auf die Hausshow. Inwiefern? Nein, bei der nächsten Show dann nochmal. Hat man was? Nochmal den Titel gewinnen. Ach gezeigt. Ja, klar. Hm. Ja. Genau, und dann so. Gab's die Qualifying-Matches, ja. Ne, dann gab's ja erstmal noch das Cage-Match. Ach ja. Ja, so. Es ging ja auch nicht lange. Und wie die Ringsprecherin da, wie heißt sie nochmal? Ich hab's vergessen, ich hatte gestern noch nicht den Namen vor Augen, ne? Sie meinte, das war ein Stage-Heel-Match. Oh. Was auch immer das ist. Ja, das kommt davon, wenn man es zu oft übt. Ja. Dann macht das Gehirn einen Dreher und dann hast du den Scheiß. Aber. Ja, war ja ganz putzig. Ja, die ist auch putzig. Stage Heel Match. Gut. Ja, Mensch. Das war auch recht gut. Natürlich ein bisschen kurz, ne, aber. Ja. Und dann haben sie ja gesagt, das war das zweite Cage Match in der Geschichte von NXT und da musste ich tatsächlich kurz überlegen, obwohl das erste gar nicht so lange her ist. Ja, weißt du es noch? Finn Bella gegen Samoa Joe. Ja. Ja. Ist mir dann auch wieder eingefallen. Ja, ist doch gut, dass sie das nicht so, ne, verschwenderisch einsetzen. Ja, nur da, wo es Sinn macht. Weil die auch riesen Stables immer so hinter sich haben, die eingreifen könnten. Ja, aber vor allem auch, ich würde auch gerne mal ein Steel Cage Match von NXT in einem Takeover sehen und nicht nur in, ne? Nicht nur in so. Ja, das wäre dann der nächste Schritt, ja, da gebe ich dir recht. Aber da machen sie wahrscheinlich gleich Hell in a Cell. Ne, Quatsch. Das wäre ein bisschen. Hm. Ne. So, ich hatte dir ja vor dieser NXT-Ausgabe über Facebook auch die Abfotografie gezeigt, weil dein Liebling ja dann wieder kam und ein schönes Match hatte mit einem schönen Gegner, ne? Bei den Qualifying-Matches, die jetzt kommen. Ja. Ty Dillinger gegen Eric Young war aber leider sehr, sehr kurz. Ja. Naja, der ist übrigens nicht gemeint, liebe Leute. Wer? Eric Young, der ist jetzt nicht gemeint, ist ja auch einer deiner Lieblinge, aber ich meine den anderen, zu dem kommen wir ja gleich. Ty Dillinger werde ich langsam echt Fan von, ja. Ja, absolut. Weil der so ziemlich alles mitbringt, was man braucht. Ich fand den schon immer cool. Ja. Ja, gut, also jetzt die frühen Jobberzeiten vielleicht nicht. Da hatte man ihn auch nicht so auf dem Schirm. Nee, aber da hat man, jetzt so, man hat gesehen, dass der was kann, obwohl er irgendwie nach nichts aussieht, ne? Aber man merkt einfach, der hat irgendwas. Ich weiß nicht, der hat das irgendwie drin. Der bringt alles mit, ohne jetzt zu übertreiben oder ein riesen Superstar zu werden. Der macht auch keinen Fehler. Ich achte immer irgendwie drauf. Ja? Bei dem sitzt alles, jede Bewegung. Ich meine jetzt gar nicht unbedingt in den Ring. Das vielleicht auch. Ja. Ich meine so, wenn er auftritt, wenn er zum Ring kommt und dann holt er die Zehen raus in dem Moment, wo es passt, weißt du, aus seiner Hose und aus seiner Hose. das Schild. Nicht seine persönliche Zehen, sondern das Schild. Klingt auch gut. Dann holt er die Zehen raus von den Füßen. Ja, ja. Das ist ja noch harmlos. Das ist sehr, sehr harmlos, ja. Gut. So. Ne? Ja. Nächstes. Was würde eigentlich Ty Dillinger machen, wenn er eine 11 wäre? Naja. Wird er noch eine 10 rausholen? Ja, Eine der Zehen. Ja, ist egal. Ja. Komm, das ist jetzt. Hat sich totgelaufen. Danke, Conway. So.
Dann gab es noch eine Attacke natürlich von Sanity. Und Damo zeigt dann auch nochmal, was er kann. Ja, gut. So, ja. Dann gab es Andrade Cien Almas gegen No Way Jose. Ja. Ja. Und hier durfte Almas noch gewinnen. Er hat ja später dann eine sehr merkwürdige Niederlage kassiert. Wie findest du denn seinen Heel-Turn bisher? So darstellerisch im Ring und alles? Oh. Ja, es ist okay. Mhm. Mal sehen. Ist auf jeden Fall ein bisschen mehr Charaktertiefe als vorher. Ja, mal gucken. Jetzt schon. So, und dann gab's Roderick Strong gegen Elias Sampson. Wer? Da wusste ich ja auch nicht, für wen ich sein soll. Naja. Ich finde auch den Finisher von Roderick Strong, beim Kinshasa, da verstehe ich das noch, ne? Weil der ja auch wirklich sehr gut verkauft wird auch und angekündigt wird und auch von den Kommentatoren entsprechend rübergebracht wird. Aber hier, bei diesem einfachen, der kommt angelaufen und springt ihn so ein bisschen mit dem Knie an, ja, toll, aber es ist doch kein richtiger Finisher, oder? Naja, für Samson hat's gereicht, ne? Ja, es hat ja auch schon mal gereicht da im Tag Team Classic, aber ich weiß nicht. Ich fand es auch schade, da ist Samson gerade mal zurück. Ich meine, gut, er hat vorher schon ein paar House-Shows gewirkt, aber jetzt konnte man ihn wieder sehen, dann verliert er gleich nach 3 Minuten. So. Wollen wir Samson jetzt mal kurz analysieren, so seine Rückkehr? Oder, nee, weißt du was? Ja, finde ich ganz toll, vor allem wie er Gitarre spielt natürlich. Ne? Es hat sich doch nichts verändert oder verbessert. Findest du? Ja, du nicht? Hast du eine Veränderung festgestellt? Er spielt besser. Ja, da gut, ich gebe zu, darauf habe ich nicht geachtet. Ja, siehst du? Mhm. Solltest du mal. Ich empfehle dir immer noch Australien. Da hat er ja auch einen Auftritt und da beleidigt er kurz, was ich gut finde, die Fans. Das hat er gut gemacht. Er hat gesagt, so, wenn ihr mich weiter ausbuht, dann fange ich jetzt nicht an zu spielen und die Fans haben das gefeiert. Das ist... Ja. Ja, läuft. So muss man das machen. Dann sind die Fans nämlich schön verwirrt. So, dann das letzte Contender-Match, also Qualifier für den Contender. Bobby Roode gegen Oney Lorcan. Ja, geile Socke, der Typ. Ja, der durfte dann ja auch, um vorwegzugreifen, Almas besiegen. Ja. Naja. Locken ist schon, der sieht nach nix aus und hat's voll drauf. Ja. Also auch so, wie er es rüberbringt, weißt du, so wie er angepisst so ein bisschen. Oh. So ein bisschen, ich spreche es nicht gern aus, es ist auch nicht ganz richtig, aber so ähnlich, so ein bisschen so Rabbit Wolverine, so ein bisschen. Er sieht ja aus wie ein Heel, aber er freut sich so naiv irgendwie über seine Siege und Aktionen. Also das passt irgendwie nicht so ganz. Ich finde, das sieht komisch aus. Er sieht so richtig fies aus, aber wenn ihm was gelingt, dann freut er sich. Ja, vielleicht ist das so, weißt du, erstens so ein Sinnbild dafür, ja Leute, wir haben uns noch nicht entschieden, ob er Heel oder Face ist. Und zweitens im Sinne von, wenn Oney Lorcan in den Ring steigt, dann ist er in der Zone. Ja, und wenn er fertig ist, dann ist er wieder ein Mensch, einfach. Ja, dann, ach so, ja. Ja, ja. So wie Festus. Naja, so krass natürlich nicht. Ja, damit steht das Match. Andrade Cien Almas, Roderick Strong, Ty Dillinger und Bobby Roode. Und das waren ja auch die beiden letzten dann in dem Four-Way. Kommen wir dann gleich zu. Jetzt haben wir erstmal. Ja, natürlich. Haben wir noch gar nicht erwähnt. Daria Barinato, die die Tag-Team-Partnerin ja war von Billy Kay und Peyton Royce. Furchtbar. In dem Six-Woman-Tag-Team-Match. Mhm. Die ja auch den Pin einstecken musste und dann ja dafür natürlich auch verantwortlich gemacht wurde. Was dann jetzt auch Hand in Hand in einging mit einem Face-Turn. Ja, gut, also eigentlich hat sie jetzt nicht so viel verändert, ne? Ja, bitteschön, sie grinst auf der Grafik zumindest. Ja, das ist dann,
was soll das sein? Ein MMA-Face oder was? Ja, wird ja auch gesagt, dass sie MMA-Hintergrund hat und auch die Frisur ist da ja sehr weit verbreitet bei den Damen, also diese Rasterfläche. Ich hab die Frau gegoogelt, ich habe das nirgendwo lesen können, dass sie so einen Background hat. Für mich ist das ein Gimmick. Oder ich habe da gelesen, wo es halt nicht steht und es stimmt doch. Ja, das kann natürlich sein. Ich habe es jetzt auch nicht nochmal nachgeguckt, ich habe mich jetzt einfach mal drauf verlassen, weil sie auch wirklich so aussieht und dann muss man das ja eigentlich glauben. Ja. Ja. Gut, sie hat trotzdem verloren gegen Billy Kay. Weil ja Peyton Royce da nochmal eingegriffen hat. Das ist doch ein guter Einstand für einen Face-Turn, ne? Oder überhaupt für einen Turn. Du bist geturnt, egal ob jetzt hier oder Face, und verlierst erstmal. Ja, das ist doch ein super Einstand. Ja, meistens gewinnt man ja erstmal, wenn man hier geturnt ist. Aber beim Face-Turn musst du natürlich erstmal verlieren, weil du, ja, ich weiß auch nicht. Was soll das für ein Face dann sein? So ein Opfer-Face? So ein, die Fans haben mich lieb, weil ich kann auch mal verlieren. So ein Mitleids-Face. Ach, nö, aber das gehört ja zum Face-Turn dazu, dass du durch unfaire Aktionen dann verlierst und dann so nach dem Motto, ja, jetzt siehst du mal, wie das ist, dann änder mal deine Einstellung dazu, so ungefähr. Ja, gut, okay. Ne? Ja. So, und ja, Billy Kay hat dann gewonnen und Billy Kay und Peyton Royce haben dann die Daria Berenardo noch attackiert und Asuka herausgefordert. Ja. Da waren die aber nicht die einzigen, ne? Da gab es ja noch so ein Backstage-Segment, da kam ja dann plötzlich Nikki Cross um die Ecke und hat komisch geguckt und hat sich da festgehalten. Ja. Ja. Genau, ja, ja. Ja, ja. Das passt ja zum Gimmick, weil Nikki Cross, die redet ja nicht. Die zieht Grimassen und ist irgendwie komisch. Im Positiven. Ich meine das positiv. So ein kleiner Pitbull. Ja. Jetzt mache ich mal so einen typischen Conway-Spruch. Das ist so ein kleiner Pitbull mit Brüsten. Ja. Finde ich gut. Nikki Cross. Ja, sicher. Ja. Asuka nicht. Obwohl. Ja, oder eine imaginäre Tochter von Jodie Foster in sehr, sehr wütend. Zum Beispiel, ja. Ja, ja. Ja. So, Authors of Pain gegen zwei Jobber und die gewinnen durch Matchabbruch. Finde ich immer ganz toll, sowas. Ist das nicht das, was ich gepostet hatte irgendwie in der Facebook-Gruppe? Die Authors of Pain haben doch bei einem NXT-Taping irgendwie einen verletzt für einen Jobber und da mussten sie das Match abbrechen. Ich glaube, das war das Match, Würde mich nicht wundern. Ja. Ich bin mir nicht sicher, aber es würde mich nicht wundern. Ich habe es nicht nochmal überprüft. Ja. Kommen wir zu den... Ja, die Orders of Pain kommen bei mir in den Moonies nochmal vor, von daher. Ach so, Spaß. Gut. Ja. Ja. Paul Ellering hat dann gesagt, ja, die wollen jetzt einen Titel. Ja. Haben gerade einen Award sozusagen gewonnen, sag ich mal, so ein Turnier. Ja. Und, reicht mir auch nicht. Nee, das reicht nicht. Ja, dann war, wie gesagt, diese Szene da mit Asuka und Nikki Cross backstage. Und wir kommen zum sehr, sehr guten Fatal 4-Way Elimination Match. Finde ich auch sehr schön, dass es endlich mal wieder ein Elimination Match gab. Um da die Hierarchie auch deutlich zu machen. Ja. Ne? Mhm. Das, ja, also das war auch sogar richtig schön aufgeteilt. Roderick Strong durfte Almas eliminieren. Ja. Dann konnte Dillinger Strong eliminieren. Und dann gab es sozusagen das Finale gegen Bobby Roode, der sich dann ja irgendwie nicht so die Finger schmutzig gemacht hat. Ja. Und das, die haben wieder an das Match angeknüpft, was sie beim letzten Takeover hatten im Opener und das war sehr, sehr stark hier. Und ich hab fast schon gedacht, ziehen sie es durch? Denken sie, dass Ty Dillinger schon so weit ist, dass er hier Number One Contender sein könnte? Aber na, da dachte ich, nee, Bobby Roode, um Gottes Willen. Bitte nicht. Also vom Standing her ist das eigentlich noch ein Unding und Ty Dillinger ist ja auch sowas wie, ja. Barry Horowitz. Ja, also er kriegt seine Überraschungssiege und die gönnt man ihm und er ist sympathisch und er arbeitet sich immer weiter hoch. Und was war das eigentlich für eine Szene mit Regal?
Er ist doch zu ihm ins Büro gekommen und dann hat Ty Dillinger ja angefangen, ja, also, Tag, ich wollte nur mal sagen, ich habe mir so Gedanken gemacht nach den letzten Niederlagen und ich wollte nur mal so sagen, ja, pass mal auf, ich habe hier so ein Turnier für dich, da kannst du mitmachen und wenn du das gewinnst, dann bist du Number One Contender. Was wolltest du noch mal sagen? Nix, alles gut. Ja, er hat ihm ja was gegeben, das, zum nach vorne schauen. Ja, aber was wollte er zurücktreten oder was? Ja, das ist die Frage. Aber es ist doch letztendlich irrelevant. Es sei denn, es kommt nochmal auf, dann werden wir es erfahren. Naja, Ty Dillinger soll ja zu SmackDown hochgezogen werden. Das wäre eine gute Story. So. Bei NXT kriege ich nichts mehr. Ich versuch's mal erst bei SmackDown. Genau, ja. Ich lass mich hochziehen. Ja, sicher. Ja. Ah, keine Ahnung. Ja, er hatte irgendwie keinen. Er hat nicht mehr an sich geglaubt. Ne? Und William Regal ist ja so ein Face-Freund. Wie das klingt. Ja, ist er ja auch. Ja, ist er ja auch. Klingt nur komisch. Gesichtsfreund. Was ich meine? Face-Freund, das passte. Ein Facial-Freund. Was denn? Ja, guck dir mal die Thanksgiving-Ausgabe von TNA an. Ja. Ach so, Moment, Genau. Das Match war sehr gut. Die Pärchen waren doch da essen, ne? Diese beiden Pärchen. Der Four-Way war sehr gut. Ja. Natürlich insbesondere die Schlussphase, und das musste ja auch diese Schlussphase sein eigentlich, ne? Alles andere hätte ja auch so irgendwie keinen Sinn gemacht. Und Bobby Roode hat es ja auch vorher schon mal gesagt, dass er der Einzige da in dem Match natürlich ist, der was taugt, weil er glorious ist. Und da hat er ja auch eigentlich recht. Also Ty Dillinger, das ist auch so ein Auf und Ab mit ihm. Der verliert gegen, weiß ich nicht, der verliert auch gegen Oney Lorcan und der verliert gegen was weiß ich wen, dann gewinnt er mal wieder was und das Publikum schließt ihn ins Herz. Ja. Und Almas und Roderick Strong eigentlich auch unter ferner liefen. Also die hat man jetzt auch überhaupt nicht auf dem Schirm, wenn es um den Number One Contender Spot geht. Deswegen hatte Root damit eigentlich schon ein bisschen recht. Ne? Ja, natürlich war das Turnier auf die Story von Dillinger zugeschnitten. Mhm. Klar, durch die Sache mit Regal. Aber vom Standing her konnte es ja eigentlich nur Root machen. Ja, zumal das Finish war ja auch nochmal ein Aufeinandertreffen von Root und Dillinger nach Toronto. Ja, eben. Und du hast recht, Root ist der Einzige darin, der glorious ist, aber eben, wie ich finde, auch nur von der Statistik her. Weil so wie Root oft gewinnt, ja, er gibt sich ja kaum Mühe irgendwie. Manchmal habe ich das Gefühl, Root gewinnt wegen, ich meine, irgendwo ist das logisch, was ich jetzt sage, aber Root gewinnt oft, habe ich das Gefühl, wegen dem Versagen seiner Gegner. Weil Ty Dillinger verliert oft nicht, weil seine Gegner unbedingt stärker sind, sondern weil er sich so sehr reinkniet, dass er vielleicht zum Finish her vielleicht zu erschöpft ist oder er macht vielleicht einen kleinen Fehler oder irgendwas. Root kommt ja kaum dazu, Fehler zu machen, weil er sich gar nicht so, ich finde bei Root-Matches habe ich immer das Gefühl, so, das Glorious bei ihm ist so, er versucht sich immer so in dem Match, während er drinsteckt, so ein bisschen rauszuhalten, nicht so viel zu zeigen. Warum auch, ne? Sind ja nicht diese reichen Leute im Publikum, die er zu NXT bringen will. Die im Anzug und so, ne? Es ist schon, ja gut, das führt jetzt zu weit, geht zu weit in den Charakter rein, aber ich finde ja gut super, aber der ist auf jeden Fall, das ist so ein Oldschool-Heel, oder? Mal ganz ehrlich. Der ist ja schon heelisch, weil er sich kaum Mühe gibt und trotzdem immer gewinnt. Oder das kriegt, ja, was er will. Ich hab's ja schon vor einigen Ausgaben gesagt, er macht es genau richtig. Normalerweise, wenn ein Heel die Wahrheit sagt, dann wird er trotzdem noch ein bisschen dafür abgefeiert. Aber er hat ja offensichtlich gelogen. Er hat ja gesagt, dass Dillinger sich vor dem Match gedrückt hat oder irgendwie ihn darum gebeten hat, mit ihm anzutreten als Team. So, und dafür wird er dann natürlich ausgebuht. Und das macht das Ganze so genial, weil das so ein einfaches Rezept einfach ist. Lass doch die Heels einfach mehr lügen. Mhm. Dann klappt das auch wieder mit dem Ausbuhen. Ja. So. Naja, gut. Ja, und dann haben wir die Osaka-Show nochmal komplett in ihrer Gänze. Anderthalb Stunden. Fand ich sehr gut.
Und ja, da durfte dann Oney Lorcan erstmal Andrade Cien Almas besiegen. Ja. Schöne Sache. für Oney Lorcan. Dann gab es ein Women Tag Team Match. Aliyah und Liv Morgan gegen Billy Kay und Peyton Royce. Warum hat man hier nicht Liv Morgan und Daria Barinato gemacht? Zum Beispiel. Naja, weil Liv Morgan und Aliyah sowieso schon irgendwo eine Fehde gegen die beiden Australierinnen haben. Weil Aliyah sich ja irgendwann Liv Morgan angeschlossen hat. Die ja am Anfang alleine stand gegen die beiden Australierinnen. Aber man hat doch jetzt den Fokus eigentlich wieder mehr auf die Barinato da gelegt. Ne, ich habe eher das Gefühl, Barinato war dafür da, um die beiden Heel-Damen aus Australien nochmal ein bisschen Ecken und Kanten zu geben. Ne? Meinst du, die ist jetzt erstmal wieder weg? Das würde ich so nicht sagen, aber sie spielt da nicht mehr so eine große Rolle. Sie war dazu da, um den beiden Australierinnen Ecken und Kanten zu geben und gleichzeitig um ihren Turn zu geben, der Barinato, und sie jetzt anderweitig irgendwo, obwohl das natürlich schwer ist, ne? Weil in dieser Story zwischen Liv Morgan und den Australierinnen sind ja fast alle Damen drin, die aktuell bei NXT eine Rolle spielen, ne? Außer unabhängig vom Titelrennen irgendwie, außerhalb des Titelgeschehens irgendwie. Wo ja eigentlich auch nur die Championess zu sehen ist. Ich weiß auch nicht, das ist schon ein bisschen schwierig, jetzt für Barinato irgendeine Story oder eine Gegnerin klarzumachen, außerhalb dieser Australian Connection, sag ich mal. Du kannst ja mal irgendwelche Jobberinnen hinstellen oder irgendwelche Frauen, es gibt ja noch mehr Frauen bei NXT, die noch nicht so groß sind im Picture bei NXT, aber das ist ja keine Story, das sind ein paar Matches. Ich weiß nicht. Ja. Deswegen, also von der Idee her fand ich dieses Six-Woman-Tag-Team-Match gar nicht so schlecht. Aber man hätte eben mehr für die Charaktere noch tun müssen, ne? Und jetzt hat man hier diesen Face-Turn gehabt und jetzt ist sie dann wieder weg und na, komisch. Egal. Ich denke, Billy Kay wird in absehbarer Zeit Champion. Okay. Wie auch immer das dann aussehen soll. Also Ember Moon habe ich jetzt auch erstmal abgeschrieben. Ja, ist schon traurig. Also es stagniert so ein bisschen, mischt sich ja überhaupt nicht ins Geschehen ein. Die hat zwar ihre Matches und ihre Siege und so. Ja. Aber im Vergleich zu den anderen? Ja, ich habe mir das so zusammengereimt, dass Ember Moon hat ja einen sehr eigenen Stil, der auch sehr beliebt war, bis sie dann zu NXT kam. Oder auch ein Grund war, warum man sie vielleicht zu NXT geholt hat. Und ich glaube, man versucht bei NXT immer noch, sie ein bisschen an den WWE-Stil anzupassen und merkt, das dauert ein bisschen, was ja okay ist. Deswegen halten wir sie noch zurück. Das kann ich mir echt gut vorstellen. Hm. Ja, ich find's auch doof. Aber so ist die WWE, ne? Auch im NXT-Bereich. Irgendwo hört NXT auch auf, NXT zu sein und wird zur WWE, weißt du, was ich meine? Also ich glaube, das ist das Argument so. Man versucht Ember Moon noch ein bisschen zu formen, so ein bisschen in diesen WWE-Brei reinzuquetschen. Dass sie eine Zutat wird, eine gelungene Zutat. Andererseits hatte man ja in so einem Backstage-Segment schon die Fackelübergabe von Bayley an Ember Moon, ne? Ja, war wohl offensichtlich also, zu früh. Ja. Aber wen hätte das Bayley sonst geben sollen? Am besten niemanden, ne? Na gut, es kann natürlich sein, dass es jetzt nochmal eine Gegenüberstellung gibt. Ember Moon und Billy Kay und Peyton Royce. Hm. Und wenn jetzt natürlich meinetwegen, keine Ahnung, ich glaube nicht, dass das so kommt, aber wenn jetzt Ember Moon ein Handicap-Match gewinnen sollte gegen die beiden, dann ist das alles hinfällig, was wir gerade gesagt haben. Vor allen Dingen, was machst du da mit den aktuellen Feengegnerinnen von den Australierinnen? Liv Morgan, Aliyah. Gut, Aliyah hatte letztens irgendwie ein Match bei SmackDown oder bei Raw oder so, ne? Ja, jetzt irgendwie letzte Woche, ich weiß nicht, eine von beiden Shows. Ja. Da wurde sie auch angekündigt als NXT-Frau. Ja, die ist jetzt nicht hochgezogen worden oder so. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie das ausging. Ich glaube, ich habe das geskippt. Ich weiß auch gar nicht mehr, gegen wen. Krass. Hm. Peinlich. Ja, ist egal. Gut, okay. Ja, dann hatten wir ein Tag-Team-Title-Match. Also es ging tatsächlich um den Titel zwischen DIY, den neuen Tag-Team-Champions, gegen Tozawa und Tajiri. Ja, Dave Meltzer hat das Match irgendwie hochgelobt, wo ich mir dachte, wen interessiert das? Also, dass Dave Meltzer das Match hochlobt. Ja, die Japaner interessiert das auf jeden Fall. Und vor allem war ich von Tajiri sehr positiv überrascht. Ja, hier. Der hat's noch drauf. Hat man auch schon beim Cruiserweight Classic gesehen. Ja.
Ja, und im Tag Team, fest im Tag Team, kann ich mir das sogar sehr gut vorstellen. Tozawa ist auch sehr over gewesen, auch in den USA. Deswegen wäre das vielleicht eine ganz gute Kombination, wenn die jetzt dauerhaft zu sehen wären. Aber ich denke mal, dass es das eher ein Gastauftritt war, dass das so ein Gastspiel war hier extra für die japanischen Fans, ne? Es ist möglich. Ich habe aber Tajiri letztens wieder gesehen. Letzte Woche. Ja. Ich muss nochmal nachgucken. Bei 205 Live. Das kann, genau. Ich glaube, das war so, ne? Ja. Doch, stimmt, genau. 205 Live, genau. Ja, siehst du. Ja. Hier, 205 Live, Tajiri, genau, Tajiri, das war gegen Sean Maluta. Weißt du, Ah. diesen Uso-Cousin oder was das wieder war? Ja. Ja, der war ja auch bei den Classics. Ja. War ja auch okay. Er hat dann irgendwie den Green Mist noch rausgehauen, wenn ich mich nicht irre. Also hat er auf jeden Fall. Ich weiß noch nicht, ob es gegen Shawn Malluta war. Aber ich glaube ja. Ja. Ich finde es gut, dass es hier in 3 von 5 Matches tatsächlich Japaner gab. Ja, Also hat man schon fast. so ein bisschen drauf Ja, geachtet, muss ja, ne? ne? Ja. Klar. Ja, weiter ging es dann mit Asuka gegen Nia Jax um den Women's Title. Da war dann, wie gesagt, diese ja merkwürdige Crowd-Reaktion, die das Ganze, ja, oder auch ab und zu natürlich Nia Jax, weil sie ja, sagen wir mal, sehr groß ist. Ja, für die Japaner ist das toll, Ja, da kam dann natürlich. ja. Ja, so eine Man hört Sumo-Frau. das auch immer so raus. Aber eben nicht so doll wie bei manch anderen Matches. Also es war deutlich weniger, als die Japaner normalerweise so raushauen. Ne? Wenn Und man bedenkt, das war doch die Heimatstadt von Asuka, oder? Krass. Ja, ja. Osaka. Osaka, Japan, ja. Meiner Meinung nach, ja. Doch. Tja, Ja, dafür war das dann natürlich ein bisschen ja, wenig. allerdings. Ja, und dann haben wir schon erwähnt, der Main Event, wo sich Nakamura zum zweiten Mal den NXT-Title geholt hat. So, ja. Ja, und dann ist natürlich auch klar, dass ein Root, weißt du, dieses Turnier, sag ich mal, gewinnt, weil du brauchst ja jetzt wieder einen Heel-Gegner, ne? Klar. Sag mal, Conway, wohnst du neuerdings neben einem Schwimmbad? So. Man hört da so friedliche, freundliche Kinderschreie die ganze Ja, Zeit im Hintergrund. das ist eine Grundschule, da können sie auch friedlich und Ach freundlich so. sein, ja sicher. Ja, ach so. Heutzutage geht das auch noch. Haben die gerade Die haben Pause? gerade Pause, ja, es tut mir leid. Ach so. Die haben ja neuerdings auch Blockunterricht. Die sind also zweieinhalb Stunden draußen für 20 Minuten oder so. Deswegen, und ich habe nicht mal Fenster auf. Das sollte dir was sagen. Ja, dann hast du entweder sehr dünne Fenster Nee. oder sehr laute Kinder um dich rum. Erstens das und zweitens ist es ja nur was 40, 50 Meter entfernt. Ach so. Ja. Ihr habt das ja nicht mitgekriegt, wo ihr hier wart. Ihr wart ja übers Wochenende hier. Ja, Ja. richtig. Mir ist auch keine Grundschule aufgefallen, wenn ich ehrlich bin. Ja gut, wir waren ja meistens irgendwie wach, da war es dunkel. Im November. Ja, du hast ja tagsüber geschlafen. Und nachts dann da, Und wir sind dann ja raus Ja. und haben uns dann die Stadt angeguckt. Tagsüber, ja, das stimmt. Ja. Und ich kenne jetzt hier den Malchower See und dein Kaisers Ja, das wird ja jetzt zu und. Rewe. Ja. Mein Kaiser ist auch, das ist schon bestätigt. Ich freue mich drauf. Da freust du dich Ja, Rewe drauf. hat bessere Cola im Angebot. Rewe hat Ja, bessere die Cola im Billig-Cola, die Angebot. Ja-Cola, die finde ich gut. Vor allem auf dem Fußboden. Was? Ja, also Rewe nimmt das nicht so genau mit Ach der, so, ja, das kann sein. mit der, mit der Ja, was Raumpflege. soll's. Ist doch alles Ja. verpackt, ist doch egal. Ja. Tritt man dann drauf und dann denkt man, ah, ich soll hier also stehen bleiben. alles Okay. klar, okay. Ja. Irgendwann kommt man dann doch wieder vom Fleck. Sprichwörtlich, ja. Ja, also so, genau. Und dann ist da ein großer Parkplatz bei dir. Ja. Aber ich habe da keine Grundschule gesehen. Ja, direkt gegenüber vom Eingang hier.
Mal, ja, Moment, man sieht das Gebäude nicht wirklich, da sind so Bäume im Weg, auch im Winter sind die so groß, dass die auch ohne Blätter das verdecken, man sieht halt den Hof so, ne, der ist halt, ja, ist egal. Naja, dann müssen wir nochmal zu dir und nochmal so ein Home-Video machen. Wie ja schon eins auf dem Network zu sehen. Ja. Mit den Fragen an uns. In zwei Videos, Leute. Ja, wo wir alle eine Mütze aufhaben mussten. Ja, und ihr guckt nur diese WrestleMania 31 Kickoff in NRW. Über 1000 Klicks. Ja. Was ist denn das? Die ist auch schön. Natürlich, das ist doch toll, wenn... Das ist doch toll, wenn sich das die Leute angucken. Ja, ist es ja auch, aber sollen wir haben doch nur ein Viertel. Was ist denn das? Ja, kannst mal sehen. Da bist du dabei. Mhm. Und ich. Und dann mögen das die Leute nicht mehr. Ja, stimmt. Du warst ja auch nicht in NRW. Ja, das ist natürlich... Ja. Gut. Ich glaube, es war die Jacke von Isco, die da für die Views gesorgt hat. Das kann sein. Ja. Ja. So, weiter im Text. Wir wollen ja Moonies vergeben, ne? Ja. Hoffentlich haben wir ein paar Ideen. Ja, unbedingt. Ja. Und zwar fangen wir an mit dem schlechtesten Women's Match. Und da hast du etwas rausgepickt, wo ich dachte, das war im Jahr 2015. Ja. Aber erzähl doch mal. Es war die NXT-Ausgabe 194 im Kay Bailey Hutchison Convention Center in Dallas, Texas, bei den, ja, beim Access, WrestleMania Access, da gab es Asuka gegen Eva Marie. Eva Marie hatte dann noch Nia Jax als Begleitung, ja, ihren Bodyguard. Grauenvoll, ja. Die Fans haben das auch, die haben teilweise gelacht. Das war bei manchen Moves von Eva Marie, das war so peinlich. Also die haben sie nicht ausgelacht, vielleicht im Nachhinein schon, aber die haben gelacht, weil sie es echt nicht fassen konnten, dass die dieses Match bringen, wenn man sieht, wie schlecht das ist. Das so im Sinne von, das müssen die Leute Backstage auch wissen, dass Eva Marie nicht so viel bringen kann. Und dann noch gegen Asuka, ja. Und Asuka hat natürlich versucht, ja. Hat sich Eva Marie teilweise in die Arme geschmissen, ja, so. Jetzt mach was, so. Und Eva Marie hat ja auch versucht, so ist ja nicht, aber sie kriegt's halt nicht hin. Und guck's dir nochmal an. Das ist doch die NXT, das wurde ausgestrahlt, entweder vor NXT Takeover Dallas, oder die Woche danach, den Mittwoch danach, Takeover Dallas war ja eine Nacht vor Mania. Da kann man sich ja orientieren. Ja, dann war das die danach. Ne? Ja, meiner Meinung nach auch. Ich habe mich nur gewundert wegen dem Datum im Netz, weil das kann ja nicht danach gewesen sein. Aber meiner Meinung nach habe ich es auch danach gesehen. Ja. Ja, Asuka hatte ja den Titel. Ja, ist doch sowieso aufgezeichnet für drei. Ja, das stimmt. Aber in dem Fall ja nicht, ne? Weil die waren ja nur um das Wochenende rum da. Also mussten sie es auch die Tage in diesem Bereich aufgezeichnet haben. Deswegen war das Datum so verwirrend. 2.4., aber 4.4. war Mania irgendwie. Ach, pff. Ja, ihr werdet es finden. Das ging 10 Minuten. Das war, um Gottes Willen. Ja. Du hast da nichts. Gut, dann, nö, ich bin da voll auf deiner Seite. Achso. Ja. Das schlechteste Herrenmatch. Du, ich hab da nichts. Tut mir leid. Mir ist da. Ja. Weil NXT auch viele Matches bringt und die meisten sind durchaus gut. Und ich wollte nicht so viel rumscrollen. Tut mir leid, ich habe da nichts. Hast du da was? Ja, sollen wir sonst hier Authors of Pain gegen irgendwelche Jobber nehmen, wo dann irgendwie noch Rhino eingreift? Nee, weißt du was? Ich hab was. Ja, das einzige offizielle, weil sonst in House-Shows ist er ja auch noch angetreten, jetzt auch aktuell wieder, habe ich gerade gelesen, gegen Roderick Strong hat er verloren. Das Debütmatch von Dan Mather, wo er eigentlich nur von Samoa Joe aus dem Ring geprügelt wurde, und das war's. Na, das war ja kein Match. Ja, gut. Das war eine Sauerei. Ja, stimmt, der sollte gar nicht gegen Joe antreten, ne? Der ist zum Ring gekommen, das ist jetzt Dan Mather und der Gegner. Dann kam Joe raus und, ja gut, okay, es war kein Match, okay, stimmt. Scheiße. Ja, dann hab ich nix. Ja, dann nehmen wir jetzt hier Authors of Pain gegen die Jobber da von der letzten Show, vom Dezember. Ja, oder? Ja, machen wir. Gut. Ja, weil es ist auch so furchtbar, weil die Authors of Pain, ich mag die ja grundsätzlich. Oder wie wär's mit, ja stimmt, die hatten einige schlechte Matches, gar kein Thema, aber wie wär's mit, wobei es jetzt auch nicht schlechter gewesen als Authors of Pain Match, weißt du noch, wo Wood mit Ty Dillinger geteamt ist für die Dusty Rhodes Classics gegen Sanity und dann ist Wood abgehauen und das Match war letztendlich fast gar kein Match, sondern einfach nur Sanity hat Dillinger vermöbelt und dann gepinnt und ist weitergekommen. Kannst du dich noch erinnern?
Ja, klar, das war aber, das gehörte zur Story, das war schon in Deswegen war es nicht schlecht, hast recht, das ist ein Argument. Fand ich, ja. Okay. So, hast du denn eine Abfuck? Nö, eigentlich nicht, weil NXT nicht viele, ist ja auch aufgezeichnet. Ich habe da keinen Ja Abfuck und? im Kopf, tut mir leid. Oder doch, wie wär's denn mit, du hast es doch vorhin angesprochen. Stage, nee, Heel Stage Match. Nee, Stage Heel Stage Heel Match. Match, das wäre doch was. Wollen wir das Probier mal. nehmen? Im Ring war nix, na gut. Bestimmt einiges, aber nicht so, dass man das jetzt peinlich oder so. Kann ja mal passieren im Ring irgendwas. Hier, was weiß ich, kannst du dich noch erinnern, wo Joe gegen Finn Bella und dann hat Joe wie ein Schwein geblutet? Weißt du noch? Und die Fans. Oh ja, lass uns das bitte nehmen. Das ständige Abbrechen. Ja, gut, nehmen wir das. Ständiges Unterbrechen Dieses Main von Events da. Finn gegen Joe. Ja, das finde ich gut. Siehst du, ich habe mir auch gedacht, einiges wird mir bestimmt einfallen, während wir quatschen. Ja, das glaube ich auch. So machen wir das. Disappointment of Oh, the habe ich Year. einiges. Da kann ich mich gar nicht. Was hast du denn da? Wieso hast du da Oh, ich einiges? habe da einiges. Ja, was nehme ich denn da? Ja, nicht, so viel habe ich jetzt auch nicht, aber zwei, drei Sachen habe ich. Puh. Und du hast da nichts, okay. Nö, nicht so Dachtest, du findest wirklich. spontan was. Ja, viel weiß ich nicht. Ich dachte irgendwie so. Also für mich war ein Disappointment, Almas oder so. ein Disappointment war für mich, Ist er aber nicht. nein. Aber ein Disappointment war für mich Paul Ellering. Nicht, weil er zurückkam sozusagen und die Authors of Pain übernommen hat sozusagen, das finde ich okay. Sondern weil, was macht der denn? Der macht doch nichts. Der kann, das ist ein Hall of Famer Mensch, der hätte doch viel mehr einbringen können, finde ich. Ich finde das doof. Das war ein Disappointment irgendwie. Also erstmal benenne ich jetzt die Kategorie um hier in Letdown of the Year. Ja, das Klingt klingt einfach besser, ja. besser. Ja. Wer hat sich denn das damals ausgedacht? Naja. Es muss so ein NXT-Spezi gewesen sein. Grüße. Ich weiß Ja, nicht. Paul Elling fand ich Ja, boah. Paul Ellering hat nicht so wirklich delivered, ne? Ja, und Also. was habe ich hier auch noch stehen? Letdown war für mich das, auch wenn es gut gebuckt war, so dahin geführt, okay, aber hätte nicht sein müssen, dass die Authors of Pain die Dusty Rhodes Classics gewinnen. Tut mir leid. Dafür haben die zu wenig Ecken und Kanten irgendwie noch. Auch wenn sie was darstellen, ist ja gar kein Thema, aber meine Fresse, weiß ich nicht, finde ich doof. Finde ich nicht, weiß ich nicht. Ich meine, es gibt Schlimmeres, aber ich fand das schade. Ich weiß nicht. Und dann habe ich hier noch das, ich glaube, das habe ich extra, um dich zu ärgern, irgendwie genommen. Elias Samson ist zurück und ist immer noch wie vorher. Finde ich schade. Nein, 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 das geht nicht. Ja, man hätte doch, ne? Weil das Gimmick ist ja gut. Die Idee ist doch gut. Und der Typ sieht auch gut aus. Ich finde, das passt. Der hat den Look. Und im Ring ist Ja. er bestimmt auch einigermaßen solide, ja. Aber das hat sich ja überhaupt nicht. Man hätte doch die Auszeit nutzen können, um ihn mit ein bisschen mehr Ecken und Kanten zurückzubringen. Nee, spielt immer noch Gitarre, verliert immer noch teils wichtige Matches. Was soll das sein? Ein Upper-Kader-Jobber oder ein Main-Event-Jobber? Oder was soll er sein? Ich weiß auch nicht, es regt mich auf. Aber gut. Also nehmen wir Paul Ellering. Oder? Ja, bin ich Würde ich auch sagen. für. Ich meine, das ist ein Hall of Er muss Famer, noch um mal so Himmels ein. Willen. Da ist ja sogar Bob Backlund besser, der durchgedrehte. Ja. Und das will schon was heißen. Ja. So, schlechteste Frau sind wir, glaube ich, auch einig, Ja, Eva oder? Marie, würde ich sagen. Ja. Ja. So, ganz einfach. Der schlechteste Mann, Mensch oder auch Ich übergreifend. habe drei. Du kannst auch hier. Kannst auch nochmal hier Eva Marie nehmen. Ja, dann erzähl mal. Nee, nee, wenn du dich nicht entscheiden kannst, hätte ich drei zur Auswahl. Hast du denn jemanden da stehen? Ja, wer ist denn da richtig schlecht bei Das ist der NXT? Punkt, ne? Die zeigen ja eigentlich Aber nur gute Leute. du hast drei. Also ich habe zum einen Tian Bing, den sie doch geholt haben, so ganz groß. Ja, den kannst du ja nicht leiden aus Ne, das irgendwelchen stimmt auch Gründen. nicht. Hast du mal Nein, das war gemacht? Ho Ho Loon. Den kann ich nicht leiden. Der sieht noch nichts Ach aus. so, ja. Der Tian Bing ist doch dieser kräftige Große, den sie Ja, so groß ja. vor dargestellt haben. Dann hatte der ein paar Matches und
das war's und das ist total in die Hose. Also tut mir leid. So big angekündigt und bisher nix. Aber deswegen muss er ja nicht Worst Man sein, okay. Wen ich noch hab ist, obwohl er gar nicht so Worst ist, aber die Darstellung kommt einfach nicht voran. Tut mir leid, ich hab da nochmal Elias Samson stehen. Der Nein. könnte mehr, egal, okay. Und dann habe ich noch einfach, der ist nämlich nicht schlecht, aber der ist ja ständig verletzt, der Junge. Verträgt der nix? Hideo Itami ist doch ein Reinfall. Tut mir leid. Ist doch ein super Typ, super Wrestler, aber bei NXT ist doch voll der Reinfall, weil der ständig was hat. Also auch ernsthafte Sachen, gar kein Thema, aber verträgt der nix oder was? Tut mir leid an alle, die Hideo Itami besser kennen und das schon länger verfolgen als ich. Vielleicht gibt's da Gründe, ich weiß es nicht, aber mich regt das auf. Deswegen habe ich die drei Männer da stehen. No. Wollen wir Tian Wing nehmen? Meinst du? Das passt. Wollen wir es rausgeben? Das ist doch die Zukunft. Ja, gut. Das ist doch die Zukunft. Dann geben wir es raus, aber so, dass wir gar nichts vorgeben. Ja, richtig. Ja, das ist eine gute Idee. So von wegen Leute hier im Cyborg zur Ausgabe bei moonshold.de, klickt nichts an, sondern schreibt uns eure Meinung. Worst Man. Ja, und wer jetzt hier Elias Samson sagt, der kriegt das mit mir zu tun. So. Lad die Leute doch nicht noch ein. Die wollen dich vielleicht kennenlernen, schon mal lernen? Ja, aber negativ dann. Ne? Ja, gut. So. Dann bin ich nicht nett. Unglaubwürdigkeit. Schlechteste Story, Lächerlichkeit. Das geht immer so in den Letdown rein, weißt du, das ist irgendwie so doppelt gemoppelt. Aber ich hab da nichts, irgendwie, ich weiß nicht. Unglaublich. Ich weiß nicht. Hast du was? Siehst du? Nee. Gehen wir raus. NXT ist auch zu gut, glaube ich, für sowas. Ja eben, wir finden da gar nichts Schlechtes. Ja, irgendwas wird sich schon... Ja, Mensch, haben die Leute endlich mal wieder was zu schreiben, nicht nur zum Anklicken. Ja, oder... Baron Corbin. Weil man das einfach so gedroppt hat mit seinem Indie-Killer und ihn hochgezogen hat. Ja. Ich hatte ja, weißt du, ich hatte überlegt, bei Letdown hatte ich überlegt und hab nochmal geguckt, aber das war so knapp zum Jahreswechsel, deswegen passt das irgendwie nicht in 2016. Bei Worst Man hatte ich kurz noch Apollo Crews stehen, weil der gar keine Chance hatte, sich bei NXT zu beweisen. Der wurde ja zack hochgezogen. Ne? Und dann ist er bei SmackDown untergegangen bisher. Aber so die letzten NXT-Matches waren irgendwie November, Dezember 2015, wenn ich das richtig gelesen habe. Irgendwie deswegen habe ich ihn nicht genannt. Und jetzt kommst du mit Baron Corbin, ne? Ist das richtig? War Apollo Crews nicht mehr 2016 da? Na, guck nochmal nach. Ich sag nochmal zu Corbin. Er hatte ja dann am Ende noch diese Fehde gegen, wenn man es so nennen kann, gegen Austin Aries, ne? Das war ja auch nicht so ja, schlimm. Das war aber auch nix Halbes und nix Ganzes. Das stimmt auch wieder, ja. Naja. So, Matches. Vielleicht, weißt du, man könnte ja auch sagen, Lächerlichkeit. Baron Corbin wird Henry the Giant Memorial Battle Royale Gewinner. Aber war er da noch NXT-Guy in dem Moment? Nein. Ich weiß das nicht mehr. Der ist doch als NXTler angetreten, oder nicht? So wie Hideo Itami das Jahr davor. Ich weiß auch nicht. Und dann wurde er doch hochgezogen als Henry the Giant Battle Royale Gewinner zu SmackDown. Aber es war jetzt auch nicht so unglaubwürdig. Ich meine, ist okay, kann man machen. Ich weiß auch nicht. Vielleicht müssen wir das wirklich rausgeben. Ich weiß auch nicht. Hast du geguckt bei Apollo Crews Matches? Was? Ja, Februar hatte er ja noch einige. Echt, bei NXT, ja? Ja, dann ist er doch die unglaubwürdige... Naja, nee, ist eigentlich... Es ist... Vom Titel her dieses Awards passt er nicht so gut rein. Oder vielleicht ist die Unglaubwürdigkeit oder Lächerlichkeit das Booking von Apollo Crews und NXT. Dann machen wir jetzt mal das Booking hier um Apollo Crews und Baron Corbin. Und dann sollen die Leute, die Hörer... Nö, ne? Das passt ja zusammen. Ach so, na gut. Nicht? Na doch. Doch, kann man machen, Leute. Die Leute können ja trotzdem hier, die Hörer können noch trotzdem im Cyborg oder bei Facebook ihre Meinung. Ja, die können das ja kommentieren, bitte gerne, aber wir wollen das jetzt nicht zur Abstimmung rausbringen.
Nee, oder? Das ist ja Quatsch. Ich finde, das gehört zusammen. Das ist eine Geschichte. Ja, schlechte Booking-Entscheidung bei zwei Workern. Ja. Ja. Gut, okay. Schlechtes Team. Sowas gibt's bei NXT nicht. Liv Morgan. Echt? Ja, ja, gut, okay. Würde ich akzeptieren. Yo. Ich find das, so schlimm finde ich das nicht. Nö, nee? Aber... Ich schon. Es wäre das Schlechteste von allen, okay. Es wäre das am wenigsten ja. Beste, okay, sehe ich ein. Am wenigsten Beste, oh Gott. Am wenigsten Gute, Entschuldigung. So. Ja, das... Ja, kann man. NXT macht gute Scenes, das ist einfach so. Ja. One to watch in 2017. Ja, 16, JFK. Nee. JFK. Wir haben das Jahr 2016, was wir gerade Revue passieren lassen, nicht 2017. Ja, aber es ist ja ein Ausblick. Ach, ich dachte, nee. Ich habe das so verstanden, dass das One to watch ist, das beste Match. Ach nee, das haben wir ja später, ne? Ja. Ups! Dann habe ich... Ja gut, dann habe ich da nichts. Dann habe ich was bei Best Match. Ja, dann trotzdem wahrscheinlich, auch wenn wir sie gerade nicht so wirklich gelobt haben, Ember Moon natürlich. Ah ja, okay. Da wird höchstwahrscheinlich einiges kommen. Jetzt verstehe ich diesen Award, und, okay. Ja, und ich hoffe auch Sanity natürlich. Ja. Also ja. Alle ja, vier. Ja, ja. Oder fünf. Ja. Alle fünf von Sanity muss man dann nehmen. Ist ja logisch. Ansonsten, wenn es ein Rückblick-Award wäre, wäre, glaube ich, sicherlich Nakamura der One to Watch gewesen. Aber gut, dann machen wir 2017. Ja, Ember Moon hoffe ich auch, dass dann noch... Ja. Weil ich denke, auch Mickwork ist noch nicht so ihr Ding, weil sie ja vorher in vielen Indie-Ligen war, da musste ja nicht viel reden. Weißt du, was ich meine? Das macht ja nichts. Sie ist ja so ein bisschen Mystery und... Ja. Ne? Hat ja... Mal gucken. Und ich meine, guck dir das an. Ich meine, Asuka darf auch manchmal was sagen und das ist auch nicht gut. Und, ja, aber dadurch, dass Ember Moon ja Englisch spricht, würde man eher merken, wenn es schlecht ist, ne, als bei Asuka. Aber gut, ja, nein, das ist nicht mehr schön. Sie will das sicherlich auch. Oder, okay. Nein, ich habe noch einen dritten Namen. Ja. Vielleicht sollten wir das rausgeben. Mich würde interessieren, was die Leute bei den drei Namen am ehesten klicken würden, worauf sie sich am meisten... Ja, ist cool. Cassius Ohno ist doch wieder da. Ja, ich habe sogar schon ein Video gesehen, hat die WWE sogar selber gepostet auf ihrem Twitter-Account. Das war kein Match. Er hatte ja inzwischen auch schon ein Match, habe ich gelesen. Da hat Nakamura sich nach einem NXT-Taping oder in irgendeiner Hausshow feiern lassen. Ich glaube, es war ein Taping sogar. Es war, glaube ich, in Florida da in Orlando. Und dann kommt plötzlich die Musik von Cassius Ohno und alle so, holy shit und oh my god und welcome back. Und Cassius Ohno ist einfach nur in den Ring? Sag mal, sind wir eigentlich blöd? Wieso nehmen wir bei Worst Man nicht Baron Corbin? Ja, so. Gut. Hat sich erledigt. Dann geben wir jetzt hier nur One to Watch raus, bis jetzt. Cassius Ohno hat jedenfalls... Wir haben doch eben drüber gesprochen. Cassius ja, Ohno bitte? Hat jedenfalls den Gürtel, den Nakamura auf seiner Schulter hatte, abgeklopft. So, tak, 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 und ist wieder abgehauen. Ah, mal sehen. Erstmal ist ja Bobby Roode dran, nicht wahr? Ich kann mir vorstellen, dass Nakamura demnächst hochgezogen wird, glaube ich. Kann ich mir echt vorstellen. Dann kann Roode den Titel übernehmen und dann vielleicht Cash ist auch noch als Face gegen Roode. Kann ich mir so vorstellen. Gehen wir das raus? One to watch? Ember Moon, Sanity? Sanity und Cash ist auch noch. Würde ich machen. Ja. Das würde mich mal interessieren. Weil wir jetzt auch Worst Man wieder rausgenommen haben. Oh. Ja. Gut. Move des Jahres ist natürlich der... O-Face. Der was? Der O-Face. Das ist der Finisher von Ember Moon, der Diving Stunner. Ach so, der heißt der. Ja, den will ich auch nehmen. Ich wollte den Stunner nehmen. Ja. Wie heißt der O-Face? Ja, O-Face. O-Face. Weil alle O machen, wenn ja, wahrscheinlich. Sehen. Oder weil sie vielleicht ein O dreht in der Luft oder durch den Stunner ist. Das ist ja auch Wurst. OMG-Face. Was weiß ich. Ja. Glaubwürdigkeit. Hast du da was?
Ich nehme da immer grundsätzlich William Regal. Naja, der muss ja nicht so viel bringen. Also ich habe da das Jamoa Joe, wenn er pissed ist, dann wird die Crowd echt leise, der kann sich richtig gut aufregen. Und echt, weiß ich nicht, finde ich gut. Also Samoa Joe als Heel, der angepisst war über Nakamura und über William Regals Entscheidung und so, das war schon ziemlich geil. Und dass Nikki Cross irre ist, das kaufe ich hier sofort ab. Ja, die beiden habe ich da stehen, aber Joe hat mich schon beeindruckt. Ja, genau. Toll. Nehme ich jetzt auch. Nö. So. Ja, Samoa Joe, der muss ja auch mal was Positives kriegen von mir. Ich mag ihn ja nicht. Ach so, aber... muss ich mich schauen. Ja, das ist, finde ich, das in Ordnung. Geschmackssache, okay. Also glaubwürdig ist er. Er ist so ein Fighter, ne? Also ja. Einfach. So, Most Shocking Moment. Was hältst du denn von... Was hältst du denn von dem Titelwechsel bei TakeOver Toronto an Samoa Joe? Finde ich gut. Ich hätte noch was Zweites auch mit Joe. Das war bei Brooklyn 2 mit seinem Kiefer. Den Nakamura doch da ausgerenkt hat. Das hat man ja erst später gelesen oder gesehen. Naja, ich habe es im Match gesehen und dachte mir, was ist denn da jetzt los? Aber ja, ich habe mich auch gefragt, wie gut konnte man das sehen? Ich habe es ein bisschen gesehen. Ja. Also ich bin sehr dafür. Ich habe es ja, wie gesagt, das kann man sich ja nochmal anhören, was Feller und ich da live kommentiert haben. Ich war wirklich geschockt. Also ich hätte im Leben nicht damit gerechnet, dass Joe nochmal checkt. Ja, Feller ist ja jetzt so cool. So. Oh, okay. ja, dann nehmen wir das. Ne? Ich fand die Auflösung dann zwar ein bisschen, hat das wieder ein bisschen gedämpft. Irgendwie die Auflösung war ja, dass man Nakamura einfach nochmal in Japan gewinnen lassen wollte, aber ja, warum nicht? Ja, er hätte ihn da auch verteidigen können, ne? Aber... ja. Naja. Ja. Naja, dann nehmen wir das, klar. Funniest Moment. Ja, was hast du denn? Nix. Ja, ich hab, aber das war leider, ja, das, also von der Aufzeichnung her war es ja im Dezember. Aber die Ausstrahlung war am 4. Januar. Das war nämlich, wo Elias Samson ins Publikum schrie: Wenn ihr weiter so buht, dann singe ich erst gar nicht. Das fand ich gut. Aber das war, ja. Wollen wir das rausgeben irgendwie? Vielleicht haben wir was verpasst. Die Hörer wissen was Besseres. Na gut, dann geben wir das raus. So. Comeback. Ja, die Kategorie finde ich blöd bei NXT. Die würde ich umbenennen in Debüt oder sowas. Oder? Wieso? Ja, was heißt hier Comeback? Itami. Ja, toll. Das ist doch bei NXT ein Comeback ist irgendwie blöd. Da kommen ja eher so neue Leute, die man zwar schon kennt aus anderen Ligen, aber die sind ja für NXT sind die ja neu. Ich nehme jetzt Elias Sampson. Ja, er war ja der Einzige mit dem Comeback letztendlich. Was soll das? Oder nein, weißt du was? Ich nehme als Gegenargument Nakamura, der ja eigentlich nie wirklich weg war, aber so storyline-mäßig war er nicht da. Also, war genauso lächerlich wie Sampsons Rückkehr. Nee. Nakamura ist ja erst debütiert. Ne, das meine ich nicht. Ich meine, dass er von Joe wurde ja doch so vermöbelt, dass er ein paar Wochen nicht in den TV-Shows zu sehen war. Also. Oder Joe doch nur Leute verprügelt hat und mit William Regal zu tun hatte. Vergiss das mal nicht. Und dann kam Nakamura mit Brustverband und hast du nicht gesehen wieder, oder halt die Halskrause und hat die dann abgenommen, um zu zeigen, ich bin wieder fit, jetzt bist du dran. Das ist doch eine Scheißkategorie. Debüt ist doch viel besser, gab doch viel mehr Debüts. Ein Root, ein Aries am Anfang des Jahres, ein Eric Young war ja schon 2000, oder doch, war das erst 2016, ne? Ja. Mhm. Wer hat sich diese Kategorie bloß ausgedacht? Ja, das weiß ich auch nicht. Die müssen wir, glaube ich, mal erweitern. Gut, dann erweitern wir das jetzt um Debüt, so. Ja, Aries, Root oder ja, Eric Young, ich würde sagen Root, oder? Der hat es ja am größten hier erwischt. Das ist
Ja, leider. Ich bin sonst auch für, aber wir haben ja schon was. Vielleicht gewinnt ja hier One to Watch Sanity. Ja. Aber Weil ich hatte ja auch Nikki Cross da kommt bei man an, Glaubwürdigkeit. da kommt man an Root ja nicht Ich vorbei. hatte ja Nikki Cross auch bei Glaubwürdigkeit, aber du wolltest ja Joe nehmen. Berechtigterweise. Ja. Aber Sanity hat ja wohl seine. Sanity kommt nachher bei mir auch nochmal. Also. Ne? Eben. Ich glaube, wir haben Ja. dasselbe. Mic Work. Ja, finde ich Joe. Also, war schon krass. Fand ich Ja, gut. muss man fast Ja, nehmen. Nakamura ist im Englischen Leider. nun mal nicht so. Und die anderen, ja, naja, obwohl, weißt du, wen ich auch geil finde am Mic? Scott Dawson. Den Glatzkopf von Revival. Ja, Ja. finde ich gut. Aber Joe hatte mehr zu reden, ne? Dem glaubt man das sofort, wenn er angepisst ist. Ja, war auch wichtiger. Er hatte ja auch die Pause, als Nakamura nicht da war, hat er ja auch immer sehr gut getragen. Das muss man ihm schon zugutehalten. Ja. Ja. Ja, Joe war so ein bisschen 2016 im Main Event so ein bisschen die Rolle wie ein Kevin Owens das Jahr zuvor, weißt du? Kräftig, Heel, angepisst, gemein, weißt du so. Nur ein bisschen oldschoolig mehr vielleicht, aber. Ja, gut. Ja. Passend dazu, Promo-Statement-Interview. Es gab so viel, deswegen habe ich da nichts stehen. Na, ich nehme auf jeden Fall die Bobby Roode Debüt-Promo, wo er mitten in der Promo geturnt ist. Ja, ich habe die Promo auch im Kopf gehabt. Ich fand sie nur deshalb, inhaltlich war die super, ich fand sie deshalb nicht so gut, weil Wut halt, der klingt immer so heiser. Der kann irgendwie nicht so, mit Inbrunst so. Inhaltlich ja, aber so akustisch. Ich fand das Ja, gut, dann nehmen klasse. wir das. Sehe ich ein. Ja. So. Ah, jetzt kommen wir ein bisschen gut durch hier. Ein bisschen besser. Gimmick. Ten, ten, ten. Ja, Glorious. okay. Naja, obwohl, ich finde das, ja, naja doch, eigentlich schon. Ah, okay, ist ein bisschen höher, okay. Aber wenn du überlegst, ne, dass die Fans, egal wo, auch in Australien, USA, dass sie diese Ten Chance sogar in anderen Matches bringen, wo Ty Dillinger gar nicht vorkommt, wenn der eine den Gegner irgendwie tritt in der Ecke, so tritt, tritt, tritt und dann immer so Ten, Ten, Ten. Das ist schon. Aber okay, ich sehe es ein, glaube ich. Ja, aber daraus ist ja jetzt auch dieser Dauer-Ten-Chant entstanden, ne? Genauso wie One Fall. Ja. Ja. Naja. Glorious, nehmen wir Glorious. Ja, ich fand die anderen jetzt nicht so. Ja. Wobei das Sanity-Gimmick ist auch nicht schlecht, ne? Aber die haben halt noch nicht so viel auch. Die haben noch keine Ja, Aussage, das ist das das ist das Problem. Problem, das sehe ich Ja. ein. Außer halt Chaos, ne? Aber das kann man auch vertiefen. Ja, das Samson-Gimmick. Ja. Mal ganz kurz. Wieso haben wir bei Comeback nicht? Ach so, nee, war kein Comeback, ne? Aber an Mickie James hast du auch nicht mehr gedacht, ne? Kurz, aber das war ja kein Comeback. Naja, doch, schon, aber es war ja kein NXT-Comeback, weil sie vorher noch nie bei NXT war. Ja, Es war das ist zwar ein richtig. Comeback in NXT, aber ich sag ja diese Kategorie. Nein, das muss sich schon auf NXT beziehen. Für alles andere haben wir Naja, es bezieht ja sich in dem Sinne in die NXT, dass anderen. das Comeback in NXT war. So kann man es auch sehen. Ja, nee, aber für Debüt würdest du auch nicht sagen dann. Natürlich nicht, weil für ein Match, tut mir leid, ist ja Quatsch. Da kannst du ja auch Ja, James gut. Storm nehmen, auch wenn der zweite. Ja, war ja nun eine James. Idee. Gut, James So. Storm war 2015, aber. Ja, so, oder? Weiß Doch, ich ich habe gar nicht. nachgeguckt. Engel. Ja, hab ich nix. Gibt's bestimmt was, aber. Engel, was gibt's denn da? Oh, ich weiß was. Weil wir das alle durchaus Ja? abgefeiert haben. Weißt du noch, die Fehde Austin Aries gegen No Way Jose? Und dann Austin Aries feiert mit ihm, weil Austin Aries war ja am Anfang noch Face bei NXT. Und dann ist er ja mit ihm aufs Kommentatorenpult und hat getanzt. Und dann kam doch noch der Turn, den wir alle dann doch fast nicht mehr erwartet haben, weil die das so gezogen haben, diesen Angle sozusagen. Kannst du dich noch Ja. erinnern? Das war lustig. Also Aries hat das echt, hat uns echt gelumpt. Nee, wie nennt man das? Du weißt, was ich meine. Gelummt. Aries und No Way Jose.
Mir fehlt jetzt auch nichts Besseres. Es war natürlich nicht wichtig und groß besonders, aber es war geil gemacht. Irgendwie. Ich hätte damit nicht gerechnet. Also am Anfang dachten alle, ne, der turnt jetzt gleich. Und dann hat er so lange mit ihm getanzt und gefeiert. Und dann doch noch. Das war schon lustig. Ja, Ares hat auch einen Award verdient. Hallo. Sitzt jetzt mit dickem Auge bei 205 Live am Kommentatorenpult. Das ist auch traurig. Ich meine, im Ring ist, würde ich ihn eher sehen wollen. Oh. So, Entrance Theme ist ja auch logisch. Es kann ja nur eins geben. Ich habe da drei. Ich finde das von Sanity geil, ich finde das Glorious geil, ich finde Nakamura geil. Ja, und ich bin für Glorious. Also? Ja, dann bin ich für Nakamura. Ich finde, das sollten wir rausgeben, die drei. Nee, drei geht nicht. Na gut, dann geben wir Glorious und Nakamura raus. Obwohl, wir geben auch bei One to Watch geben wir auch drei raus. Das wollen wir nicht so sein hier. Vielleicht gewinnt dann auch Glorious, mal Sanity was. Ist doch schön. Obwohl, es kann mir... Nakamura und Sanity. Bei den Gegnern ist das hart. Aber ich finde, Glorious ist im Moment das beste Theme auf der Welt. Es tut mir leid. Vor allem der ganze Hype, der schon vorher entstanden ist, bevor er überhaupt debütiert ist. Ich finde, dass sich das langsam ausnudelt irgendwie, was ich schade finde. Weil er die Entrance sich immer so zieht, dann dreht er sich zweimal im Kreis oder was? Was soll denn das? Das ist doch Käse. Und überleg mal, was die bei Nakamuras Team alles so bringen bei den Takeovers, wenn da irgendeiner mit Geige und so, ist auch geil. Also ich finde, da sollten die Leute mal selber entscheiden. Ich finde, man sollte diese Plattform da von Root auch mal ein bisschen schneller drehen. Dann fliegt so der Mantel auch weg. Ja. Und so, zack. Ja, so denke ich auch immer. Bitte schneller. Genauso wie bei euren Promotion Wars Clips, wenn die Matches da kommen. Also die sind so verdammt kurz, die Einblendungen. Ja, aber es sind aber die gleichen. Finishers, Recounten und ja, jetzt wo ihr Fäden habt, nicht. Ja. Die Finisher sind doch auch immer unterschiedlich. Außerdem ist es doch spannender, wenn man nicht weiß, wie es ausgeht. Naja gut, wenn ihr dann manchmal ausgewählt habt, wer gewinnt, dann ist es doch, ist egal, ihr macht das schon. Das machen wir ja eigentlich nicht, sondern nur, wenn wir einen Titel irgendwie wechseln lassen müssen. Weil IRS keinen Bock mehr hat. Als Champion. Ja, ist ja auch ein kleiner Titel noch. Was, der WWF-Titel? Ja, bei euch schon. Der hat doch nicht so Prestige. Dann guck dir mal die nächsten Folgen an. Spannend. Ja, ich auch. So. Story. Da gab ja eigentlich nur eine, naja, wohl zwei vielleicht. Immer um den Titel, ne? Joe gegen Bella und dann Joe gegen Nakamura. Es gab immer so kleine Stories, aber ich weiß nicht. Ich fand die Story zwischen, wenn man Story nennt, es war eigentlich eine Match-Story, aber es gab ja auch ein paar Segmente, wo die gequatscht haben gegeneinander. DIY gegen Revival fand ich auch nicht schlecht. Und so ganz gut. Verkauft so. Es ist generell nicht so storylastig, NXT, ne? Das ist klar. Ja, haben auch nicht so viel Zeit. Da gibt es viele Interview-Segmente oder Charakterentwicklungen so, unabhängig von Stories, ne? Und Root gegen Dillinger war auch nur kurz für Toronto dann, weißt du? Weil die Idee war ja auch nicht schlecht. Was hältst du denn von Bailey und Asuka? Ja, ist doch auch wieder eine Main Event Story, ne? Aber Bailey hat doch am Ende die Story verloren. Und wurde dann als Belohnung hochgezogen. Das ist immer so lächerlich irgendwie. Ach, ich weiß es nicht. Ich nehme was ich kriegen kann. Du musst mir nur was geben, Jerky. Also wir haben Bailey und Asuka, wir haben Root und Dillinger. Die war fast zu kurz, aber gut, meinetwegen. Ja, wir hätten Finn und Joe und Nakamura und Joe. Ja, im Grunde schon, oder? Wofür schlägt dein Herz? Komischerweise ein bisschen, ganz leicht mehr für Bella und Joe. Bella und Joe, ja gut, dann machen wir das. Also ich bin mir auch unschlüssig. Fand ihn ein bisschen
bisschen geiler, weil Joe war ja gegen Baylor am Ende genauso, wie er gegen Nakamura war. Das heißt, den Joe gegen Nakamura, den kannte man schon ein bisschen. Vielleicht ist es deswegen, sehe ich deswegen die Fehde gegen Baylor ein bisschen höher, weil da war Joe für mich noch neu, so als Überfiel oder so. Das heißt, so. Das könnte vielleicht daran liegen. Aber. Weil im Grunde war die Story ja fast gleich. Weiß nicht. Aber irgendwie... Ja, Baylor war etablierter schon. Ne? Das auch, ja. Also Joe hat da... Hat auch vom Gimmick mehr mitgebracht. Vielleicht. Und überleg mal, ne? Wo, ich weiß nicht, war das jetzt gegen Baylor oder war das gegen Nakamura oder war das gegen beide? Es gab doch so ein Backstage-Segment, Backstage mehr oder weniger. Auf jeden Fall saßen die da, ich glaube mit Todd Phillips oder so. Einer links, einer rechts. Ein Interview. Ja. Gegen wen ja. war das? War das gegen beide? Ich glaube, es war gegen beide, oder? Das ist, glaube ich, fast... Wie gegen naja, beide? Dass Joe da gegen beide saß. Einmal gegen Baylor am Anfang des Jahres und einmal gegen Nakamura so Mitte, Ende. Irgendwie. Das kann sein. Nee, ich glaube, mit Nakamura, da haben sie so Einzelclips. Okay, dann war das gegen... Da saß er dann da so und hat ziemlich gut sogar Englisch gesprochen und man konnte alles verstehen. Also ich meine das, ne, wo Joe dann aufgestanden ist und den Stuhl da umgeschmissen hat und dann angepisst war. Ich verstehe Nakamura sowieso besser als Finn Bella, wenn ich ehrlich bin. So. Das liegt am Dialekt. Ne? Das ist leider wahr. Okay, das beste Women's Match. Ja, habe ich eben schon vorgeschlagen. Bayley Asuka. Ja. Passt schon. Natürlich durch Matchabbruch wurden beide geschützt. Ne? Es war natürlich letztendlich doch ganz gut gemacht. Mm-hmm, ja, ne? Doch. Ja, ich habe da nichts stehen, weil die Frauenmatches bei NXT sind eigentlich immer relativ solide. Asuka-Matches sind auch immer recht gut. Also sogar das gegen Mickie James, die eine Weile nicht im Ring war, das war auch sauber. Und, ja. Ja, so ein Jahr, ne? Das ist lange her, versucht man sich zu erinnern. Aber es wird schon stimmen. Nein, ich habe das sehr gut in Erinnerung. Von der Match-Story her. Und das sind ja auch wirklich zwei, die es gut können. Ich finde auch Mickie James gegen Asuka gut. Also bin ich ganz ehrlich. Ich habe da nicht so hohe Erwartungen dran gehabt. Ich dachte, das wird erstmal nur halb so lang sein. Dann, dass Mickie James nicht so viel Offensive hat. Und die haben mich völlig überrascht. Und das war richtig stark, das Match. Also das nochmal hier als Honorable Mention auf jeden Fall. Ne? So, Match. Jetzt bin ich sehr gespannt. Ich habe da was im Kopf und das dafür werde ich auch stimmen, weil mich das absolut restlos begeistert hat. Aber ich kann mir vorstellen, dass du da was anderes hast. Ich habe zwei, also vielleicht ist er ja dabei. Ah, okay. Sag doch mal an hier. Ich habe den Opener von TakeOver Dallas. Was war das nochmal? Das Tag Team Title Match. American Alpha und Revival. Ja, ich habe auch ein Tag Team Match da drin, das ist witzig. Ja, das ging von American Alpha, das war auch geil, ja. Ja, guck mal, habe ich Sami Zayn gegen Nakamura. Ich habe nochmal nachgeguckt, Sami Zayns letztes NXT Match, das war tatsächlich letztes Jahr. Das war ja nun geil, ne, muss man ja sagen. Aber es war vielleicht auch deswegen so geil, weil ich habe das erste Mal Nakamura so richtig in Action gesehen. Richtig, das war auch mein Problem, ganz genau so. Ich hab verstärkt auf Nakamura geachtet. Und ich habe dann immer so gedacht, aha, das ist also dieser Strong-Style, von dem alle reden. Okay. Und da habe ich gar nicht mehr so, ich habe das Match nicht so wahrgenommen, wie ich normalerweise Matches wahrnehme, sondern ich war so personenfixiert irgendwie. Ich habe es tatsächlich dann nochmal geguckt, fand es dann sogar etwas besser. Aber... Ja. Ich weiß nicht, dieser Moment mit American Alpha, das war so genial irgendwie. Und das ganze Match war, da war so viel drin. Pass auf. Das war so vollgepackt. Und genau so, wie du es beschreibst, kann man auch das Match beschreiben, was ich hier habe, das Tag Team Match, nämlich DIY gegen Revival, das 2 out of 3 Takeover Toronto, wo ja DIY dann den Titel gewonnen hat. Das war ja auch irre. Ja. Sollten wir die beiden Tag Team Matches rausgeben, was denkst du? Oder soll ich mich einfach blind... Weil das American Alpha. Nein, können wir gerne machen. Also
Ich habe da jetzt kein Problem so wirklich. American Alpha. Weil, um nochmal hier reinzugrätschen, Nakamura gegen Austin Aries war nicht so gut wie Zane, aber es war auch geil. Und wie weißt du, deswegen. Ja, die beiden Tag-Team-Matches auf jeden Fall. Ich habe auch kurz überlegt, das Match DIY gegen Revival davor, wo es auch um den Titel ging. Ich glaube, es war auch ein Takeover. Da war es ja kein Two Out of Three, da war es ja noch normales. Das war auch sehr stark, ne? Aber das Two Out of Three. Ja, es gab ja noch ein Two Out of Three zwischen American Alpha und Revival. Das fand ich aber nicht so stark wie das erste. Ich weiß nicht warum. Das glaube ich. Fand ich da nicht so. Ja, vielleicht. Also war auch sehr stark, ne? Weil die ja immer abliefern. Ja, aber ja. Vielleicht, weil sie im ersten Match schon so überzeugt haben und dann das nochmal im zweiten zu wiederholen. Es ist so schwer, da Abstufungen zu machen. Es ist so sauschwer. Ja. Weil die alle super sind, die Tag-Teams, bis auf Authors of Pain. Ja. Ne? Ich mag zwar das Gimmick, ich verstehe es, das ist nicht schwer, aber ja, das ist wirklich. Die sind trotzdem nicht so. American Alpha gegen Revival von Dallas und DIY. Gegen Revival, gegen Takeover Toronto, das war ein Two Out of Three bei den. Revival. Toronto. Kann man sich gut merken, da wurden halt beide Face-Teams jeweils Champ, ne? Gegen Revival. Ne? Und ich glaube, wir kriegen Ärger, wenn wir nicht trotzdem Nakamura gegen Zayn mit reinnehmen. Okay. Ja. Das wird dann wohl leider gewinnen, aber. Warten wir mal ab. Ich werde mit abstimmen und dann werde ich auch meinem Favoriten meine Stimme geben. Ja. Vielleicht haben wir ja jetzt genug Überzeugungsarbeit geleistet, was die Tag-Teams angeht. Ich glaube, dass der NXT-Zuschauer da auch differenzieren kann. Ja. Dann wurde auch abgefeiert Nakamura gegen Bella und das fand ich jetzt irgendwie. Nee, das fand ich auch nicht so. Nicht so stark wie das gegen Zayn, wenn ich ehrlich bin. Also. Das war einfach nur so ein Kickfest und da waren dann auch lange Ruhephasen drin und ja. Das fand ich irgendwie nicht so schmackhaft. Nee. Aber gut, jedem das seine. So, ja, beste Wrestlerin. Ja. Gut, hilft ja nichts. Müssen wir leider machen, auch wenn sie nicht viel zu erzählen hat. Die gute Asuka, aber sie hat wirklich dominiert und ob man sie jetzt mag oder nicht, oder wie man sie sieht. Sie braucht Stories. Muss ich auch als bekennender Bayley-Fan natürlich anerkennen und ja. Kann ich ein Zugeständnis machen. Hat Bailey nicht letztes Jahr gewonnen? Stimmt. Auch wenn Sasha Banks so gut war, war Bailey noch ein bisschen besser, finde ich. Bei NXT. Ja, Asuka, klar. Ja, Wrestler ist eigentlich auch klar. Ne, hat dominiert, hat NXT auf den Kopf gestellt. Bester Draft auf jeden Fall. Oder alles Draft, kann man so nennen. Ja. Naja, und bester Einkauf, dieses. Fädet gegen alle möglichen Leute und haut die besten Matches raus. Und kann ja nur Nakamura sein. Okay, ja, das war dann gegen Ende wirklich nochmal kurz und schmerzlos. Ja. Man könnte jetzt natürlich auch sagen, ja, Joe hat aber mehr überzeugt insgesamt so von der Fehde her, aber Nakamura hatte ja wirklich viel zu tun. Er hat zwar nie seinen Titel verteidigt, bis jetzt, außer gegen Joe natürlich, im, ich sag's nochmal, Stage-Steel-Match. aber trotzdem hat er NXT in ein neues Licht gerückt. Oder ja, wie soll man das formulieren? Und dann auch diese, man gibt sich sehr viel Mühe auch mit Nakamura. Auch mit dem Entrance und so weiter. Ich hab nochmal eine Frage. Wir hatten ja einmal die Kategorie Disappointment, was du ja in Letdown geändert hast. Da haben wir uns ja für Paul Ellering entschieden. Und er hat mir ja kurz darauf noch Unglaubwürdigkeit, vielleicht Story Lächerlichkeit. Haben wir da irgendwas rausgegeben? Das Booking. Prosit, das Booking von Apollo Crews und Baron Corbin. Ja, mir ist da nämlich was eingefallen, das wollte ich noch hinschreiben, ich Idiot. Und zwar dieses ständige Anteasen, diese Clips über Dan Mather, dann wird der vermöbelt von Joe und dann war es das für ihn. Das war unverschämt. Gut, dann machen wir jetzt das Booking von Apollo Crews, Baron Corbin und Dan Mather. So. Ja, alles klar.
Schön. Schön. Dann geben wir drei Sachen raus. Ja, das geht auch noch. Ich hätte mehr erwartet, siehst du? Ja. Ja. Also One to Watch, Funniest Moment, weil mir da wirklich nichts eingefallen ist. Also, tut mir leid. Ja. NXT ist bierernst. Vielleicht Nikki Cross, die ins Seil beißt oder so, aber so lustig ist es auch nicht. Ist eher bedrohlich. Ja, oder wo Eric Young sie noch abhalten musste und dann hat sie ihn geohrfeigt und Eric Young fand das geil. Ja, Eric Young ist sowieso immer sehr lustig, ja, ja. Aber hier jetzt irgendwie nicht mehr, nee, so. Nee, ist richtig. Ja, keine Ahnung. Bin ja mal gespannt, was den Leuten da einfällt. Den da draußen. Ja, und Entrance-Theme natürlich. Dass das nicht. Also eigentlich muss das Instant Glorious sein. Egal. Ja, das Problem ist auch hier das Nakamura-Theme zum Beispiel. Das wurde schon live gespielt. Das kann man da natürlich auch noch mit reinspielen lassen. Sanity fällt sehr aus dem Rahmen, sticht sehr heraus. Und Glorious ist einfach überstrahlt, naja, alles. Also ich will mich da echt nicht festlegen, was es wird. Ich habe meinen Favoriten, das ist klar. Glorious aber, wurde doch auch einmal von einem Chor da gesungen. War das nicht Toronto oder was? Ja, richtig. Also dann bitte doch Glorious nehmen, auf jeden Fall. Egal, was ihr macht. Tut mir den Gefallen. Ich werde für Sanity klicken, ich finde das so geil. Diese Lache. Diese Lache ist so geil. Ja. Ja, Glorious ist geil, aber das irgendwie schleicht sich langsam aus. Komischerweise. Die Lache im Sanity-Theme, das ist mir letztens schon aufgefallen. Ja. Klingt wie die Lache in der Geisterbahn bei den Ampelmännchen Folge 7 auf dem Jahrmarkt, wo sie Spooky von Spukstein treffen. So, das bitte einmal überprüfen, wer es kann. Wer weiß wie. Wer weiß wie. Ja, ich glaube, auf YouTube gibt es sogar ein paar Folgen. der hört sich das bitte mal an, die Lache, und vergleicht das mit der von Sanity. Ja. Und wird mir dann bestimmt wieder einmal recht geben. Ja, wenn das ein paar Klicks für Sanity bringt, ist das schön. Einfach ein Ampelmännchen. Ja gut, okay, da habe ich jetzt natürlich ins eigene Fleisch geschnitten damit. Also natürlich vergleichen und feststellen und dann aber sagen, ja, es ist doch nicht so toll. Und dann natürlich für Glorious abstimmen. Logisch. So. Fein. Dann danke dir, Conway, dass du die Zeit gefunden hast hier. Ja. Du verrückter Hund. Und dann viel Spaß jetzt noch an diesem Montag mit deiner Grundschule nebenan. Und was du sonst noch so vorhast. Ich weiß nicht, was ich erzählen soll. Ist doch egal. Ich will jetzt noch Nightcrow hören. Ja, das ist sowieso immer gut. Nightcrow.de, der Film- und Serien-Podcast, wo ich ja auch meistens zu hören bin. Also es wird mit Sicherheit jetzt noch ein paar Ausgaben geben, in denen ich nicht zu hören sein werde. Das hängt auch immer so ein bisschen von der Thematik ab und wie ich Zeit habe. Aber es macht wirklich sehr, sehr viel Spaß, mal über was anderes zu sprechen. Und wer da Feedback geben will und mir da auch mal zuhören will und den anderen Kollegen natürlich, der Gordon ist dabei, also Formless One und der Jens und der Christoph. Und das macht sehr viel Spaß mit denen. Und ja, immer ganz interessante Themen. Gut, dann Dankeschön fürs Zuhören, für diese reine Dezember- und Muni-Ausgabe. Und ich sag bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, im positiven Gedenken an den Vorlagengeber für die Mooney Awards sage ich einfach nur bis dann und ciao.